Schönen guten Abend und Shalom an alle Zuschauer. Herzlich willkommen bei Hakika TV zu unserem heutigen Thema. Wurde Mohammed in der Bibel vorhergesagt? So, ich muss mal ganz kurz, das doppelt sich hier gerade. So, genau. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Und ja, es freut uns auch sehr, dass ihr alle hier seid, dass ihr auch so ein großes Interesse für dieses Thema habt. Und ja, wir wünschen uns heute allen einen schönen, respektvollen Abend. Und bevor ich unsere Gäste heute reinhole, gibt es natürlich wie immer ein paar Neuigkeiten, gerade auch für die neuen Zuschauer. Nochmal ganz kurz so einen kleinen Überblick, wer wir sind, warum wir das Ganze machen. Und dann geht's auch los. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich weiß, alle sind sehr gespannt auf die Debatte. Und ja, ich werde mein Bestes geben. Ja, wir haben mittlerweile unsere 12. Debatte. Und wir danken dem Herrn dafür. Wir danken ihm für dieses Projekt, was er zustande gebracht hat. Und ja, wir sind auch wirklich froh darüber, dass die letzten Debatten uns natürlich immer wieder gezeigt haben, was können wir besser machen. Und wir haben wirklich super, super Feedback bekommen. Und wenn du, ich meine genau dich, wenn du sagst, hey, ich habe eine Überzeugung und mit der möchte ich gerne nach außen gehen, ob du nun Christ, Atheist, Muslim, Buddhist bist, das ist völlig egal. Melde dich bei uns. Wir werden schauen, ob wir ja, ob wir dann mit deiner Überzeugung dann einfach mal einen Stream machen, du uns einfach mal so deine Perspektive gibst. Und so Gott will, werden wir dann ja auch eine Debatte stattfinden lassen. Wir haben Neuigkeiten. Und zwar hatten wir beim letzten Mal die Herausforderung gehabt, dass der Chat explodiert ist. Ja, ihr wisst, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, an die Debatte zwischen Hamdi und Klaus. Und wir hatten da so ein bisschen Schwierigkeiten, ja, einfach zu gewährleisten, dass die Leute respektvoll und sachlich im Chat sind. Und deswegen hat der Bruder Omar dafür gesorgt, dass es jetzt eine Person gibt, die die Leitungsfunktion über den Chat übernimmt. Dazu kommt, dass wir 5 bis 7 Personen haben, die sich jetzt komplett nur um den Chat kümmern. Und das bedeutet, liebe Zuschauer, dass wir jetzt unser Bestes geben können und einfach darauf achten, dass niemand im Chat beleidigt, dass einfach eine Harmonie und Liebe im Chat zu sehen ist. Ja, das ist unser Anliegen und wir haben wirklich auch überlegt, was machen wir? Ich meine, wir hätten auch den Chat schließen können, aber wir möchten euch Zuschauern die Möglichkeit geben, aktiv bei der Debatte teilzunehmen und deswegen sind wir jetzt diesen Weg gegangen und wir bitten euch nochmal von ganzem Herzen, bitte seid lieb zueinander. Wir möchten hier wirklich alle einen schönen Abend haben und es bringt niemanden, wenn sich jemand beleidigt fühlt oder den anderen beleidigt. Daher bitte seid respektvoll, bleibt sachlich. Wir haben heute 2 super tolle Redner, die werden das alles übernehmen mit dem Debattieren. Und daher, genau, würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch einfach diese Regeln im Chat einfach annimmt und ja, auch zu Herzen nehmt. Ja, apropos Chat, schauen wir mal. Ja, wow, es explodiert mal wieder. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Hier sind sehr, 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 sehr viele Leute. Ich grüße euch alle. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwer, einzelne Sachen einzublenden. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. So, wir haben hier einmal Naim Al-Hanafi, Samra, grüne Herzen direkt bekommen. Dann haben wir einmal hier den Harwin. Schönen guten Abend. Wir haben den WHQLS. Das ist ein wirklich abgespaceter Name. Es geht los. Wir haben hier super viele Leute. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr wirklich euch alle die Zeit genommen habt. Wie gesagt, seid lieb zueinander und genau. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt weiter. Wir haben gemerkt, durch die Debatten haben sich viele Leute bei uns gemeldet. Ja, es gibt natürlich, und da muss ich ganz offen sagen, es gibt auf der christlichen Seite, so wie auf der muslimischen Seite, Menschen, die auf einmal sagen, boah, ich weiß gar nicht mehr, was war's. Und wir möchten euch die Möglichkeit geben, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen habt. Ich darf vom Bruder Omar ausrichten, ein ganz großes Sorry. Er hat einige Mails bis jetzt noch nicht beantwortet. Es liegt einfach daran, dass er gerade sehr, sehr viel zu tun hat. Aber ich soll Grüße ausrichten und sagen, dass er ab 1. Juli sich wirklich mehr Zeit nehmen möchte und dann auch alle E-Mails beantworten möchte. Deshalb scheut euch bitte nicht. Kommt zu uns, stellt eure Fragen. Ihr wisst, wir bei Hakika TV, wir sind für kritische Auseinandersetzungen mit Themen, die es ja einfach, wo es einfach manchmal wirklich verschiedene Perspektiven gibt. Und deshalb kommt mit euren kritischen Fragen und lasst uns darüber sprechen.
Ja, für die neuen Zuschauer, es gibt ja einige, die sind jedes Mal hier, die wissen ganz genau, was wir machen, aber es gibt auch Zuschauer, die kennen Hakika TV nicht. Die wissen gar nicht, warum wir das machen. Und ich werde kurz ein Video einspielen, damit ihr uns kurz kennenlernt und auch so ein Bild darüber habt, wer wir eigentlich sind und warum wir das Ganze machen. Deswegen würde ich kurz ein Video einspielen und danach sehen wir uns wieder. Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 15. Lass uns gemeinsam diesen wundervollen Missionsbefehl von Jesus erfüllen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Christen, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus im ganzen deutschsprachigen Raum verkünden. Du kannst von zu Hause aus dieser wertvollen Arbeit mit regelmäßigen oder einer Einzelspende unterstützen, gehe hierfür einfach auf unsere Website hakika.tv.de. Dort hast du die Möglichkeit, via PayPal oder Überweisung Teil dieser wundervollen Mission zu werden. Hakika, die Wahrheit für die Welt. Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick dafür bekommen, warum wir das machen. Der Grund ist im Kern, wir möchten, dass ihr alle gerettet werdet. Und jetzt fragt sich der eine, warum gerettet? Wovon soll ich denn gerettet werden? Und aus biblischer Perspektive sagt die Heilige Schrift, dass wir Menschen alle vor Gott schuldig geworden sind, dass wir alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Und ich glaube, manche haben nicht verstanden, die sagen so, hey, ich habe doch gar nichts getan, ich lüge doch nur mal ab und zu oder ich bin ja jetzt kein Schwerverbrecher oder so. Aber der Gott der Bibel sagt, sobald du ein Gesetz gebrochen hast, ist es so, wie als hättest du alle Gesetze gebrochen. Und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, sind wir alle Sünder. Und die Bibel sagt ganz klar in der Heiligen Schrift, dass wir, und ich würde dazu mal kurz einen Vers teilen, in Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bedeutet, dass der sündigt, dass er tot ist. Und wir sprechen hier von dem ewigen Tod. Und das ist natürlich, sind keine guten Nachrichten. Ja? Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig und haben den Tod verdient. Aber jetzt kommt die frohe Botschaft, das, was Muslime unter Injil verstehen. Das bedeutet, dass Gott was getan hat, indem er seine Liebe uns gegenüber beweisen möchte. Und zwar hat er seinen eingeborenen Sohn in die Welt hineingeschickt, damit er für uns stellvertretend als reine Opfer am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Und in Römer 10, 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten erweckt hast, so wirst du gerettet werden. Und das, liebe Zuschauer, das ist, warum wir Hakika TV machen. Es geht darum, dass wir gerettet werden und das geht nur durch Jesus Christus. Und deshalb bitten wir euch, wenn ihr Jesus noch nicht angenommen habt, ihr müsst dazu nirgendwo hingehen oder so. Es ist wichtig, wie eure Herzenseinstellung ist. Geht auf Knie, sagt Jesus, ich glaube, dass ich schuldig vor dir geworden bin. Bitte komm in mein Herz und ich glaube, dass du der Herr bist. Und so wird sich Jesus dir zeigen und du wirst gerettet sein. Und das ist einfach der Hauptgrund, warum wir diese Arbeit machen. Ich meine, wir könnten, wenn wir jetzt Klicks haben wollen und Zuschauer haben wollen, und könnten wir ganz andere Content machen. Aber uns geht es nicht darum, Leute. Wir möchten wirklich, dass alle Menschen zum Herrn Jesus finden. Und deswegen machen wir das Ganze. Und wenn ihr sagt, hey, finde ich richtig gut, könnt ihr uns gerne folgen. Wir haben einen Social-Media-Kanal. Also wir sind auch auf Social-Media unterwegs. Und zwar findet ihr uns bei Instagram. Ich würde euch das mal kurz zeigen. Und zwar haben wir hier immer aktuell Updates. Ja, der liebe Bruder Omar, der macht dann ab und zu mal so ein schönes Video, wo er so ein bisschen biblische Inhalte teilt. Wir haben hier die neuesten Debatten, die stattfinden. Und folgt uns doch einfach auf Instagram, dass ihr immer wirklich so den neuesten Stand bekommt. Und wir sind auch auf YouTube. Und da finden nicht nur Debatten statt, sondern wir machen auch Straßenumfragen. Der Bruder Omar hat ganz viele Straßenumfragen gemacht. Wir haben Vorträge von Professoren,
ja, die sich wirklich mit der Bibel sehr, sehr gut auskennen. Und wir beschäftigen uns auch mit kritischen Fragen, wie zum Beispiel Widersprüche in den neutestamentlichen Evangelien. Ja, gibt es Widersprüche? Ja, also wir befassen uns wirklich mit kritischen Themen und versuchen, so viel wie möglich aufzuklären. Und ja, wir hatten ja auch letztens wirklich die unglaubliche tolle Debatte zwischen Klaus und Handy. Guckt euch das gerne nochmal an. Ja, wir hatten bereits auch eine Debatte zwischen Marc und Daniel. Es war auch sehr, sehr spannend. Lehrt die Bibel, ob Jesus Gott ist. Guckt euch das an. Und ja, folgt dem YouTube-Kanal, so seid dann auch mal auf den neuesten Stand. Und als nächste Debatte, dafür will ich noch ganz kurz Werbung machen, die Debatte zwischen Roger Libby und Igor. Wir haben einmal einen christlichen Apologeten und einen jüdischen. Beziehungsweise möchte ich jetzt nicht sagen, dass er ein Apologet ist. Er ist ein Rabbiner. Und er und Roger Libby werden über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar wurde Jesus Christus im Alten Testament prophezeit. Ich bekomme sehr oft von Muslimen die Frage, ja, warum glauben denn die Juden nicht, dass Jesus Christus der Messias ist? Wieso glauben sie nicht daran? Und das ist eine gute Frage, das ist eine berechtigte Frage. Und genau um diesen Punkt geht es in dieser Debatte. Wurde Jesus im Alten Testament vorhergesagt oder nicht? Und deswegen würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr alle einschaltet und mit uns dann diese Debatte anguckt. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich bin auch fast durch. Ich weiß, ihr wollt, dass die Debatte startet. Ich muss kurz einmal den Screen stoppen. Und zwar haben wir heute das Thema, ist Mohammed in der Bibel vorhergesagt? Auch das ist ein elementares Thema. Eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Auch wir Christen. Wenn Mohammed in der Bibel vorhergesagt worden ist, müssen wir Christen Mohammed folgen. Andersrum, wenn wir feststellen, dass Mohammed nicht in der Bibel vorhergesagt wird, dann haben wir keinen Grund, Mohammed zu folgen. Es gibt einen sehr wichtigen Vers im Koran. Und ich denke, das ist sehr wichtig, damit wir auch verstehen, warum wir diese Debatte machen, dass wir uns diesen Vers nochmal kurz angucken. Hier steht drin, in Aja 757, ich lese vor, die dem Gesandten, dem schriftkundigen Propheten folgen, den sie sich bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechten. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihn lagen. Diejenigen nun, die an ihn glauben, ihm beistehen, ihm helfen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt worden ist, folgen, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das heißt, wir sehen hier im Koran ganz klar, dass Mohammed in der Alten Schrift, in der Bibel vorhergesagt worden ist. Und darum geht es heute in dieser Debatte. Und wir haben heute zwei wunderbare Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Samra und einmal den Marvin. Und Marvin wird heute die Perspektive des Christentums darlegen und die biblischen Prophetien interpretieren und erörtern. Und so wird Samra heute die Sichtweise aufzeigen und die Argumente und die Vorhersagen von Mohammed in der Bibel präsentieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Beide haben sich lange vorbereitet. Und ja, wir können uns einfach nur darauf freuen. Und wichtig ist, dass wir wirklich zuhören. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, gar nicht so viel im Chat zu schreiben. Hört lieber zu, guckt, was diese beiden Leute zu sagen haben und prüft das Ganze. Und wir haben im Vorfeld Regeln beschlossen. Das bedeutet, dass Marvin sowie Samra Dinge mit uns besprochen haben. Die wurden unterschrieben. Und so wollen wir einfach gewährleisten, dass auch hier durch diese beiden Redner eine Debattenkultur herrscht, die wirklich auch theologisch gesehen sehr professionell und einem schönen Klima stattfindet. Und noch der letzte Punkt. Beide sind auf Social Media unterwegs. Und zwar finden wir Samra bei TikTok. Sein Name ist da Samra Al-Hanafi. Und Marvin ist bei YouTube als Besser Glauben bekannt. Ich würde euch dazu animieren, euch das mal anzugucken, was die beiden für Content machen, dass ihr die beiden Reden auch mal kennenlernt, wisst, was sie machen, was ihre Überzeugungen sind. Und genau, so viel dazu. Also, wir haben jetzt das Wichtigste gesprochen. Ich werde jetzt unsere Gäste reinholen, dann werden wir nochmal die Regeln durchgehen und dann geht die Debatte los. Ich hole jetzt unseren ersten Gast rein, den Marvin. Ja, hi. Hallo. Cool, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Man kann dich wunderbar hören und ja, schön, dass du da bist, Marvin. Wir freuen uns sehr. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen was von dir mitbekommen und wir schätzen deine Arbeit sehr. Und deswegen wirklich im Team von Hakika, danke, dass du hier bist und dass du heute ja, die Seite der Bibel verteidigst und ja, aufzeigst, warum Mohammed aus deiner Sicht nicht in der Bibel vorhergesagt ist. Ich habe einen wichtigen Punkt vergessen, Marvin, da würde ich dich noch mal ganz kurz zur Seite stellen. Liebe Zuschauer, das wollte ich eigentlich machen, bevor ich Marvin reinhole. Ich selbst habe auch eine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass Mohammed vorhergesagt worden ist in der Bibel. Aber das spielt für diese Debatte überhaupt keine Rolle. Ja? Meine Aufgabe ist es, als unparteiischer Moderator diese Debatte zu führen. Und wichtig ist, wie ihr entscheidet, was ihr für eine Meinung habt. Ja? Das wollte ich noch mal ganz kurz mitgeben. So, Marvin, ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Thema heute und ich würde jetzt den Samra reinholen. Hast du vielleicht noch irgendwas auf dem Herzen, was du vielleicht vorher sagen möchtest? Nö, freue ich mich auf jeden Fall jetzt auf die Debatte und auch, dass der Samra jetzt hochkommt. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Dann hole ich einmal den Samra rein. Samra, ich grüße dich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu und hallo und einen schönen Abend an alle. Schönen guten Abend. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Habe ich deinen TikTok-Namen richtig ausgesprochen? Samra El Hanafi, ja. Super, war ich nah dran gewesen. Danke, dass du es nochmal. Ich habe da gerade schon ein bisschen trainiert. Ja, das muss man wirklich trainieren. Arabische Sprache ist keine leichte Sprache, aber sie ist schön, das muss man sagen. Die hört sich wirklich sehr, sehr schön an. Und manchmal denke ich auch, boah, wenn ich Arabisch sprechen könnte, wäre gar nicht so verkehrt, ne? Aber genau, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Gut, ich danke euch beide, dass ihr hier seid. Wir werden jetzt noch mal ganz kurz die Regeln überfliegen bzw. besprechen. Und dann kriegt ihr beide noch mal kurz 2 Minuten Zeit, euren Standpunkt noch mal kurz zusammenzufassen. Und dann werden wir mit der Debatte beginnen. Also, zu den Regeln. Ihr bekommt in der ersten Runde jeder von euch 20 Minuten Zeit, euren Standpunkt zu verteidigen. Das heißt, ihr werdet eine Präsentation einblenden und innerhalb von 20 Minuten aufzeigen, warum ihr der Meinung seid, mit der ihr heute auftretet. Im zweiten Teil habt ihr beide 15 Minuten Zeit. Das heißt, da kann jeder von euch auf die vorherige Präsentation des anderen eingehen. Beim dritten Teil hat jeder von euch 10 Minuten Zeit, wieder auf das Gesagte von dem Gegenüber einzugehen. Dann machen wir eine Pause. Schon mal für die Zuschauer, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht nachher wundert. Samra hat schon im Vorfeld angesagt, dass er heute noch beten möchte. Natürlich respektieren wir das. Das heißt, wir werden nachher eine kurze Pause machen, wo Samra in Ruhe sein Gebet verrichten kann. Und dann werden wir die Debatte fortführen. So, nach der großen Pause kommen wir dann zum vierten Teil, zur Fragerunde vom Chat. Das heißt, ihr bekommt Fragen, 3 Fragen vom Chat. Jeder von euch hat 2 Minuten Zeit, auf die Frage einzugehen und der andere kann wiederum innerhalb von einer Minute auf die Antwort eingehen. Beim fünften Teil kommen wir in das Kreuzverhör. Dort werdet ihr euch innerhalb von 10 Minuten gegenseitig Fragen stellen und im sechsten Teil hat jeder nochmal 5 Minuten Zeit für eine Abschlussrede und da geht es wirklich nur, dass ihr über den Inhalt redet. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Wunderbar, sehr schön. Dann, Marvin, würde ich dich als erstes darum bitten, innerhalb von 2 bis 3 Minuten uns zu erklären, glaubst du, dass Mohammed in der Bibel vorhergesagt ist? Wenn ja, warum glaubst du das? Und wenn nicht, warum glaubst du das nicht? Ja, gerne. Ja, zu der Frage, ob Mohammed in der Bibel prophezeit wurde, kann man eigentlich nur eins sagen. Und zwar ist es ein absolutes, kategorisches Nein, definitiv nicht. Dass die Bibel Mohammed prophezeien würde, ist viel mehr noch als nur an den Haaren herbeigezogen. Kein Muslim wird auch jemals diese Behauptung aufstellen, wenn es nicht explizit so im Koran erwähnt gewesen wäre. Muslime werden also dazu gezwungen, Mohammed in der Bibel zu suchen, weil das laut dem Islam dort stehen muss. Sonst kann der Islam nicht die Wahrheit sein. Daher steht heute für die Muslime auch viel jetzt auf dem Spiel bei dieser Debatte. Es kann tatsächlich kaum eindeutiger sein, dass Mohammed nicht in der Bibel prophezeit worden ist.
damit Muslime irgendwas aus der Bibel rausreißen, sei es nur der ach so kleinste Schnipsel, ist ihnen auch tatsächlich meistens gar nicht zu schade. Das sieht man bei den Stellen, die teilweise erwähnt werden dabei. Selbst vor Schirk haben Muslime hier keine Scheu oft, wenn es darum geht, Mohammed in der Bibel zu suchen. Aber ich bin auf jeden Fall auf die Debatte heute gespannt, freue mich darauf und freue mich auch auf das, was Samrat so zu sagen hat. Genau. Wunderbar. Marvin, vielen, vielen Dank. Samra, jetzt würde ich dich darum bitten, dass du ganz kurz innerhalb von 2 bis 3 Minuten uns sagst, glaubst du, dass Mohammed in der Bibel vorhergesagt wurde? Wenn ja, was ist der Grund dafür? Was, wenn nicht, was ja ist der Grund dafür? Bismillahirrahmanirrahim. Also Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde ganz klar und deutlich in der Bibel erwähnt. Das ist auch der Grund gewesen, warum sehr viele Christen damals nach Medina geflüchtet sind, weil sie dort den erwarteten Propheten halt schon wussten, dass er aus dieser Region stammen wird. Wir haben dafür so historische Belege als auch theologische Belege. Heute werden wir uns aber nur auf die Bibel fokussieren. Das heißt, die historischen Belege oder die christlichen Gelehrten, die danach zu Muslime geworden sind, auf die gehen wir heute nicht ein. Wir bleiben einfach nur bei der Bibel. Ob die Bibel davon spricht, ob überhaupt ein Mann namens Muhammad a.s. in der Bibel vorkommt oder nicht. Und wenn es der Prophet Muhammad a.s. nicht ist, dann muss es ja entweder Jesus oder der Heilige Geist gemeint sein oder einer der Apostel. Gucken wir uns mal an, ob man es beweisen kann, dass der Heilige Geist damit gemeint ist oder der Jesus oder irgendein anderer und ob das wirklich nicht gegen die christliche Lehre spricht, wenn diese Leute damit gemeint sind. Mein Ziel ist es einfach nur, den Menschen zu zeigen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ganz klar und deutlich angekündigt wird. Und ich bete dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eure Herzen für die Wahrheit öffnet. Bi'iznillah. Super, Samra, vielen, vielen Dank. So, wir werden jetzt mit der Debatte starten. Wir brauchen noch mal ganz, ganz kurz Zeit. Und zwar werde ich jetzt kurz die Zeit einstellen. Ihr könnt noch mal ganz kurz einen Schluck zu trinken nehmen. Ich bitte euch während der Debatte, seid wirklich lieb zueinander, respektiert den Gegenüber und dann werden wir heute einen schönen Abend haben. So, dann kleinen Moment, es geht gleich los. So, Marvin, du wirst heute den Start machen. Mhm. Und genau, ich muss gerade die Zeit einstellen. Habe da gerade ganz kurz das Problem, dass ich, jetzt funktioniert's. Wunderbar. So, okay. So, dann haben wir die 20 Minuten. Hey Marvin, du bist denn bereit? Du musst noch die Präsentation einblenden. Mhm, genau. Gut, sag dann Bescheid, wenn es losgeht. Jawohl. So, da sind wir hier bei 5. Wir wollen die 20. Einen Moment. Na, wieso will er denn? Kleinen Moment. Er möchte gerade nicht die 20 hier annehmen. Was haben wir gleich? Auf Zeitspiel. Ja, ja. Nein, ihr kriegt dann beide dieselbe Zeit. So. Okay. In der letzten Minute weniger. Ja, ja, das gibt's ja nicht. Der will gerade mit der Zeit hier nicht wirklich. 3 Minuten ist natürlich zu wenig. Sag mal, einen Moment, kleinen Moment. Ja, wird eine kurze Debatte, ne? Bist du dabei bei 5 Minuten? Bei 5 Minuten? Könnte ein bisschen knapp werden. Bei dir? Ja, bei mir, die sind so schlagfertig, da reicht auch eine Minute. Ah.
könnt ihr nochmal alle schön den Stream teilen und alle Bekannten, die ihr so habt. Da ist er wieder. Du bist gemutet? Mikrofon ist aus. Man hört dich nicht. Immer noch gemutet. Anscheinend hört er uns auch nicht. Okay, ja gut, dann fange ich jetzt einfach an. Gut. Ich freue mich jetzt, diese Debatte führen zu können und möchte nochmal alle Zuschauer begrüßen und auch mich bei Hakika TV und Samra bedanken, dass das jetzt ermöglicht wurde. Ich möchte euch erstmal erzählen, mit welchem Hintergrund die Debatte heute stattfinden wird. Als wir die Besprechung für die Debatte gemacht hatten, hatte Samra als Bedingung an mich gestellt, dass ich keine islamischen Quellen benutzen darf. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Es scheint also als öffentlich akzeptiert, dass die islamischen Quellen nicht zu verteidigen sind. Interessant. Das ist ungefähr genau so, als wollten Roger Libi und Igor Itkin Ende des Monats debattieren, ob Jesus im Alten Testament prophezeit wurde. Itkin darf aber das Neue Testament nicht verwenden. Was für ein Unsinn. Oder noch besser, ein Christ debattiert mit einem Atheisten, ob der christliche Gott existiert. Der Atheist darf sich aber nicht auf die Bibel beziehen. Absolut absurd. Aber egal. Die Bibel reicht absolut dazu aus, die Behauptung, dass Mohammed in der Bibel prophezeit wurde, für das zu offenbaren, was sie ist, und zwar komplett absurd. Also werden wir genau das heute machen. Erlaubt ist es nach Absprache allerdings, dass ich nach Behauptungen von Samra zu islamischen Quellen auf seinen Punkt reagieren darf, dann auch mit islamischen Quellen. Nur von mir selbst aus darf ich keine Punkte damit bringen. Jetzt schauen wir uns aber mal die muslimischen Argumente an und welche Stellen als Prophezeiungen rangezogen werden. Jede der von mir benutzten Stellen im Opening Statement hatte Samra bereits in der Vergangenheit benutzt, also beziehe ich mich genau darauf. Es geht los mit Deuteronomium 18,18. Hier spricht Gott zu Mose: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Hier wird behauptet, dass dieser Prophet Mohammed wäre. Dazu wird eine Liste von Kriterien von Muslimen gegeben, in denen Mohammed Mose ähnlich sein sollte. Allerdings sind diese Kriterien komplett random und haben nichts mit den tatsächlichen Kriterien zu tun, die nämlich im Text selbst beschrieben werden. Vermutlich wird Samra euch gleich eine Liste von Kriterien geben, diese werden allerdings nichts mit dem Text zu tun haben. Welche Kriterien muss der Prophet also erfüllen? Wir lesen drei Verse vorher in 18,15, dass der Prophet explizit was sein muss: Navi mikirbcha me achecha. Also, das bedeutet, ein Prophet aus eurer Mitte, aus euren Brüdern. Sehr wichtig sind hierbei die genauen Wörter, die benutzt werden. Mikir Becha wird in der gesamten Tora einzig und allein immer nur auf Israel bezogen. Es gibt keine einzige Ausnahme. Schaut es nach, allein in Deuteronomium finden wir 10 Stellen nicht ein einziges Mal irgendjemand anderes als Israel. De facto kann es also hier schon mal nicht um Mohammed gehen, weil das Wort erzwingt, dass der Prophet Israelit ist. Das reicht schon komplett aus. Mohammed ist raus hier. Aber ich gebe noch 2 weitere Gründe allein von diesen Wörtern hier. Hier stehen zudem die Wörter Kedef und Ach zusammen. Jedes Mal in der Tora, ohne Ausnahme, wo das der Fall ist, geht es immer nur um die Israeliten. Schaut auch das gerne nach, es ist absolut unmöglich, Mohammed hier gemeint. Dritter Grund ist das Me Achecha. Jedes Mal, wenn Achecha verwendet wird, ist die Gruppe, um die es geht, dieselbe wie die Bezugsgruppe. Wenn es also deine Brüder heißt, also Israels Brüder, dann müssen die Brüder ebenfalls Israeliten sein.
Nicht ein einziges Mal finden wir etwas anderes. Samra wird vielleicht ankommen und meinen, aber die Edomiter werden als Israels Brüder bezeichnet. Wir reden aber hier nicht einfach von Brüder oder Bruder. Es geht hier nicht um Ach oder Achicha oder Achehem oder sonst was in die Richtung. Es geht hier explizit um Achecha mit dem Chav-Suffix. Ganz egal, mit welchem Präfix du ankommst, sei es Me-Achecha, W-Achecha, L-Achecha oder Nu-Achecha, ganz egal, du findest nicht eine Ausnahme. Nenn mir ein Beispiel, wo eine der drei Sachen anders vorkommen und ich konvertiere heute noch zum Islam. Wir machen aber noch ein bisschen weiter, einfach weil es Spaß macht. In Vers 19 wird geschrieben, dass der Prophet in meinem Namen reden wird und der Name wird in Vers 17 eindeutig klargestellt, es ist Yahweh. Allerdings hat Mohammed nie im Namen von Yahweh gesprochen, was ihn direkt hier ausschließt. Ebenfalls wird in 34,10 von Deuteronomium als Kriterium für einen Propheten wie Mose direkt gegeben, dass dieser zu Gott von Angesicht zu Angesicht, Panim el Panim, spricht und das als Muster. Auf Mohammed trifft das aber nicht zu, weil er nie mit Allah von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte. Kommen wir zur nächsten Stelle. In Deuteronomium 33, Vers 2 wird von Mose geschrieben, er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Hier wird jetzt behauptet, dass Sinai für Mose steht, Seir wäre eine Prophezeiung über Jesus und Paran wäre eine Prophezeiung über Mohammed, weil Faran angeblich ein Berg bei Mekka gewesen sein soll. Übrigens stellt sich dann die Frage, über wen Meribat Kadesh sein soll. Ist das ein Prophet in der Zukunft? Wenn ja, dann ist Mohammed ein falscher Prophet, weil er behauptet, der Letzte zu sein. For the sake of argument, ja, lass uns mal sagen, diesen Berg bei Mekka hätte es tatsächlich gegeben. Wenn wir die Bibel für sich selbst sprechen lassen, dann sehen wir explizit, was Paran ist. Ja, es wird Paran ausgesprochen, nicht Faran. Ja, Samra kann anscheinend nicht lesen. Hat er nämlich schon mal gebracht, dass es Faran wäre. Das ist nicht Faran, es ist Paran. Jeder, der Hebräisch lesen kann, weiß sowas. Paran ist explizit auf der Exodus-Route. Es geht also um die verschiedenen Stationen, die verschiedenen Orte, die Israel durchlaufen hatte, nachdem sie aus Ägypten geflohen sind. Es ist also nicht mal eine Prophetie, sondern es bezieht sich auf die Vergangenheit. Nicht nur vom Kontext der verschiedenen Stationen der Exodus-Route wissen wir, dass Paran nicht mal ansatzweise beim Mekka liegen kann. Nein, wir haben sogar den Standort von Paran explizit in der Bibel genannt, und zwar hier. Zudem gibt es auch keinen Bezug, der zwischen Jesus und Seir hergestellt werden könnte. Das ist also einfach nur ein erzwungener Bezug von Muslimen, der nirgendwo in der Bibel existiert. Bei den beiden Karten hier haben wir links einmal abgebildet, wo Paran tatsächlich lag, westlich von Edom, Midian und Moab. Auf der rechten Karte ist Mekka aufgezeigt. Wo liegt Paran jetzt auf der rechten Karte? Genau, hier. Wie wir sehen, ist Paran allein von Medina über 900 Kilometer weit entfernt, von Mekka nochmal deutlich weiter. Wenn das auch nur ansatzweise in der Nähe ist, dann wohne ich nicht in Deutschland, sondern in Italien und Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer auch nicht an die Römer, sondern an mich. Weil Deutschland ja eigentlich Italien ist, laut der Logik von Samra. In Jesaja wird vom Knecht Gottes prophezeit. Muslime beziehen sich dabei auf Jesaja 42. Muslime versuchen in dieser Prophetie Mohammed zu erkennen. Laut Bibel ist das aber weitaus weniger möglich als exakt 0% und das aus vielen Gründen. Erstens, der Knecht soll laut Jesaja 42,6 den verschiedenen Völkern als Bund gegeben werden. Wurde Mohammed den Völkern als Bund gegeben? Nein, natürlich nicht. Die Behauptung, dass der Bund dem Knecht gegeben wurde und nicht der Knecht selbst der Bund ist, ist absolut möglich als Übersetzung für die hebräischen Wörter, die hier benutzt werden. Sollte Samra allen Ernstes etwas anderes behaupten, erkläre ich ihm auch gern die Grammatik hierhinter. Allein hierdurch sehen wir also, dass Mohammed unmöglich gemeint sein kann. Aber weil wir gerade dabei sind, machen wir doch einfach noch ein bisschen weiter. Wie in absolutem Konsens von Gelehrten richtig erkannt wird, ist Jesaja 42, Verse 1 bis 9 Teil der vier Gottesknechtslieder. Die anderen befinden sich in Jesaja 49, Jesaja 50 und Jesaja 52, 13 bis Jesaja 53. Wir müssen also auch in diesen anderen Liedern nach den Kriterien schauen, die dieser Knecht erfüllen muss.
Nach Jesaja 49,3 muss der Knecht ein Jude sein, weil er direkt als Israel von Gott angesprochen wird. War Mohammed ein Jude? Nein, natürlich nicht. In Jesaja 52,13 wird der Knecht als Yarum Venissa beschrieben. Was Worte sind, die Jesaja einzig und allein auf Gott anwendet? Wenn ihr sagen möchtet, dass Mohammed dieser Knecht ist, dann setzt ihr ihn gleich mit Allah und damit willkommen in der Schirk-Zone. Hier sehen wir eins der Beispiele, durch die Samra noch in dieser Debatte zeigen wird, dass er ein Götzendiener ist und Mohammed allein durch Samras Interpretation von Bibelversen zu seinem Gott wird. Nach Jesaja 53,10 muss der Knecht als Schuldopfer sterben. Starb Mohammed als Schuldopfer? Nach Jesaja 53,8 wurde der Knecht wegen Israel mit dem Tod bestraft und das sogar laut Vers 10 von Gott selber. Trifft das auf Mohammed zu? Natürlich passt das alles nicht auf Mohammed. Aber so weit müsstet ihr gehen, wenn ihr wirklich Mohammed hier irgendwo suchen wollt. Überlegt mal, ein Jude, der selbst als Bund gegeben wurde an die Völker, der als Schuldopfer starb und aufgrund der Israeliten mit dem Tode bestraft wurde. Klingt das nach Mohammed oder eher nach Jesus, über den diese ganzen Sachen genauso im Neuen Testament berichtet werden? Viele Muslime versuchen sich jetzt noch auf zwei Orte zu beziehen, die in Jesaja 42 erwähnt werden, Kedar und Sela. Mit Sela soll laut Muslimen ein Berg in Medina gemeint sein und mit Kedar soll dieselbe Gegend gemeint sein. Das Beste ist sowieso Folgendes. Die Erwähnung der Orte gehört gar nicht mehr zu demselben Text. Die Prophetie endet bei Vers 9, aber die Orte werden erst in Vers 11 erwähnt. Aber abgesehen davon ist die Zuordnung der Orte auch komplett falsch. Kedar bezieht sich auf Nordarabien und auch von Sela wird explizit in der Bibel berichtet, dass es in Edom liegt und nicht mal ansatzweise in der Nähe von Medina. Auch auf den Karten hier sehen wir, wo Edom liegt, wo Sela liegt, was eben heute As-Sala in Jordanien ist und wo Kedar war. Alles bezeichnet denselben Bereich und nichts davon hilft im Islam bei einer Lokalisierung eines Propheten in Medina oder Mekka. Auch wird in Jesaja 42 geschrieben, dass der Ort Sela bewohnt ist. Bei der Ortschaft in Jordanien ergibt das Sinn, bei dem Berg in Medina allerdings nicht. Auch wird nirgendwo in dem Text erwähnt, dass aus diesen Orten ein Prophet kommen sollte. Es geht hier darum, dass die gute Nachricht Gottes an verschiedene Länder kommt, die weit entfernt sind. Nach der Logik könnte man Jesaja 49,12 nehmen, wo von Sinim berichtet wird. Nach hebräischen Lexika ist das China. Ist Mohammed jetzt also ein Chinese? Ist es das, was ihr sagen wollt? Es ist dieselbe Logik, also müsstet ihr das Genannte genauso behaupten. Hätte der Koran dann eigentlich auf Chinesisch sein müssen? Die letzte Stelle, auf die ich eingehen möchte, steht in Johannes. Jesus prophezeit hier von dem Parakletos, der nach ihm kommen wird. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Parakletos geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Parakletos wird oft als Tröster oder auch Beistand übersetzt. Aber wer ist damit gemeint? Geht es hier um Mohammed? Wenn wir uns den weiteren Kontext durchlesen, sehen wir, dass das gänzlich unmöglich ist. In Johannes 14,14 ruft Jesus zu Gebeten an sich selber auf, während in Johannes 14,16 Jesus sagt, dass ein anderer, im Griechischen ist das Allos, Parakletos, nach ihm kommen wird. Allos bedeutet von derselben Art. Wenn der Parakletos also von derselben Art ist, dann müsste er ebenfalls anbetungswürdig sein. Hiermit erneut herzlich willkommen in der Schirk-Zone. Der Parakletos wird nach Johannes 16,7 von Jesus gesandt und nach Johannes 14,26 ebenfalls vom Vater. Das klingt ehrlich gesagt sehr nach der Trinität. Wollt ihr jetzt sagen, dass Mohammed Teil der Trinität ist? Außerdem, wie kann Jesus Mohammed senden? Sind Propheten nicht nur von Allah gesandt, aka Gesandte Allahs? Erneut sehen wir, dass diese Auslegung der Bibelverse purer Schirk ist und somit Samra wieder in den Götzendienst verfällt. Aber wer ist jetzt der Parakletos? Nun, die Bibel sagt es uns eindeutig in Johannes 14,26, aber der Parakletos, der Heilige Geist, ja, to pneumato hagion im Griechischen, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es wird also direkt erklärt, dass der Heilige Geist gemeint ist. Schauen wir also, was dabei rauskommt, wenn wir Mohammed mit dem Heiligen Geist identifizieren
und ihn an verschiedenen Stellen einsetzen. Zum Beispiel, in Lukas 1, Vers 35 spricht der Engel Gabriel zu Maria. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Mohammed wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Lukas 1, 41. Und Elisabeth wurde von Mohammed erfüllt und rief laut und sprach. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 steht: Und sie wurden alle erfüllt von Mohammed und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Apostelgeschichte 7, Vers 55 berichtet über Stephanus bei seiner Steinigung. Er aber, voll von Mohammed, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Mohammed und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Mohammeds ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und die letzte Stelle, und das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsstelle, 1. Korinther 12, Vers 3. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch Mohammed. Ich brauche euch, denke ich, nicht zu erklären, dass diese Aussagen kompletter Unsinn sind. Aber genau das ist es, was man glauben müsste, um Mohammed auch nur irgendwo in der Bibel zu finden. Wenn nicht in einer generellen Warnung vor falschen Propheten natürlich. Überlegt euch mal, 1400 Jahre hatten Muslime Zeit gehabt. 1400 Jahre. Und dennoch ist das hier das Beste, das werden wir im Laufe der Debatte noch sehen, das ist tatsächlich das Beste, womit Muslime nach so einer langen Zeit ankommen können. Das zeigt ganz klar, dass von Mohammed nicht ein Hauch, nicht ein kleinstes Flüstern in der Bibel zu finden ist. Nicht mal ansatzweise. Und jetzt möchte ich euch zum Vergleich nochmal eine tatsächliche Prophetie als Beispiel geben, wie sich das anhört. Dafür lese ich euch von Jesaja 52, Vers 13 folgende vor. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das ist übrigens das Yadum Venisa, was nur auf Gott angewandt wird. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Herr Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und beim Reichen, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Trub gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und das ist tatsächlich eine Prophetie. Die muss ich einfach nur vorlesen und es ist klar, um wen es hier geht. Da muss nicht weiter irgendwas kommentiert werden, sondern es ist eindeutig. Und damit beende ich mein Opening Statement. Super, Marvin, vielen, vielen Dank für deinen Teil. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei allen Zuschauern und auch an euch beide entschuldigen, dass das jetzt mit der Zeit gerade nicht hingehauen hatte. Wir hatten da gerade wirklich ein Problem, aber wir haben es hinbekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt keinen negativen Einfluss auf den ganzen Verlauf nimmt. Ja, Marvin, vielen Dank nochmal. Samra, jetzt würde dein Part kommen. Bist du bereit? Sehr schön. Okay, dann würde ich jetzt deine Präsentation einmal einblenden. Und wie abgesprochen, sagst du dann einfach mal weiter und ich klicke dann für dich auf die nächste Folie. Ich sage dann einfach, Chris, bitte weiter. Dann kannst du direkt einfach los. Sag aber nur weiter. Sag nur weiter. Okay, weiter. Genau, perfekt. Okay. So, dann haben wir einmal das. So. Wir warten noch mal kurz auf die Zeit. Ja, wir haben heute wirklich hier irgendwie mit der Zeit. Das ist echt Wahnsinn. Alles gut. Aber es geht gleich los. So, wir wenden gerade, stellen gerade die 20 Minuten ein. So. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Also, ihr habt gerade die ganzen Scheinargumente von Marvin gehört, wie er schon versucht hat, Muhammad alayhi salatu wassalam sozusagen zu disqualifizieren. Aber er hat leider keine Ahnung, was die Bibel überhaupt spricht. Er hat gesagt Salah und Kedar. Erst einmal, Marvin, Kedar ist ein Name. Er gehört zu den Erstgeborenen von Ismael. Kedar ist kein Ort. Ich weiß nicht, warum du ihn als Überschrift genommen hast. Aber khair, inshallah. Das zeigt nochmal deine Unkenntnis von der Bibel. Aber das wissen wir ja schon. Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. So oft wird gesagt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam steht nicht in der Bibel. Und ich habe ganz konkrete Beweise dafür, dass niemand anderes außer Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit diesen Stellen, die ich jetzt gleich erwähne, gemeint sein kann. Kein anderer. Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So einen Anspruch habe ich jetzt hierhin reingeworfen und ich werde auch dahinter stehen und es auch biblisch euch zeigen. Und ihr werdet dann nur sehen, wie Marvin versucht, mit Philosophie aus dieser Sache herauszukommen. Dann spricht er gegen die Bibel, weil die Bibel sagt, dass die Philosophie nichts mit der Lehre von Christus zu tun hat. Fangen wir an. Mein Geliebter ist weiß und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden. Sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind rispenrabenschwarz. Seine Wangen sind wie Balsambeete, darin Gewürzkräuter sprießen. Seine Lippen wie die Lilien, sie tropfen von flüssiger Myrrhe. Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschis besetzt. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt. Seine Schenkel sind wie Marmorsäulen auf Sockeln von Feingold. Seine Gestalt wie der Libanon, erlesen wie Zedern. Sein Mund ist voll Süße. Alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter. Ja, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Hohenlied,
Kapitel 5, Vers 10 bis 16. Im Hebräischen steht dort das Wort, alles ist Wonne an ihm, bedeutet Mohammed. Im steht für die Pluralsform des Respekts, weil es heißt ja auch nicht, Elohim heißt nicht Götter. Das heißt Gott, und im steht für die Majestätsform des Plurals. Das gibt es im Arabischen, gibt es auch im Hebräischen. Die Juden kennen sich damit aus. Die Christen versuchen da irgendwie die Trinität rauszukristallisieren, was aber nicht funktioniert. Gehen wir weiter. Das Wort mein Geliebter, warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil das ein bekannter Name von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Du kannst mir jetzt, ich habe jetzt gerade eine islamische Quelle genannt, du kannst mir ja jemanden zeigen, der in den islamischen Quellen Habibullah sallallahu alaihi wasallam genannt wird. Niemand außer Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Und hier fängt er an mit mein Geliebter und geht auch noch im letzten Teil, sagt er, mein Geliebter, das ist mein Freund, alles ist Wonne an ihm. Und dieses alles ist Wonne an ihm ist nicht, das ist keine Bezeichnung für jemanden. Das heißt, das ist der Name im Hebräischen Muhammedim. Die Hebräer, die das auch rezitieren, sagen auch selber Muhammedim. Hier in der deutschen Übersetzung und in allen anderen Übersetzungen seht ihr niemals, dass dort Muhammedim stehen wird. Warum? Sie haben den Namen übersetzt. Er hat auch gerade gesagt, dass im Koran nicht Yahweh ist. Also er hat nicht im Namen von Yahweh gesprochen. Im Neuen Testament steht auch nicht Yahweh. Aber ihr habt die Übersetzung von Yahweh. Das heißt, der Name Gottes steht nicht einmal im Neuen Testament, sondern da steht nur die Übersetzung, Bedeutung von Yahweh. Das heißt, du selbst darfst dann das Neue Testament auch nicht annehmen, weil dort steht nicht Yahweh, da steht nur die Bedeutung. Und wenn du sagst, die Bedeutung reicht, dann musst du auch sagen, dass diese Bedeutung reicht für Sayyidina Muhammad a.s. Unten ist angegeben, das Original Hebräische und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alle gerne noch angucken. Weiter bitte, Chris. Fangen wir an. Jesaja 42, Vers 9 bis 11. Es geht um ein Lied. Welches Lied? Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde, bis brause das Meer und seine Fülle. Die Inseln und ihre Bewohner, die Stimme sollen erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt. Der hat so getan, als wenn Kedar sowas wie Deutschland und Türkei wäre. Kedar ist ein Name und wir erfahren gleich, wer Kedar ist. Er kommt nämlich nicht vom Ben Israel, er kommt nicht vom Hause Israel, er kommt vom Hause von Ismael. Das heißt, er ist ein Araber. Hier geht es um Kedar. Die Dörfer, die Kedar bewohnt. Und wir gehen gleich darauf ein, woher Kedar kommt. Und die Juden sollen die Bewohner von Zella jauchzen vom Gipfel der Berge her. Was bedeutet das? Sie werden sich freuen am Berg von Zella. Das ist ein Berg und er sagt, nein, das ist eine Ortschaft, das ist ein Berg. Worüber handelt diese Prophezeiung? Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem besten Freund Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an nach Medina ausgewandert ist. Was haben sie gemacht? Da haben sie gesungen. Da haben sie gesungen, vor Freude, dass der Prophet Muhammad a.s. gekommen ist. Nicht nur diejenigen, die dem Propheten Muhammad a.s. gefolgt sind, sondern die Juden haben dort dem Propheten a.s. willkommen geheißen. O du Gesandter, du bist endlich gekommen, du erwähnter Gesandter. Das waren die Juden. Und der Prophet Muhammad a.s. Hat mit den Juden zusammen debattiert, ob Jesus der Messias ist oder nicht. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dafür gesorgt, dass die Juden an Jesus glauben. Und deswegen sind sie Muslime geworden. Weil es ist Pflicht daran zu glauben, dass Jesus der Messias ist. Anderes Thema. In 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 11 bis 16 heißt es, dies ist das Geschlecht Ismaels. Lass jetzt komplett Israel beiseite. Deine ganzen Propheten kannst du beiseite legen. Hier geht es um Muhammad alaihi wasallam. Und du hast keinen Propheten, der von Ismael abstammt. Deswegen musst du jetzt nach meinen Maßgebungen eingehen. Weil du hast keinen Propheten, der von den Söhnen von Ismaels. Nicht mal einen einzigen. Gehen wir weiter darauf ein. Dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams, dem ihm Hagar gebar. Abraham hatte drei Frauen, Sarah, Keturah und Hagar. Von Sarah kommen die Propheten von Israel und Hagar, von da kommen die Araber. Und der Prophet Muhammad a.s. kommt von ihnen. Deswegen heißt es später, was ich dir gleich vorlese, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, wie Moses ist, erwecken aus ihren Brüdern. Du hast gerade mein Argument bestärkt. Du hast gesagt, hier bezieht es sich immer auf das Volk von Israel. Richtig. Gott sagt zu dem Volke Israel, aus euren Brüdern wird ein Prophet wie Mose kommen. Aus euren Brüdern. Wer sind denn die Brüder? Die Araber. Sarah, Keturah und Hagar sind die Frauen von Abraham. Hagar ist die Frau von Ibrahim a.s., von Abraham. Und sein Sohn ist Ismael. Die Söhne von Ismael sind doch verwandt mit den Söhnen von Isaak. Das sind doch Brüder. Und hier heißt es, von euren Brüdern wird es kommen. Und es kann nicht aus dem Hause Israel abstammen, weil es heißt, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose.
Keiner aus Israel kann so sein wie Mose. Die erretten sich jetzt mit der Aussage, das ist die Vergangenheitsform. Kam denn in dieser Zeit noch ein Prophet? Kam in dieser Zeit noch ein Prophet? Nein. Später kam danach noch ein Prophet. Subhanallah. Und dann sagt er, er kann damit nicht gemeint sein, weil er hat nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Sure 17, Vers 1. War nicht der Prophet Muhammad a.s. am Isra wal-Miraj? Beschäftige dich mit der islamischen Geschichte. Ich sage dir, du versuchst den Propheten a.s. anzugreifen, dabei kennst du die Geschichten nicht. Was ist denn mit der Himmelsfahrt? Da hat der Prophet Muhammad a.s. mit Nurullah gesprochen. Mit Nurullah. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat so wie Musa a.s. direkt zu Allah tabaraka wa ta'ala gesprochen. Direkt. Allahu Akbar. Das ist Sayyidina Muhammad a.s. Machen wir weiter. Dann spricht man hier von einem Segen. Was für ein Segen. Lasst Israel beiseite. Wir reden hier nur über die Abstammung von Ismael, über die Araber. Lasst komplett Israel beiseite. Hier steht, 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 1 bis 4. Dies ist der Segen, damit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tode segnete. Und er sprach, der Herr ist von Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist ihnen hervorgebrochen vom Gebirge Paran sage ich, weil das ist die Form davon bei uns. Wir sagen Paran. Und ist gekommen mit 4000 Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Wie hat er die Leute so lieb? Alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Mose hat uns das geboten. Das Erbe der Gemeinde Jakobs. Gemeinde Jakobs, merkt ihr das? Wer ist denn derjenige, der Jakobs Gemeinde erben wird? Guck dir das jetzt mal an. Willst du jetzt sagen, Jesus ist nicht für alle gekommen. Jesus sagt, ich bin nur gekommen, um die verlorenen Schafe zu Israel. Für Israel. Aber ist denn dieser Prophet so wie Mose nur für Israel oder für die ganzen Welten? Gucken wir uns das an. Machen wir weiter. In Haggai 2,6 heißt es, denn so spricht der Herr, der Herrscharen, noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte ist auf Arabisch Ahmed und im Hebräischen Chmed. Heißt es, alle Heidenvölker wird kommen. Das heißt, der Ahmed aller Völker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Welches Haus? Kaaba. Die Kaaba wird erfüllt. Der schwarze Würfel, den ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt, bei irgendeinem. Der schwarze Stein in Mekka, in Kaaba. Die Kaaba ist das. Die heilige Moschee. Und es heißt, aufgepasst, es heißt, spricht der Herr der Herrscharen, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Das heißt, hier spricht man von einer Heiligung eines Ortes, was größer sein wird als das zu vorherige. Was war denn das vorherige? Palästina. Und wer ist hiermit gemeint? Das, was du gerade als Ort definiert hast. Nicht diesen Ort, Kedar als Ort nehmen. Kedar ist die Abstammung von Ismael, was wir auch gleich zeigen werden. Denn es heißt, in 1. Buch Mose 25, Vers 11 bis 16, hier wird es aufgelistet, dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams. Passt auf, die Magd Sarahs aus Ägypten und das sind die Kinder Ismaels, davon ihre Geschlechter genannt sind, der erstgeborene Sohn Ismael, Nebajot, Kedar, das ist kein Ort, das ist ein Name. Du hast gerade so getan, als wenn das ein Ort wäre, du kennst deine Bibel nicht. Kedar ist ein Name, er gehört zu den Erstgeborenen von Ismael. Und wohin ist Ismael mit Hajar hingegangen? Natürlich nach Arabien. Und dann rettet ihr euch aber, die Frau war Ägypterin. Was sind denn Ägypter? Sind das Türken? Es sind Araber. Subhanallah. Dann heißt es, 12 Fürsten über ihre Leute. Bitte gebe mir, ich werde das dir auch am Ende zeigen, bitte gebe mir 12 Führer aus dem Stamme von Ismael, die überhaupt beim Christentum eine Autorität besitzen. Nur einen einzigen. Nur einen. Mehr verlange ich nicht. Hier steht 12 Fürsten und hier steht, das ist das Geschlecht von Abrahams und die Seite von Ismael. Ismaels Seite spielt für euch gar keine Rolle. Subhanallah. Weiter bitte. Entschuldigung. Erstmal noch ein Punkt. Genau. Jesaja 29, 12. Und wenn man das Buch einem Mann gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies es mir vor, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Eine Prophezeiung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn es steht auch geschrieben, wie Christus ganz am Anfang gezeigt hat, die Schrift wird einem Mann gegeben, ne, der schriftunkundig ist. Er kann nicht lesen und er kann nicht schreiben. Kann er nicht. Hier steht es drin und genau das
hat gerade, also das, was hier gerade steht in Jesaja, Kapitel 29, Vers 12, hat gerade Christ ganz am Anfang vorgelesen. Allahu Akbar. Sure 7, Vers 157. Allahu Akbar. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Schriftunkundig heißt es. Und hier heißt es, er kann nicht mal lesen. Subhanallah. Bitte einmal weiter. Erste Buch Moses, Genesis 17, 20. Auch deine Bitte für Ismaels. Lass Israel beiseite, Marvin. Wir reden hier über Ismael. Bitte gebe mir gleich bei deiner Antwort Ismael. Ich will nicht einmal Isaak hören. Nicht einmal ein Haus vom Israel. Bleib bei den Arabern. Wir reden hier über die Araber. Aus der Bibel zeige ich dir gerade die Araber. Bitte gib mir irgendwelche Autoritäten von den Arabern. Nicht von Beni Israel. Hier heißt es, auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und ihm zahlreiche Nachkommen schenken. Ich mache ihn zum Vater eines großen Volkes von 12 Stämmen. Wo sind die 12 Stämme bei euch? Wer ist bei euch eine Autorität? Von den Arabern, von den Söhnen von Ismael. Gebe mir Arabern. Ich möchte von Marvin bitte einen arabischen Namen haben. Ich möchte von dir irgendjemanden haben, der das bewirkt hat. Der die Gemeinde Jakobs bekommen hat. Habakkuk 3,3. Gott kommt von Teman her. Der heilige Gott kommt von Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Das ist auch ein Beispiel für Hira. Hira ist der Berg, also Nur, also Licht. Der Lichtberg wird es auch genannt. Wo Jibril a.s. dem Propheten Muhammad a.s. erschienen ist. Machen wir weiter. In einem Hadith Qudsi bei unseren Quellen steht, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah sagt, ich habe dich, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aus meinem Nur, also seinem Licht, und alle anderen Geschöpfe aus deinem Nur erschaffen. Allahu Akbar. Dann heißt es in Sure 9, Vers 128, mein Lieblingsvers, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr im Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch, bestrebt zu den Gläubigen, gnadevoll und barmherzig. Gucken wir jetzt uns die Psalmen 45, Vers 3 bis 8 an. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich herrlich. Es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh ein Heer für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Gott, dein Thron bleibt für immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechter Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest... Ich sehe mein Bild nicht. Genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Boah, warum habt ihr das weggemacht? Das Zepter seines Reiches, ein gerechter Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Hier wird davon gesprochen, Gott hat dich gesegnet für ewig. Schickst du Segnungen auf Jesus? Nein, du betest ihn an. Für dich ist das Gott. Hier heißt es aber, Gott hat dich gesegnet für ewig. Was machen die Muslime im Gebet? Alle Muslime sprechen während und nach dem Gebet die Segenswünsche über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und bei jeder Nennung des Namens Muhammad spricht man die Lobpreisung sallallahu alaihi wa sallam. Genau das, was Gott über diesen Menschen sagt, erfüllt sich bei dem Propheten Muhammad alaihi wa sallam. Weil Jesus wird von euch nicht sozusagen, ihr betet nicht für ihn. Ihr betet ihn an, ihr betet nicht für ihn. Ihr seht Jesus als Gott. Ihr betet nicht für ihn. Nicht für, aufgepasst, nicht für ihn. Ihr betet direkt zu ihm. Das wiederhole ich jetzt noch einmal, damit du es nochmal verstehst und den nächsten Punkt verstehst. Bitte weiter. Chris, ihr betet Jesus an, ihr betet nicht für ihn. Und jetzt passt auf. Psalmen 72, Vers 8 bis 17. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Denn er wird in den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen, den Armen wird er helfen. Er wird ihre Seele aus dem Trug und Frevel erlösen und ihr Blut ist wertgeachtet vor ihm. Er soll leben und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Man soll für ihn beten, nicht anbeten, Marvin. Lies richtig, für ihn beten. Für wen beten wir? Für Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sagen, ja Allah, gebe Muhammad alaihi salatu wasalam Frieden und segne ihn. Immer wieder, jedes Mal, fünfmal am Tag machen wir das. Wir grüßen sogar den Propheten Muhammad alaihi salatu wasalam in unseren Gebeten. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dann heißt es,
Das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, und er heißt Wunder, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedensfürst. Die sagen, damit ist Jesus gemeint. Ist Jesus der Vater? Nein, Jesus ist der Sohn. Hier heißt es aber, dass er eine Rolle als Vater spielen wird. Was sind die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Mütter der Gläubigen? Und was ist der Prophet Muhammad alaihi salatu wa sallam? Er ist der Prophet, er ist der Imam und er ist auch eine Vaterfigur. Aber er ist mehr als der Vater. Er ist Nabiullah, er ist Habibullah, er ist unser Vorbild, er ist alles für uns. Alhamdulillah. Allah und danach kommt sein Gesandter. Denn es heißt, dass dieser Mensch gegen die Wüsten rebellieren wird, gegen die Heiden rebellieren wird. Und alles Weitere. Wer hat so agiert? Moses hat so agiert. Moses hat gegen Schirk gekämpft. Gegen Gottes Beigesellung. Die Menschen haben die Kuh angebetet und so weiter und so fort. Die haben an mehrere Götter geglaubt. Jesus hat nicht Götzendienst bekämpft. Selbst die Lehre von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seine Da'wah, seine Predigt, seine Aufgabe, die er hier hatte, gleicht Musa alaihi salam, gleicht Moses. Er hat Götzendienst bekämpft. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Götzendienst bekämpft. Hat Jesus Götzendienst bekämpft? Nein, hat er gar nicht. Du beanspruchst sogar, dass man Jesus anbeten soll. Du hast aus Jesus eine Götze gemacht. Dabei heißt es hier, dass der die Heiden bekämpfen wird und dass sie Staub lecken werden. Wo hat Jesus Kriege geführt? Wo hat Jesus überhaupt die Führung bekommen? Moses hatte aber die Führung. Bitte weiter. Hier sehen wir noch einen Vergleich, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist und wie Musa alaihi salam ist und wie Jesus ist. Sie werden genau auf die gleiche Art und Weise gezeigt. Okay? Sie werden hier gerade verknüpft. Gucken wir uns an. Die Juden wollten Jesus töten. Wurde er von seinem Volk akzeptiert? Nein, Jesus wurde nicht akzeptiert. Wurde Moses von seinem Volk akzeptiert? Wurde er. Wurde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von seinem Volk akzeptiert? Wurde er. Haben beide Kriege geführt? Haben sie. Haben sie beide gegen Götzendienst gehandelt? Haben sie. Beide. Hat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Bedingung erfüllt? Die Bedingung erfüllt, dass die Juden sich für ihn freuen werden. Sura al-Baqarah, Vers 89. Könnt ihr alle nachgucken. Sura 2, Vers 89. Die Juden haben schon den Götzen, die dann gesagt, wartet ab, wenn der Prophet kommen wird. Historische Beweise zeigen das genauso. In dieser Liste könnt ihr sehen, wer Moses wirklich gleicht. Und ich frage Marvin eine Frage. Worin gleicht denn Moses Jesus oder Jesus Moses? Jesus hat doch angeblich Moses erschaffen. Seit wann ist Gott wie seine Erschaffung? Jetzt sagst du, ja, er hat Knechtform angenommen. Okay, aber Jesus war doch ohne Sünde, Marvin. War Moses ohne Sünde? Nein. Wenn du sagst, er ist im Menschen so wie Mose, ist er auch nicht. Moses hat Kriege geführt. Hat Jesus Kriege geführt? Nein. Mose hatte eine normale Geburt. Hatte Jesus eine normale Geburt? Nein. Mose hatte die Führungsposition. Hatte Jesus die Führungsposition? Nein. Moses hat Götzendienst bekämpft. Hat Jesus Götzendienst bekämpft? Nein. Moses hat alles erfüllt, was mit La ilaha illallah zu tun hat. Mit es gibt keinen Gott außer Allah. Okay? Und Jesus genauso. Er sagte in Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, den einzig wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Bitte nenne mir die Gemeinsamkeit zwischen Moses und Jesus in der Lehre. Nur eine Sache, bitte. So, Samra, vielen, vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Sehr schön. Ja, wir sind jetzt mit der ersten Runde vorüber. Ich hoffe, ihr konntet jetzt euren Standpunkt gut erklären. Erstmal in den Chat. Wir haben 903 Zuschauer. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Menge. Wir bitten euch, wenn euch das gefällt, ich meine, wir haben jetzt hier gerade die Möglichkeit, zwischen Marvin und Samra eine gute Debatte zu sehen. Liked das Ganze, teilt diesen Stream, dass viele Leute das sehen, dass sich das verbreitet. Und wir bitten euch nochmal, also ich habe gerade mal kurz im Chat reingeguckt, es sieht besser aus als sonst, aber es gibt immer noch Leute, die haben es nicht ganz verstanden. Hört bitte auf zu beleidigen, wirklich. Seid ein Vorbild. Von christlicher Seite, auch von muslimischer Seite. Ich sehe von beiden Seiten Leute beleidigen. Das ist echt nicht schön. Lasst uns doch schön zuhören, wie wir zwei Redner haben, die sich vorbereitet haben und einfach das aufnehmen, was die sagen und drüber nachdenken, anstatt sich im Chat zu beleidigen. Das ist wirklich nicht schön. Gut, Jungs, wir gehen jetzt in die zweite Runde. Das bedeutet, Marvin, du hast jetzt 15 Minuten Zeit, um auf das Gesagte von Samra einzugehen. Ja, ja. Gerne. Wunderbar. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gespannt. Das war wirklich schon mal eine spannende erste Runde. Und ich werde jetzt die Zeit einblenden. Kannst du noch mal meine Präsentation einblenden? Aber selbstverständlich.
Perfekt. So, haben wir das schon mal. Gut. Ja, gut. Hat mich gefreut, dir zuzuhören. Fangen wir erstmal an mit Hohelied 5, Vers 16. Schau. Also, erstmal. Du hast einen Text eingeblendet, angeblich eine Transliteration des Hebräischen. Das ist kompletter Nonsens, was du geschrieben hast. Das ist kein Hebräisch, das ist höchstens Gibberish. Du hast geschrieben, und ich zitiere, Hikomametakim, Kikolo, Mohammedim, Septudi, Vese, Ra, Henute, Varushalam. Jetzt zitiere ich es dir tatsächlich auf Hebräisch. Hikomametakim, Vecholo, Machmadim, Zedudi, Vesere, Ibenot, Jerusalem. Jetzt hören wir uns drei jüdische Rabbis an, weil du meinst, die sagen Mohammedim. Okay, also das ist erstmal schon mal keine Ahnung davon, wie man das ausspricht oder schreibt. Das ist erst schon mal klar. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt ein bisschen genauer an. Gut, also, was hier vorgebracht wird, ist wirklich einfach nur verzweifelt. Dass es überhaupt in der Debatte erwähnt wird, ist bereits der beste Zeuge dafür, wie sehr Mohammed nirgendwo in der Bibel prophezeit wird. Als allererstes wird für das Argument das eigentliche Wort falsch ausgesprochen, damit es mehr wie Mohammed klingen soll. Das Wort hier ist Mahmadim und nicht Mohammedim. Hier seht ihr das hebräische Wort und rechts daneben, wie es aussehen müsste, wenn es Mohammedim wäre. Es sind nicht mal die richtigen Buchstaben dafür. Ja? Dafür müsste nämlich ein Waf da stehen nach dem Mem, was da nicht steht. Mohammedim ist einfach nur nicht hebräisch. Es gibt keine Verbform, wo Mohammedim gebildet werden könnte. Kein Piel, kein Nifal, kein Hitbael, gar nichts. Auch kein Substantiv in irgendeiner Form. Es existiert einfach nicht. Mohammedim ist einfach kein Hebräisch. Mahmadim auf der anderen Seite, was hier als Superlativ von begehrenswert verwendet wird, wird hier einfach nur von Salomos Frau verwendet, um zu beschreiben, wie heiß sie ihren sexy Ehemann findet. Gehen wir also mal mit und nehmen an, dass Salomos Ehefrau von Mohammed schwärmt, der erst über 1000 Jahre später geboren wird. Wenn wir das annehmen wollen, dann müssen wir schauen, an welchen anderen Stellen dasselbe Wort ebenfalls benutzt wird und schauen, was noch so über Mohammed prophezeit wurde. Wurde Mohammed vielleicht vom Feuer zerstört nach 2. Chronik 36, 19? Oder wurde Mohammed von Gott in der Gebärmutter getötet? Wurde Mohammed vielleicht zusammen mit dem Jerusalemer Tempel verbrannt? Oder war Mohammed die Ehefrau vom Propheten Hesekiel? Nach Hesekiel 24, 16. Es ist hier überall derselbe Begriff. Wenn wir also konsistent sein wollen, dann müssen wir diese Stellen auf Mohammed interpretieren. Demnach müsste Mohammed also eine zeitreisende Transfrau sein, die mit dem Propheten Hesekiel verheiratet ist. Wenn du das akzeptieren möchtest, dann wüsste ich nicht, warum du eigentlich noch Muslim bist. Was du gerade machst, nennt man auf Deutsch auch Missbrauch einer Quelle. Aber wir können auch gerne weitergehen, und zwar außerhalb der Bibel. Der ugaritische Baal-Zyklus ist aus dem 13. Jahrhundert vor Christus und somit Jahrhunderte älter als das Hohelied. Das Wort Mahmadim kommt sogar aus dem Ugaritischen. Okay, im Baal-Zyklus wird dasselbe Wort hier wieder verwendet. Nach diesem Text soll Mohammed zu Baal gehen. Wer ist Baal? Baal ist einer der toten Götzen, vor denen Gott im Alten Testament durchgehend warnt und als falschen Gott exposed. Mohammed wird also durch diesen Text laut Samra exposed, wie er Götzendienst betreibt und zu der Götze Baal geht. Aber den wichtigsten Punkt sage ich euch jetzt. Was ist, wenn ich euch sage, dass Samra namentlich in der Bibel prophezeit wurde? Okay, schauen wir uns das an. Ja, tatsächlich. Samra in der Bibel. In Psalm 119, Vers 120 steht da Samech Memresh, also exakt die Buchstaben, wie Samra geschrieben werden würde im Hebräischen. Samra, Mipachtecha, Vesari. Umimishpatecha Yareti. Samra, mein Fleisch ist voller Angst vor dir und vor deinen Urteilen fürchte ich mich. Aber die Prophetie endet hier noch nicht. Nein, denn wir müssen noch einen weiteren Text ranziehen, um diese Prophetie wirklich vollständig zu verstehen. Lukas 12, 4-5.
Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Wir sollen also einzig und allein Gott fürchten. Also darf ich präsentieren, laut Samra ist Samra Allah. Okay. So, du kannst die Präsentation ausblenden. Ich würde dann jetzt so ohne weitermachen. Gut, also du hast erstmal gemeint, Kedar sei kein Ort. Es geht hier um das Gebiet der Kedariter. Ja, es geht um das Gebiet Kedar dann. Wenn man zum Beispiel vom Gebiet Moab spricht, dann geht es um die Moabiter, die auf Moab zurückgehen. Also ist es genauso, wie ich es gesagt hatte. Dann zum Pluralsrespekt. Erstmal, im Hebräischen gibt es sowas wie ein Pluralsrespekt bei Namen gar nicht. Elohim ist kein Name, Adonai ist kein Name. Ja, das sind Titel. Und du willst mir jetzt behaupten, dass bei keiner einzigen anderen Person im Hebräischen, nicht Moses, nicht Abraham, nicht Josua, kein niemand, nicht mal Jesaja oder was weiß ich für ein Prophet, niemand hat das, dass das im Plural steht, aber das willst du jetzt auf Mohammed anwenden. Und zudem ist der Fall, nicht mal der Name von Gott selber, Yahweh, ist im Plural. Also respektierst du Mohammed mehr als Gott selbst. Das ist schon mal interessant und das zeigt wieder, dass du hier Götzendienst betreibst, weil sonst wäre es nicht Yahweh, sondern Yahwen. Gut, mein Geliebter, sagst du, wäre Habibullah, ja, also quasi Dodi. Dodi beziehst du dich drauf. Nein, das heißt nicht Habibullah, weil es ja nicht um Allah geht, der spricht, sondern die Ehefrau von Salomo. Also hat das nichts mit Habibullah zu tun. Genau. Dann hast du gemeint, dass Yahweh ja nicht im Neuen Testament steht. Nun, es ist aber der Fall, dass Jesus tatsächlich im Gegensatz zu Mohammed im Namen von Yahweh gesprochen hat, weil er hat durchgehend Stellen aus dem Alten Testament zitiert, wo Yahweh drinsteht. Allein schon in Matthäus 4, wo er in der Versuchung ist in der Wüste, zitiert er dreimal aus Deuteronomium. Jedes Mal steht da Yahweh drin, was du bei Mohammed nicht hast. So, dann hast du gesagt, ja, Sela ist ein Berg. Das steht hier nicht. Hier steht zwar, dass mit den Felsen danach, das liegt aber daran, weil Sela bzw. As-Sala in Jordanien eine Felsenstadt ist. Ja, aber es steht explizit an verschiedenen Stellen, die habe ich auch in meiner Präsentation aufgezeigt, dass es in Edom ist. Zeig mir bitte eine Quelle, wo Edom in Saudi-Arabien ist. Du findest nicht eine einzige. Dann hast du gesagt, die Brüder wären Ismaeliten. Nein, wären sie nicht. Erstmal, die Brüder von Israel wären dann die Edomiter, wenn du das nach der Logik machen würdest, ja, also quasi die von Esau abstammen, aber nicht die von Ismael abstammen. Das ist nämlich der Onkel gewesen von Israel. Und abgesehen davon habe ich dir bereits gezeigt, Mikir Becha, ja, dann die Geschichte mit Achecha und die Geschichte mit Kedef und Ach, worauf du kein einziges Mal natürlich eingegangen bist. Das ist jetzt auch nicht dein Rebuttal gewesen, ganz klar. Aber man kann darauf nicht antworten, ist der Unterschied. Und der Punkt ist, du kannst nicht sagen, dass es die Brüder sind, weil hier ganz klar im Text beschrieben wird, dass es von den Israeliten sein muss. Und das ist der Unterschied. Deuteronomium 34, Vers 10, hast du gesagt, steht da, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Moses. Das ist nicht, was wir in den Texten lesen. Das ist nicht im samaritischen Pentateuch, das ist nicht im masoretischen Text und das ist auch nicht in der Septuaginta. Sondern da wird zum Beispiel in der Septuaginta steht, Uk Edi. Ja, noch nicht. Und genau die gleichen Wörter finden wir in den hebräischen Versionen auch. Von daher, das ist nicht richtig. Du hast gesagt, dass Mohammed Allah gesehen hätte. Da wollen wir uns kurz dann eine Stelle in Bukhari zu durchlesen. Ja, beziehungsweise auf jeden Fall den Anfang. Und zwar, da berichtet nämlich Masruk und er sagte, ich sagte zu Aisha, O Mutter, hat der Prophet Mohammed seinen Herrn gesehen? Aisha sagte, was du gesagt hast, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Wisse, dass jemand, der dir eines der drei folgenden Dinge erzählt, ein Lügner ist. Wer immer dir sagt, dass Mohammed seinen Herrn gesehen hat, ist ein Lügner. Dann zitiert sie eben ein paar Ayat und dann eben noch die anderen zwei Sachen, die sie erwähnt.
So, dann hast du gesagt, in Haggai 2,7 steht Ahmed. Nein, da steht nicht Ahmed, sondern da steht Chemdat, was übrigens feminin ist. Demnach müsste Mohammed, wenn du das hierauf beziehst, also eine Frau sein. Das ist schon mal sehr interessant. Und dann noch zu Haggai 2,7, wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Öffne ich mal. Gut, also erstmal ist der Fall, dass hier explizit steht in 2,7, dass Mohammed nach dem Sinne zum Jerusalemer Tempel gekommen sein müsste. Was aber nicht sein kann, weil er 70 nach Christus zerstört wurde. Ja, und auch zur Zeit von Mohammed wurde auch die Al-Aqsa-Moschee noch nicht aufgebaut oder sonst was in die Richtung. Das heißt, es kann per Definition nicht der Fall sein. So, dann hast du als nächstes gesagt, Deuteronomium 33. Erstmal schon interessant, dass du mir Meribat Kadesh übersprungen hast in deinem Zitieren von dem Vers. Das hast du einfach mal ausgeblendet, weil es dir nicht gepasst hat. Und ja, auf das, was ich quasi schon in meinem Opening Statement gesagt hatte, das würde ich jetzt einfach nur nochmal wiederholen, weil du darauf nicht eine Antwort hattest. Natürlich wieder, Rebuttal kommt noch, aber von daher brauche ich das nicht nochmal wiederholen. Dann hast du mir eine Challenge gegeben zu den 12 Fürsten, dass ich dir sagen soll, wer das wäre. Gar kein Problem. Ich lese dir vor aus Genesis 25, Vers 16. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Gehöften und Zeltdörfern. 12 Fürsten nach ihren Stämmen. Und das ist das Alter Ismaels, 137 Jahre. Und der verschied und starb. Blablabla. Bla, bla. Und die 12 Fürsten, die werden direkt davor erwähnt. Also ab Vers 13. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Sohn Ismaels, Nebajot, dann Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Temar, Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels. Und direkt wird hier gesagt, das sind die 12 Fürsten. Ja, dann zu Jesaja 29. Da wollen wir ein bisschen den Kontext erstmal lesen, damit du auch mal verstehst, worum es hier geht, weil du den Text sicherlich nie gelesen hattest. Und zwar Jesaja 29, ab Vers 9. Stutzt und staunt, seid verblendet und erblindet, sie sind betrunken, doch nicht vom Wein, sie taumeln doch nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen, ja verschlossen hat er eure Augen, die Propheten und eure Häupter, die Seher hat er verhüllt. Und jedes Gesicht ist für euch geworden, wie die Worte einer versiegelten Buchrolle. Also es geht um euch, die Israeliten. Okay, die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Also wir haben schon mal eine andere Person, die da vorher noch erwähnt wird, nach deiner Logik. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk, es wird wieder bezogen auf dieses Volk, die Israeliten geht es den ganzen Text rum, mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelehrtes Menschengebot ist. Darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. Also es geht hier darum, dass Israel blind ist. Und sie suchen nach Ausreden, und das sind die zwei Punkte, um die es hier geht, mit entweder versiegelt oder ich kann nicht lesen. Sie suchen nach Ausreden, damit sie dem Ganzen nicht folgen müssen. Darum geht es. Also wenn du sagen würdest, es bezieht sich auf Mohammed, dann ist er gottlos nach diesem Text. Und abgesehen davon würde man damit doch meinen, dass der Vers davor, also quasi dem, das gegeben wird, lesen kann, aber wo das versiegelt ist, das müsste nach deiner Logik auch ein Prophet sein, der ist aber anscheinend noch nicht gekommen. Somit liegt er in der Zukunft und somit ist Mohammed ein falscher Prophet. Ja, dann hast du gesagt, Genesis 17, Vers 20. Und du hattest gesagt, auch deine Bitte zu Ishmael will ich erhören. Ja, wie will er das erhören? Genau, indem er ihm eine große Nachkommenschaft schenkt und zum Beispiel mit diesen 12 Fürsten. Denn jetzt ist der Punkt, Gott sagt explizit zu Abrahams Bitte von Vers 18, noch in Vers 19, bevor der Vers 20 kommt, nein,
Nein, sondern, also er hat einen anderen Plan. Ich will das Isaak geben. Ja, ich will zwar deine Bitte erhöhen und ich will ihn zu einem großen Volk machen, aber was du gesagt hattest, ich habe einen viel besseren Plan. Aval, nein, sondern, das ist, was er sagt. Und dann hast du noch die Geschichte gesagt mit Habakuk 3,3 und Teman. Schauen wir uns auch noch kurz an, was darin steht. Und zwar Habakuk 3, Vers 3. Hier wird von Teman eben geredet und nicht von Thema. Ja? Thema ist in Arabien, aber Teman liegt in Edom. Das ist ein komplett anderer Ort. Ja? Von daher ist das überhaupt nichts in die Richtung, was du überhaupt sagen möchtest. Und Habakuk 3, Verse 2 bis 8, spricht konsequent in Parallelismen, also erzählt dasselbe zweimal hintereinander mit anderen Worten und somit wäre Mohammed Gott aus Vers 3. Somit begehst du wieder deinen altbekannten alten Götzendienst und damit ist meine Runde jetzt erstmal vorbei. Auf die letzten anderen Punkte werde ich in dem nächsten Rebuttal eingehen. Marvin, vielen Dank. Du hast um 30 Sekunden überzogen. Samra, die würde ich dir jetzt mit dazugeben, dass das natürlich dann auch fair von der Zeit ist. Marvin, danke schön für deinen Part. Wir haben 953 Zuschauer. Leute, wir bitten euch, gebt alle uns einen schönen Like, teilt das Ganze. Wir wollen gerne die 1000 voll bekommen. Umso mehr Leute das sehen, desto besser. Und schon mal Respekt an den Chat, es wird immer besser. Ja, Dankeschön an das Team, was im Hintergrund dafür Ordnung sorgt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Samra, ich würde jetzt dir das Wort übergeben. Wärst du soweit? Ja. Sehr schön, okay. Hört man mich? Wie bitte? Man hört dich, ja. Man hört dich gut, okay. So, dann machen wir mal gleich 15 Minuten 30. Die Präsentation aber, ne? Achso, die Präsentation, die werde ich wieder... Aha, einblenden. So. Bitte die eine Seite nach hinten. Eine nach hinten, jawohl. Ist das die? Noch eine. Noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Dankeschön. Na klar, gerne. Also, Leute, ihr habt es gesehen. Keines der Sachen, die ich gesagt habe, hat er beantwortet. Nichts. Gar nichts. Ich sage, nenne mir Araber, die die Segnung so erhalten haben, er nennt mir die Namen, die schon bekannt sind. Aber es heißt doch, dass sie gesegnet werden. Wo ist die Segnung? Also überhaupt, Arabien spielt für Christen überhaupt keine Rolle. Nichts. Das heißt, die Kinder von Ismael haben gar keinen Stellenwert für Marvin. Warum erwähnt er die 12 Stämme, okay, aber weiß gar nicht, wofür sie da sind? Warum erwähnt Gott 12 Stämme? Aber erwähnt nicht, was die Funktion von denen ist. Und erwähnt gar nicht, was die Segnung ist. Ismael wird einfach hier komplett gegen die Wand geworfen und da wird gar nichts mehr berücksichtigt. Das ist, weil Marvin einfach nicht einsehen möchte, dass Ismael etwas bekommen hat. Das Geschlecht von Ismael. Ich habe ihn hier schon beigebracht, dass Sayyidina Muhammad a.s. zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Ich habe nicht gesagt, der Prophet a.s. hat Allah gesehen. Da kommt er mir mit einem Hadith, was gar nicht das Thema war im Übrigen. Du hast wieder das Thema verwechselt. Das war, ich habe keine islamische Quelle genannt, du hast eine gebracht. Eigentlich ist das gegen den Vertrag, aber hier sieht jeder, dass du einfach keine Argumente mehr hast, um irgendwas zu sagen. Deswegen hast du irgendwas sagen wollen, um gegen mich zu sprechen. Ich habe gesagt, der Prophet Muhammad a.s. hat zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen, in Isra al-Maraj, zu Nurullah gesprochen. Ich habe nicht gesagt, er hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Du hast mir nur in diesem Hadith, nur sozusagen bewiesen, das, was ich auch glaube, dass der Prophet Muhammad a.s. Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesehen hat. Ich glaube doch daran. Er hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Es geht darum, dass er mit ihm gesprochen hat. So wie Musa a.s. zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Das war das Argument. Dein Hadith hat nichts bewirkt. Ich muss einfach nur lachen. Hier heißt es, dies ist der Segen, damit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel vor seinem Tode segnete. Dann heißt es, dass zu seiner rechten Hand ein feuriges Gesetz an sie ist. Wie hat er die Leute so lieb? Alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Hier geht es darum, um die Gemeinde Jakobs. Okay? Das Erbe der Gemeinde Jakobs. Wo ist denn die Gemeinde? Hier wird es doch beschrieben, wo es ist und was passieren wird. Das hat Jesus nicht erfüllt. Du gehst ja darauf gar nicht ein. Und ich habe dir gesagt, was ist denn die Gemeinsamkeit zwischen Jesus und Moses? Moses hat Sünden für dich gemacht. Für mich machen Propheten keine Sünden. Für dich macht Moses Sünden.
Jesus im Fleische, er ist 100% Mensch und 100% Gott für dich. Auch, aber auch seine Fleischliche, also auch das Fleischliche an Jesus hat keine Sünde gemacht. Wie soll er so sein wie Mose? Mose hat doch gesündigt. Er kann nicht so sein wie er. Wenn du sagst, Jesus ist so wie Moses, dann sagst du, Jesus war wie ein Sünder. Subhanallah, du machst Kufr in deine eigene Religion, du machst Heresie. Subhanallah, das Unglaube, was du machst. Du kannst doch nicht Gott mit seiner Erschaffung vergleichen. Oder machst du das gerne? Und wenn du sagst, nein, nein, nur im Fleisch ist Samra, nicht Gott, sondern die menschliche Natur. Ja, die menschliche Natur hatte auch keine Sünde. Aber für dich hat Mose gesündigt. Du vergleichst die menschliche Natur, die ohne Sünde ist, mit jemandem, der Sünden hat. Und sagst, er ist so wie Mose. Subhanallah. Bitte weiter. Noch ein weiter? Noch ein? Genau. Jesus sagte in Matthäus 21, Vers 42, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Allahu Akbar. Hier geht es um einen Eckstein. Wo ist der Stein, der von Jannah kommt? Bei der Kaaba. Das ist ein Eckstein geworden. Und Jesus sagt, dass es von einem Volke genommen wird und einem anderen Volk gegeben wird. Wen spricht er denn hier an? Die Juden. Er spricht doch die Juden an. Er sagt zu den Juden, es wird einem anderen Volk gegeben. Die Araber. Jesus sagt das. Du sprichst gegen Jesus. Du willst gerne, dass es weiterhin bei Israel bleibt. Nein, Jesus sagt, nein, nicht Israel bekommt das, sondern die Araber bekommen das. Warum? Weil Sayyidina Muhammad a.s. von dort kommen wird. Nochmal ein Beweis dafür, dass der Prophet von den Arabern sein wird. Bitte ein weiter. Ein weiter, Chris? Genau. Hier heißt es, in Johannes 14, meine Erklärung, die ich geschrieben habe, könnt ihr euch noch gerne anlesen, weil meine Zeit reicht nicht. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Sie sagen jetzt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist nicht in der Ewigkeit bei euch. Sure 33, Vers 6. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst. Und seine Frauen sind ihre Mütter. Die Mutter ist tot. Aisha alaihi salam ist tot, aber sie ist immer noch unsere Mutter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist tot, aber er ist unser Fürsprecher. Und er ist der Fürst dieser Welt. Wer sagt das? Das sagt Jesus. Gucken wir uns an. Jesus sagt, bitte ein weiter. Jesus sagte, einen Augenblick, genau, in Johannes 14, 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Hatte Jesus nicht den Heiligen Geist? Doch, hatte er. Das heißt, das, was er in ihm hat, hat er nichts. Es kommt ein anderer, der Fürst, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der wird kommen. Weil er sagt selber, in mir hat er nichts. Und dann heißt es, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie er, es mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Das heißt, er wird etwas bezwecken. Was wird er bezwecken? Er wird bezwecken, dass er bezeugen wird, dass Jesus im Namen des Vaters gehandelt hat, im Namen Gottes gehandelt hat. Ihr sagt, Jesus ist Gott. Jesus sagt hier ganz genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Fürst, es gibt keinen anderen, es gibt nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach Jesus, dass er kommen wird und genau das lehren wird. Allahu Akbar, er ist der Fürst. Also Jesus ist nicht der Fürst, Jesus sagt, ein anderer ist er Fürst. Willst du jetzt sagen, Jesus ist nicht der Fürst, aber der Heilige Geist ist der Fürst? Subhanallah, es ist doch die zweite Person der Trinität, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So, der Vater hat die obere Rolle in der Trinität, aber sie sind alle drei wesensgleich. Aber Jesus ist in der Autorität höher als der Heilige Geist. Und das musst du doch wissen als Trinitarier. Subhanallah. Aber hier heißt es, dass Jesus sagt, in mir hat er nichts, trotzdem ist er der Fürst. Allahu Akbar. Direkt widerlegt, dass das der Heilige Geist sein kann. Und es heißt in Johannes 16, 13, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden. Du glaubst daran, dass der Heilige Geist Gott ist? In wessen Namen spricht Gott? Im Namen eines anderen Gottes, Subhanallah. Hier heißt es, dass er agieren wird wie ein Prophet. Wie ein Prophet wird er agieren. Die Propheten verkünden das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. Was Gott von ihnen verlangt. Gott, wenn er auf die Welt kommt, dann musst du doch nicht im Namen eines anderen sprechen. Er ist doch Gott für dich. Er ist doch für dich Gott. Dann sagst du, ja, aber er hat den Vater geheiligt und der Vater hat ihn geheiligt. Okay, gehe ich mit dir mit. Aber was machen wir mit dem Heiligen Geist? Er hat keine menschliche Natur. Er ist doch Gott selbst für dich. Er ist für dich Gott selbst. Warum redet hier Gott
das, was er hört. Warum sagt er nicht das, was er möchte? Er ist doch Gott für dich. Ja, nach deiner Theologie redet Gott im Namen eines anderen Gottes. Allahu Akbar, was ist das? Subhanallah. Das ist Blasphemie, das ist Kufr, das ist Götzendienst. Nicht von uns. Weil es heißt hier, dass der Geist kommen wird und er wird euch in alle Wahrheit leiten. So, du hast gesagt, dass, einer im Blick, ich habe mir das aufgeschrieben gehabt, du hast gesagt, hiermit ist der Geist Gottes gemeint. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 6 heißt es, als die sieben Geister Gottes ausgewandert sind. Glaubst du daran, dass es sieben Geister Gottes gibt? Sieben Geister Gottes, hast du sieben heilige Geister? Betest du sieben heilige Geister an? Eine dort, eine dort, eine dort. Und du selbst gehörst ja gar nicht mal richtig zum Christentum nach deiner Theologie. Warum? Du akzeptierst nicht einmal die Stellen in der Bibel. Für dich sind es nur 66 Bücher. Aber die Katholiken sagen 73 Bücher. Das heißt, wenn du über falschen Propheten sprechen möchtest, dann fang erstmal bei der Bewegung von den Protestanten und so weiter und so fort an. Weil sie lehnen Bücher in der Bibel ab. Die Protestanten glauben an 66 Bücher, die Katholiken glauben an 73 Bücher. Wer von euch hat den Heiligen Geist, wo es hier heißt, dass ihr in alle Wahrheit leiten möchtet? Ihr habt ja nicht einmal die Ahnung, was zur Bibel gehört und was nicht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat zu den Juden gesagt, ihr müsst Jesus anerkennen, damit ihr mich anerkennt. Ihr müsst Jesus annehmen als Messias, damit ihr mich als Propheten annimmt. Allahu Akbar. Und du hast gerade Späße gemacht, indem du Muhammad anstatt Heiliger Geist erwähnt hast, hast genau das gesagt, was der Islam sagt. Du hast gesagt, wer nicht Muhammad erkennt, erkennt nicht den Sohn. Hast du doch gesagt. Also du hast diese Stelle gegeben, wo wer nicht den Heiligen Geist hat, der kann mich nicht erkennen. So was in der Art hast du gegeben. Wir können dann zurückspulen, kannst du das ja sehen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat doch zu den Juden gesagt, wer mich erkennen, also wer mich akzeptieren will, er muss Jesus annehmen. Er muss ihn als einen Propheten annehmen. Er muss. Das heißt, die Erfüllung, wo du dich gerade darüber lustig gemacht hast, passt genau auf den Islam und das ist kein Götzendienst. Allahu Akbar. Machen wir weiter. Es heißt, dass ein Prophet kommen wird. Marvin glaubt nicht daran, dass noch ein weiterer Prophet kommt. Gucken wir uns an. Die Juden kennen doch ihre Schriften besser als du, Marvin. Die Juden kennen es besser. Fragen wir die Juden, was sie Johannes dem Täufer gefragt haben. Yahya a.s. In Johannes 1, 20 und 21. Wer bist du? Ich bin nicht der Christus. Wer ist der Christus? Jesus. Das wissen wir alle. Bist du Elia? Er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Das heißt, hier wird drei Personen erwarten die Juden. Einmal den Elia, okay, der auch emporgehoben worden ist, Elia. Dann den Christus, der Jesus ist, und der Prophet. Das heißt, die Juden haben gar nicht erwartet, dass ein Prophet kommen wird, dass der Messias ist und dass er auch automatisch sozusagen der Prophet ist, so wie Mose. Weil du willst sagen, der Prophet wie Mose ist Jesus. Und gleichzeitig sagst du, der Prophet wie Mose, ne, ist der Messias. Aber die Juden haben das nicht so verstanden. Hier heißt es, bist du der Christus und bist du der Prophet. Hier geht es um zwei unterschiedliche Personen. Warum lügst du hier die Zuschauer an? Hier geht es darum, dass es um drei Persönlichkeiten geht. Elia, der Christus und der Prophet. Der Christus ist auch ein Prophet. Der Messias ist ein Prophet. Aber nicht der Prophet, der so ist wie Mose. Wie Musa a.s. Wie Moses. Das heißt, Jesus selber widerlegt deine These, dass er selbst, okay, zu Dings gehört. Zu der Fraktion gehört, dass er so ist wie Mose. Gehört er nicht. Kannst du so viel versuchen, wie du möchtest. Und wir haben ein Bild, wie wir erkennen können, wer ein wahrer Prophet ist. Gucken wir uns an. In Johannes Brief, Kapitel 4, Vers 1 heißt es, ihr Liebe, glaubt nicht an jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Demnach ist ein falscher Geist ein falscher Prophet. Nach Johannes, richtig? Und jetzt gucken wir uns an. Hier ist ja die Rede vom Heiligen Geist. Und hier heißt es, glaubt nicht allen Geistern, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Fakt ist, es wird ein Prophet kommen. Es wird hier nicht ausgeschlossen, dass ein Prophet kommen wird. Aber die Christen haben keinen Propheten. Wer hat einen neuen Propheten? Wer hat das Siegel der Propheten überhaupt angenommen? Die Muslime. Und was erkennen sie? Sie erkennen Jesus als den Messias an. Der im Fleische gekommen ist. Der als Mensch gekommen ist. Ja, wo ist denn das Problem? Wo ist das Problem? Und hier heißt es noch gleichzeitig, dass in 1. Brief des Johannes, Kapitel 5, Vers 1, es heißt, dass der Geist, der gesteht, dass Jesus der Christus, also der Messias ist, dieser auch von Gott sei. Was steht im Koran in Sure 3, Vers 45? Als die Engel sagten, O Maryam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name der Messias ist. Alle Muslime glauben daran, dass Jesus der Messias ist.
Das bedeutet, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach dieser Stelle ein wahrer Prophet ist. Allahu Akbar. Und er kommt von den Stamm von Ismail alaihi sallam. Er kommt von den Arabern. Er kommt von Abraham, von den Brüdern von der Juden. Die Brüder von den Juden sind die Araber. Und du blamierst dich vor allen Leuten, indem du sagst, nein, das ist nicht so. Abraham hatte 3 Frauen. Du kannst doch nicht so tun, als wenn sie nicht existiert hat. Hajar ist die Frau von Abraham gewesen. Und sie haben einen Sohn bekommen namens Ismael. Und Ismael hat diesen Stamm weiter fortgeführt. Die Araber stammen von Ismael. Die Juden von Isaak. Ganz einfach. Und sie sind Brüder. Sie haben doch den gleichen Stammesvater. Wem? Abraham. Subhanallah. Die Araber und die Juden sind Brüder, weil beide zu Abraham zurückführen. Ob du es begreifen möchtest oder nicht. Bitte ein weiter. So, was sagt jetzt Jesus noch selber? Jesus widerlegt schon. Jesus selber widerlegt dich schon. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Was machst du? Du sagst im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Genau das sollst du nicht machen, sagt Jesus. Erwähn ihn nicht. Er sagt, du solltest im Namen des Vaters tun. Warum sagst du im Namen des Sohnes? Jesus sagt, hier mach es nicht. Viele werden am jenen Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, so wie ihr das macht. Und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben, so wie ihr das macht. Und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht, so wie ihr das macht, die Christen. Und dann werde ich ihnen bezeugen. Er sagt das zu den Christen, nicht zu den Muslimen, nicht zu den Juden, nicht zu den, nicht zu irgendeiner Glaubensgruppe. Er sagt das zu den Leuten, die ihn Herr nennen. Er sagt, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Warum gesetzlos? Der Islam hat ein feuriges Gesetz. Was ist das denn zum Beispiel? Wir müssen 5-mal am Tag beten. Warum? Wir haben Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen, er hat es so gemacht, er hat es uns geboten. Das feurige Gesetz ist die Scharia. Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Muslime halten sich daran. Und die Christen sehen in Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sehen bei ihm, dass er genau sich an das Gesetz hält, so wie Jesus sich an das Gesetz gehalten hat. Aber die Christen machen das nicht. Die Erfüllung des Gesetzes ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du brauchst nicht beten. Jesus ist gestorben für die Sünde der Welt und so weiter und so fort. Du brauchst das gar nicht. Du bist gesetzlos. Weil Paulus sagt in Römer Kapitel 10, Vers 4, das Gesetz ist Ende. In Epheser Kapitel 2, Vers 14 bis 15, das genauso. Er sagt, das Gesetz ist zu Ende. Und Jesus sagt, ihr Gesetzlosen. Er hat Paulus disqualifiziert. Er hat schon Paulus disqualifiziert. Paulus sagt, Gesetz ist Ende. Jesus sagt, ihr seid die Gesetzlosen. Genau das. Also er hat mir Paulus dafür beschuldigt, dass er sich nicht an die Gesetze hält. Allahu Akbar. Aber die Muslime halten sich an das Gesetz. Es kam, für jeden Propheten gab es eine andere Scharia. Surah Al-Ma'idah, Vers 48. Jeder Prophet hat eine eigene Gesetzgebung bekommen. Allahu Akbar. Und dieses feurige Gesetz ist die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Diese ganzen Sachen, die ich dir schon da gezeigt habe, und dir mit den Arabern verdeutlicht habe, auf diese Sachen kannst du nicht eingehen. Deswegen geh bitte wenigstens auf eine Sache ein. Bitte nenne mir die Gemeinsamkeit zwischen Moses und Jesus. Bitte. Oh, Samra, vielen, vielen Dank für deinen Part. So Leute, ich habe gerade überlegt, wir haben es jetzt 21.42 Uhr. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht ungünstig, wenn Marvin jetzt startet und wir dann mittendrin aufhören. Oder wie würdest du das sehen, Marvin? Ja, sonst können wir kurz Pause machen, damit Summer beten kann. Ja, Summer, könntest du jetzt schon oder muss das zu einer speziellen Uhrzeit sein? In 8 Minuten ist meine Gebetszeit. Ich darf jetzt noch nicht beten. In 8 Minuten darf ich beten. Okay. Dann machen wir ein bisschen länger Pause, oder? Ja, würde ich auch sagen. So, das heißt, dann warte mal. Warum so lange Pause? Naja, weil sonst ist es ja mittendrin, das ist ja doof. Genau, also die Sache ist, Marvin hätte jetzt 10 Minuten Zeit. Wenn wir jetzt anfangen, dann müsste ich Marvin mittendrin halt unterbrechen. Er hat 10 Minuten Zeit und ich dann auch 10 Minuten? Richtig, genau. Können wir dann nicht machen, dass Marvin seinen Beitrag leistet? Und dann machen wir Pause. Wenn du dann länger warten kannst? Nein, ich kann ja ein bisschen länger warten, geht ja. Okay. Ich kann nur nicht zu früh. Also 8 Minuten habe ich gerade Zeit. Er kann jetzt 10 Minuten reden, dann machen wir Pause. Und danach machen wir Pause und dann kann ich machen. Dann machen wir das so. Dann stelle ich mal ganz schnell die Zeit ein. Ja. So, du hast auch pünktlich aufgehört. So, 10 Minuten. Alles klar. Dann bist du jetzt dran. Mhm. Let's go. Okay, jetzt vergleichen wir mal, was passiert ist in dieser Debatte zwischen meinem Rebuttal und dann Samras Rebuttal. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die Punkte von Samra angehört im Opening Statement und bin die nach und nach und nach und nach
durchgegangen. Was hat Samra gemacht? Er hat alles ignoriert, was ich gesagt habe, komplett jeden einzelnen Satz. Und dann bringt er neue Stelle, neue Stelle, neue Stelle, neue Stelle, neue Stelle. Und ihn juckt gar nicht, was ich gesagt habe. Das ist interessant. Ich hatte hier eine Liste gemacht von Punkten, die ich gebracht habe. Ja, kann ich mal so einblenden, hier so durch. Im Opening Statements, hier dann noch zu der Mohammedin-Geschichte. Auf keinen einzigen Punkt bist du davon eingegangen. Ich weiß nicht, ob du taub bist, ob du nicht zugehört hast, aber anscheinend hast du das komplett ignoriert. Ja, zum Beispiel, Mikil Bucha hast du nicht beantwortet, Kedef und Ach hast du nicht beantwortet, Achera hast du nicht beantwortet, in Yahuas Namen hast du nicht beantwortet, Angesicht zu Angesicht hast du nicht beantwortet, Medibak Kadesh hast du nicht beantwortet, die Exodus-Route hast du nicht beantwortet, Paran Faran hast du nicht beantwortet, dass der Ort angegeben ist, hast du nicht beantwortet, dass er als Bund gegeben wurde, hast du nicht beantwortet, dass er ein Jude war, hast du nicht beantwortet, dass mit Yarum Vinisavis beschrieben wird, hast du nicht beantwortet, dass er als Schuldopfer stirbt, hast du nicht beantwortet, dass er wegen Israel mit dem Tod bestraft wird, hast du nicht beantwortet, das ist gar nicht Teil des Textes, ist, hast du nicht beantwortet, dass Silla explizit in Edom ist, hast du nicht beantwortet. Du hast gar nichts beantwortet. Das ist das Interessante. So, jetzt gehen wir mal ein paar Dinge durch, weil ich habe natürlich auch eine begrenzte Zeit. Aber erstmal fand ich sehr interessant, dass du das bringst. Fürst dieser Welt. Wer ist der Fürst dieser Welt? Du willst sagen, es ist Mohammed? Habe ich gar kein Problem damit. Warum? Weil das Satan ist. Er spricht davon Satan, ja? Er sagt, er hat nichts in mir und er ist von dieser Welt. Was sagt Jesus die ganze Zeit das Neue Testament über? Er ist nicht von dieser Welt. Und er sagt zu den Jüngern, ihr seid nicht von dieser Welt, ja? Ihr habt nichts mit dieser Welt zu tun, weil ihr nicht von dieser Welt seid. Und der Fürst wird explizit kontrastiert mit Jesus und als Fürst dieser Welt beschrieben. Also, wenn du sagen willst, Mohammed ist Satan, habe ich kein Problem damit. Und dass wir sagen würden, es wäre der Heilige Geist, ist ein Strohmann. Ja, also genau, du verstehst anscheinend das Konzept eines Rebuttals nicht, von mir aus. Aber wir gehen jetzt nochmal ein paar Sachen durch. Erstmal, das mit dem Hadith, das war nicht gegen die Regeln, weil ich hatte als Argument gebracht, dass er ihn gesehen haben muss. Und das steht explizit in Deuteronomium 34,10, worauf du nicht eingegangen bist anscheinend, weil du auch nicht glaubst, dass er ihn gesehen hat. Damit kann er nicht der Prophet wie Mose sein. Und du magst es vielleicht nicht akzeptieren, aber genau das steht explizit im Hebräischen. Ja? So, dann der Segen, von dem beschrieben wird, in Genesis 12,3, der bezieht sich nicht auf Ismael, der bezieht sich auf Israel. Das wird explizit klar gemacht in Genesis 28,14 und es wird explizit klar gemacht in Numeri 24,9. Und da sehen wir ganz klar, dass es Israel ist und nicht Ismael. Ja? So, dann Jesaja 9. Das fand ich sehr, sehr interessant. Du hast es angesprochen mit uns wird ein Kind gegeben, ne? Und dann die ganzen Titel. Was hast du mit dem Text gemacht? Was steht da? Steht Gott hält. Gott hält, steht da. Was hast du daraus gemacht? Du hast es Gott weggestrichen. Warum? Weil sonst Mohammed als Gott bezeichnet werden würde. Das heißt, du hast willentlich das Wort da weggestrichen, was da steht. Da steht Gott hält. Und seht ihr, er vertut jetzt so, das so ein bisschen so zu tun, als wäre das ein schlechtes Argument. Aber er hat explizit das da rausgestrichen. Überleg mal, wie schlecht dein Argument sein muss, damit du den Text verändern musst. Ja, er hat das Wort da rausgenommen. Ja, also es ist ganz klar, wenn du sagen würdest, Jesaja 9 bezieht sich auf Mohammed, dann ist Mohammed dein Gott. Und damit wäre das wieder Götzendienst vom Feinsten. Jetzt zu Deuteronomium 18. Inwiefern war er wie Mose? Das habe ich bereits in meinem Opening Statement erklärt. Anscheinend, wie gesagt, du hast nichts zugehört. Habe ich dir jetzt eben auch schon gesagt am Anfang, weil du ja auch nichts beantwortet hattest. Ja, ich habe explizit gesagt, wie er wie Mose ist. Und zwar mit den Kriterien, die da beschrieben werden. Er hat ihn Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hat in dem Namen von Yahweh gesprochen. Ich könnte dir auch noch eine richtige Liste geben mit Kriterien, wie du das gemacht hast, die komplett arbiträr sind, die nicht im Text enthalten sind. Denn genau das hast du gemacht. Übrigens, das habe ich prophezeit, demnach wäre ich wahrscheinlich ein besserer Prophet als euer Prophet Mohammed, weil du genau das gemacht hattest, was ich dir gesagt hatte. Du bringst eine Liste von arbiträren Kriterien, die nirgendwo im Text erwähnt werden. Und du sagst, oh, hier haben wir Mose und hier haben wir Mohammed. Und da sind die beide irgendwann das Gleiche. Ich habe mir das Kriterium ausgedacht, stehen nicht im Text drin. Egal, vielleicht merkt es keiner. Aber das ist nicht, was im Text steht. Es steht explizit, was im Text ist. Und im Text steht auch explizit, dass er ein Israelit sein muss, worauf du nicht ein einziges
kleines Wörtlein, ein kleines Flüstern drauf eingegangen bist. So, also deine Kriterien dafür sind absolut irrelevant. So, dann die Geschichte. Wenn du nicht glaubst, dass er Allah gesehen hat, dann bist du in einem riesengroßen Problem. Ja, immerhin widersprichst du dann dem Hadith nicht, das ist schon mal gut, ja, aber du widersprichst dann Deuteronomium 18, wenn du sagst, es wäre der Prophet. In Psalm 45 hast du gesagt, geht es um Mohammed. In Psalm 45 wird die Person, um die geschrieben wird, explizit als Gott bezeichnet. Ich lese dir mal Verse 7 bis 8 vor. Psalm 45. Verse 7 bis 8. Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest Frevel. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deiner Gefährten. Explizit wird er als Gott beschrieben. Und wir sehen, und das habe ich auch schon am Anfang in meinem Opening Statement gesagt, es zieht sich durch. Und durch die Debatte, dass du dauerhaft Stellen benutzt, womit du Mohammed zu deinem eigenen, höchstpersönlichen Gott erklärst. Das ist ja vielleicht ganz schmeichelhaft für Mohammed, aber es ist nicht Tauhid und es ist auch nicht das, was in der Bibel beschrieben wird. So, mich würde auch sehr interessieren, was sagst du denn zu der Stelle in Psalm 119, 120, wo Samra namentlich in der Bibel prophezeit wird? Und bist du wirklich... Wie ist diese Stelle zusammen mit Lukas zusammen sagt, bist du wirklich Allah? Das würde mich mal interessieren. Was sagst du denn dazu? Nach den gleichen Kriterien tatsächlich, wie von deinem Mohammedin in Hohelied 5, Vers 16, müsste das der Fall sein. Ja, noch viel mehr, denn tatsächlich die Buchstaben, die Konsonanten in Psalm 119, 120 entsprechen tatsächlich Samra. Ja, wenn du aber die Buchstaben in Mahmadim hast, so wie es eigentlich ausgesprochen wird, es wird nicht Mohammedim ausgesprochen, darauf hast du auch nicht geantwortet, ja, da passen noch nicht mal die Buchstaben, ja, da fehlt ein Vav. Wenn wir zum Beispiel im hebräischen Koran, ja, in der Übersetzung ins Hebräische schauen, da ist es auch genau so mit einem Vav, also es ist ein anderes Wort, ja, und ganz zu schweigen von den Nikut, von den tatsächlichen Vokalisationen, die passen noch viel weniger. Ja, weder die Dagesh, noch das Khatafpatach, noch irgendwie, dass dann Shurub fehlen würde. Gar nichts in die Richtung, ja? Aber, wie gesagt, du bist auf keinen einzigen Punkt eingegangen. Und dann hast du noch gesagt, mit Johannes 14,26, habe ich gesagt, das ist der Heilige Geist. Und dann hast du mir was aus Offenbarung genannt mit den sieben Geistern. Kannst du mir zeigen, wo in Offenbarung bitte steht, Topneuma, Tohagion, also der Heilige Geist, nicht einfach nur irgendwie Geist, ja, nicht einfach nur Topneuma oder im Plural davon von mir aus, sondern Topneumatohagion. Das ist ein Unterschied. Und abgesehen davon, warum sieben Geister Gottes? Weil sieben eine symbolische Zahl hier ist. Es geht hier um die Perfektion, um das Gesamte, um das Abgerundete. Aber anscheinend möchtest du den Kontext davon auch einfach nicht sehen. Dann hast du noch gesagt, Psalm 72. Schauen wir uns Psalm 72 an. In Psalm 72, erstmal, du hast gemeint, wir beten doch zu Jesus. Wie kann das sein, wenn hier explizit doch steht, dass man für ihn betet? Lass mich dir einen kleinen Ausschnitt geben aus einem sehr, sehr bekannten Gebet unter den Christen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten für ihn tatsächlich. Ja, natürlich, wir beten auch zu ihm, aber wir beten auch für ihn, ja. Und er versucht das wieder so ein bisschen zu touchieren mit seinem Lachen, aber er versteht das Argument anscheinend nicht mal, ja. Denn es ist das Vaterunser, ja, aber der Punkt ist, nach christlichem Dogma hat der Vater denselben Willen wie der Sohn. Und außerdem, die Person in Psalm 72 wird als Königssohn bezeichnet in Vers 1. Mohammed war kein Königssohn, Jesus war aber ein Nachkomme Davids, ja, und die Person wird da explizit sogar angebetet, Schacha, ja, in Vers 11. Wirst du wieder dein Schild begehen hier? Darauf wird es hinauslaufen. So, Marvin, vielen Dank. Samra, du hast jetzt, man hört dich gerade nicht, Samra.
Ich kann dann meinen Beitrag machen und dann machen wir Pause, ne? Okay, kannst du gerne machen. Dann, Marvin hatte um 5 Sekunden überschritten. Dann würde ich nochmal ganz schnell die Zeit einstellen. Mit meiner Präsentation bitte. Auf. Na klar, mache ich dir. Leute, jetzt ganz, ganz wichtig. Wir kommen gleich zur 4. Runde. Stellt jetzt bitte eure Fragen. Unser Bruder Omar wird gleich nochmal einblenden, wie die Frage gestellt werden soll. Und ja, jeweils 3 Fragen gehen an Marvin, 3 an Samra. Ihr habt jetzt schon einiges gehört. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen jetzt und wir werden die Fragen sammeln und dann den jeweiligen Rednern stellen. Gut, Samra, du bist ready? Ja. Perfekt. Ich sehe meine Präsentation nicht. Ach so, einen Moment. Jawohl. Genau. Einen bitte nach oben. Okay. Also, er hat gesagt, dass der Fürst der Satan wäre. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. So, er sagt, damit ist der Teufel gemeint. Wer ist denn der Tröster und wer ist denn der Fürst? Der nimmt die Stelle im Korinther und sagt, der Teufel ist der Fürst dieser Welt und deutet das um und sagt damit, ja, damit dann wenn damit der Prophet Muhammad a.s. gemeint ist, dann ist der Fürst wer? Der Satan, hast du gesagt, ne? Und dann wäre der für uns Muhammad a.s. Ich habe dir doch das verbunden, wie mit der Stelle in dem Psalmen, wo du gesagt hast, wo es heißt, du bist der Gott dieser Welt, richtig? Ich habe das damit verbunden, der Fürst. Man wird ihn Fürst nennen. Du nennst gerade den Fürsten, der im Psalmen erwähnt wird, Satan. A'uzubillah. Du hast dann gesagt, der Gott dieser Welt. Ich habe da Gott nicht erwähnt aus einem bestimmten Grund, weil dort gar nicht Gott gemeint sein kann, im wortwörtlichen Sinne. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Psalmen Kapitel 86, Vers 6 heißt es, ich hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, ihr seid Söhne des Höchsten, doch ihr werdet sterben wie die Menschen. Jetzt nickst du. Ich dachte, das ist Gott. Da darf es auf einmal eine Anspielung auf einen Richter sein, aber nicht mehr Gott. Aber wenn es auf den Propheten a.s. gedeutet wird, nein, dann muss das Gott sein. Man sieht einfach, wie du am Rumphilosophieren bist. Ich bleibe bibeltreu. Ich war der Bibel treu, indem ich Ismael gezeigt habe. Die Segnung über Ismael gezeigt habe. Und du hast gesagt, Ismael hat den Segen nicht bekommen. Bitte, ein Hoch, bitte. Er hat gerade gesagt, Ismael hat den Segen nicht bekommen. Noch ein Hoch. Noch ein? Noch ein? Danke. Nein, noch ein Hoch, letzten noch. Genau, Moment. Genau. Auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und ihm zahlreiche Nachkommen schenken. Ich mache ihn zum Vater eines großen Volkes von 12 Stämmen. Warum sagt er, Ismael hat keine Segnung? Warum lügst du die Menschen an? Er sagt, er hat die Segnung nicht bekommen. Gott sagt, er kriegt die Segnung. Er sagt, nein, er hat die Segnung nicht bekommen. Er hat nichts bekommen. Er ist der Sohn von Abraham, aber ach, alles schön und gut. Er geht gar nicht auf die verworfenen Steine ein, den ich ihm gezeigt habe, dass die Kaaba damit gemeint ist, dass dieser Ort heiliger sein wird als davor der heilige Ort, damit ist Palästina gemeint, ne? Da, wo Jesus gelebt hat. Warum sagt dann Jesus selber, dass er das von dem Volk nimmt und einem anderen Volk gibt? Kannst du bitte runter? Moment. Genau, mit diesem Argument, man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Damit ist der Prophet Muhammad a.s. gemeint. Und er hat gerade so versucht zu sagen, wir beten für Jesus. Wo betest du für Jesus? Wo betest du für Jesus? Du betest Jesus an. Warum lügst du die Menschen an? Subhanallah, du betest Jesus an. Du tust es im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Du willst für jemanden beten, der Gott ist? Du willst für Gott beten. Ja, an wen geht das Gebet? Subhanallah, für jemanden beten bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, also du bittest Gott darum, dass diese Person irgendwas bekommt. Das bedeutet für ihn beten. Und du sagst dann, du bittest für Jesus. Du willst für Gott beten. Was willst du bei Gott für ihn beten? Was braucht dein Gott? Gott braucht nichts und niemanden. Allah subhanahu wa ta'ala braucht nichts und niemanden. Gott braucht niemanden. Und du sagst halt, wir müssen für Gott beten. Hä? Yani subhanallah, er will einfach aus dem irgendwas rausreißen und sagt, ich gehe auf die Punkte nicht ein. Ich gehe auf seine Punkte ein, aber er versteht nicht, dass ich ihm gerade bewiesen habe, dass der Prophet nicht aus Israel abstammen kommt. Also nicht aus Israel abstammen wird. Er sagt gerade doch, subhanallah, er liest gar nicht mit. Ich zeige ihm Kedar. Kedar. Kedar ist nicht von Israel. Ist nicht von Israel. Und es kommt doch von ihm. Die Steppe, die Kedar bewohnt. Das feurige Gesetz. Was hat das mit Israel zu tun? Geh nicht nach Israel. Du musst zurück nach Arabien. Komm zu uns. Du musst hier zu uns gehen.
Das Land Israel kannst du direkt beiseite lassen. Es geht um Kedar, die Steppe, die Kedar bewohnt. Kedar hat nicht in Palästina gelebt. Hat er nicht. Er war nicht dort, wo Jesus ist. Er hat mit den Juden nichts zu tun. Er ist ein Araber. Subhanallah. Und er sagt trotzdem, nein, die Araber haben keine Funktion. Natürlich haben die eine Funktion. Kedar ist der Sohn von Ismael. Bitte nochmal ganz runter. Stopp. Den Punkt, den ich erwähnt habe, war, dass ein Prophet kommen wird. Zu 100%. Mit Johannes 1, 20 und 21. Zu 100% wird ein Prophet erwartet. Die Juden wissen doch ihre Schriften besser als du und ich. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, alles, was ich aufzähle, ist biblisch. Es ist biblisch, weil es heißt, bist du der Christus, bist du Elia oder bist du der Prophet? Ich bleibe biblisch und sage, guck mal, es sind drei Personen werden erwartet. Drei Personen. Marvin macht seine Philosophie und sagt, nein, der Prophet ist Jesus und der Christus ist auch Jesus. Wo steht das? Das steht doch hier gar nicht. Hier heißt es, bist du der Christus? Bist du Elia oder bist du der Prophet? Wer ist der Prophet, der so sein wird wie Mose? Deswegen sagt er doch der Prophet. Das ist doch sein Merkmal. Der Prophet, der so sein wird wie Mose. Subhanallah. Und die Juden haben nicht gedacht, dass der Christus zugleich auch der Prophet wie Mose sein wird. Weil Mose ist nicht der Messias. Der Messias hat eine eigene Aufgabe. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat nicht die Aufgabe von Isa alaihi salam und Isa alaihi salam, also Jesus hat nicht die Aufgabe von Muhammad alaihi salatu wasalam. Jeder Prophet hat seine Aufgabe. Aber die Lehre von Muhammad alaihi salatu wasalam und die von Jesus ist exakt die gleiche. Die haben gegen Götzendienst gekämpft. Sie haben nur zu Allah gerufen, dass man nur Allah anbetet. Sie haben Götzendienst beiseite gelegt. Sie haben dafür gekämpft. Und sie wurden beide von ihrem Volke vertrieben und beide wurden dann von ihrem Volk auch akzeptiert. Jesus hat keines dieser Bedingungen erfüllt. Und er sagt gerade, ich bin darauf schon eingegangen, Samra. Bist du gar nicht. Es gibt keinen Vergleich zwischen Moses und Jesus. In keinem Sinne. Du kannst doch nicht jemanden, der ein Sünder ist, mit jemandem vergleichen, der keine Sünde hat. Wo ist der Vergleich? In der Person sind sie nicht einmal gleich. In der Lehre genauso wenig. Jesus sagt doch, ich bin nicht gekommen, um die Gesetze abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Er hat kein neues Gesetz gebracht. Aber Muhammad a.s. kommt mit einem neuen Gesetz. Du willst jetzt sagen, ja, der neue Bund. Ja, mashallah, der neue Bund. Was machen wir denn, dass Paulus die ganze Zeit Jesus widersprochen hat? Und der neue Bund ist auch nicht bekannt, wie dieser Bund überhaupt aussieht. Protestanten, Katholiken, Freikirchler und so weiter und so fort. Man weiß ja gar nicht, das ist so eine Suppe bei euch. Subhanallah. Du folgst ja nicht einmal der katholischen Lehre. Und du leugnest die Bücher in der Bibel. Ich gehe nochmal drauf ein. Du leugnest die Bücher in der Bibel. Du sagst, es sind nur 66 Bücher. Die Katholiken sagen, es sind 73 Bücher. Das heißt, der falsche Prophet, von dem du gerade sprichst, bist du. Und du hast gerade den Propheten Muhammad a.s. beleidigt, als transsexuell und sonst irgendwas. Das gebe ich einfach nur deinem Charakter wieder. Ich mache das nicht. Alhamdulillah, ich habe meinen Respekt und ich muss dich nicht beleidigen oder sonst irgendetwas tun, um dich zu widerlegen. Ich mache das hier mit Fakten. Jeder kann es hier sehen. Und ich werde diese PDF auch veröffentlichen, dass jeder sehen kann, dass ich biblisch beantwortet habe und du überhaupt nicht biblisch bleibst. Du nimmst etwas und denkst auf einmal, du bist der größte Rabbi und kannst besser Hebräisch als die anderen Leute. Muhammadim, Mahmadim, das ist nicht das Gleiche und du hast gelogen. Und dann nimmst du andere Stellen in der Bibel, okay, wo auch Mahmadim vorkommt und sagst, damit ist auch der Prophet gemeint. Hier habe ich doch gesagt, es heißt mein Geliebter. Es heißt, dass er so sein wird, dass die Töchter Jerusalems ihn begehrenswert finden werden. Und dann sagst du, damit ist eine sexuelle Anspielung gemeint. Also hat dein Gott sexuelle Anspielung in seinem heiligen Buch gemacht oder was? Was laberst du da? Jeder hat gehört, wie du sexuell gesagt hast. Warum sagst du nein? Das hast du gesagt, nicht ich. Du beleidigst sogar die Bibel. Jetzt auf einmal ja, nach mich das wiederhole. Ich sage dir, das ist eine Prophezeiung, dass jemand kommen wird, den Allah liebt, dem er wohlgefallen hat. Das verkündet aber da gerade eine andere Person und sagt, mein Geliebter. Es geht aber darum, was ist die Intention nach dieser Erzählung? Ich suche ihn. Hat sie denn diesen Liebhaber gefunden? ja, zeig mir den mal gleich. Du hast ja gleich Zeit. Zeig mir den mal gleich. Und dann gucken wir mal, wer dieser Geliebter ist. Ob das diese Person ist, von dem überhaupt die Rede war. Dann, also du hast die ganze Zeit nur gelogen. Und du hast mit dem Fürst der Welt, habe ich dir beantwortet, warum ich Gott nicht erwähnt habe. Aus dem gleichen Grund wie Psalmen Kapitel 86, Vers 6, wo es heißt, ich hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, doch ihr werdet sterben wie die Menschen. Keiner nimmt das Wort wörtlich und sagt, damit ist Gott gemeint. Das gleiche ist auch bei dem Psalmen. Da geht es nicht um, du wirst der Gott dieser Welt sein. Nein, damit geht es darum, dass er der Fürst sein wird. Und du hast gerade den Fürsten als Teufel bezeichnet. Subhanallah, astaghfirullah al-azim. Geh bitte einen weiter runter.
Genau. Auf den Punkt mit gesetzlos ist er auch nicht drauf eingegangen. Wisst ihr, was lustig ist? In Matthäus Kapitel 7, wenn ihr ein Vers drüber liest, da geht es sogar um einen falschen Propheten. Da geht es sogar um den falschen Propheten. Aber der kennt seine Bibel nicht. Er muss nur den Kontext von Matthäus 7 lesen, okay, von der Stelle, die ich gerade zitiert habe, und da wird er sehen, dass es sich ein Eigentor gibt. Ich hab diese Stelle mit Absicht sogar so gelassen, damit er den Kontext nimmt. Aber das traut er sich nicht. Ich gebe ihm diese Challenge, er soll den Kontext von Matthäus 7, 21 bitte vor allen Leuten vorlesen und sagen, damit ist ein falscher Prophet gemeint. Ich will das aus seinem Mund hören, weil das steht da. Er muss das sagen. Wenn er einmal sagt, damit ist kein falscher Prophet gemeint, dann werde ich komplett meinen TikTok-Kanal löschen. Komplett. Er soll mir sagen, ob das ein falscher Prophet ist, dann hat er recht. Aber wenn er damit keinen falschen Propheten anspricht, okay, dann ist das der Prophet Muhammad a.s.w., weil er hat gesagt, Jesus hat nicht in seinem Namen gesprochen, sondern im Namen Gottes. Samra, vielen, vielen Dank für deinen Part. Wir machen jetzt Pause. Und Samra, genau, du kannst gerne denn schon gehen. Ich würde noch mal gerne kurz ein paar Worte sagen. Ne? Als nächstes waren Zuschauerfragen, glaube ich, oder? Richtig, genau. Der nächste Punkt sind dann die Zuschauerfragen. Ihr beide, genau, Mavi, du kannst auch noch mal kurz Pause machen. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, beide Jungs sind auf jeden Fall on fire. Es geht hier auf jeden Fall ziemlich zur Sache. Ich finde es gut. Ich merke natürlich jetzt langsam so, sie fangen jetzt ein bisschen an, ja, man merkt halt, ne, beide hat jeder halt seinen Standpunkt und ja, jeder will irgendwie Recht haben, aber am Ende geht es nicht darum, uns geht es am Ende darum, dass wir die beiden Seiten verstehen, ja, dass wir Christen Muslime verstehen und dass Muslime auch uns Christen verstehen und ja, wir am Ende dann eine Entscheidung treffen. Bisher erstmal vielen Dank für das große Interesse. Wir sind bei 940 Zuschauer, waren zwischenzeitlich schon bei 1000 gewesen, was auf jeden Fall richtig, richtig gut ist. Wir freuen uns sehr. Preis den Herrn. Und genau, wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Ich werde kurz ein Video einblenden. Ihr an den Laptop, Fernsehen, Rechnern, Handys, macht kurz eine Pause, holt euch einen Snack. Wir haben heute, glaube ich, alle mit der Hitze zu kämpfen. Holt euch eine schöne Abkühlung. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ihr könnt weiterhin noch Fragen stellen. Wir kommen jetzt zur Fragerunde. Das heißt, Marvin wird jetzt 3 Fragen aus dem Chat bekommen und Samra wird 3 Fragen aus dem Chat bekommen. Und ja, die Jungs müssen dann darauf eingehen. Und das Gute ist halt dabei, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn jetzt Samra eine Frage bekommt, muss er diese Frage beantworten und Marvin darf dann nochmal eine Minute auf die Antwort eingehen. Ja, das ist das Gute, dass wir dann halt wirklich ja, irgendwie auch auf einen Punkt kommen. Ne? Mir ist immer wichtig, dass das nicht so ein Argument hin und her ist, sondern dass auf die Argumente bestenfalls eingegangen wird und man dann auch irgendwann, weil das ist, was ich euch persönlich auch sagen kann, was mich seit Jahren schon nervt. So, wir reden immer über dieselben Sachen. Ich würde gerne mal Kapitel zumachen, wirklich zumachen, weil es gibt so viel mehr, was man erforschen kann. Und deswegen machen wir diese Debatten, dass wir dann auch endlich mal ja zum gemeinsamen Nenner bestenfalls kommen. Gut, liebe Zuschauer, dann ich werde kurz was einblenden. Wir machen kurz Pause und ich würde dann sagen, bis gleich. Die Bibel sagt eindeutig, dass der Glaube aus Verkündigung kommt. Wie sollen die glauben, wenn die nie von Wort Gottes gehört haben? Irgendwo sehe ich, wir Christen sind verpflichtet, das Wort Gottes regelmäßig an die Menschen weiterzugeben. Und wir sind jeden Samstag auf der Straße, damit wir Menschen erreichen, die nach der Suche nach der Wahrheit sind. Und damit wir diese Menschen mit dem Evangelium erreichen. Heute geht es um ein wichtigen Thema, nämlich Liebe. Liebe ist ein wichtigen Element der Glaube. Wir sollen jeden Mensch auf der Straße so annehmen, wie die sind. Und es gibt manchmal
Es hört sich immer so schön an, Evangelisation, aber es gibt manche skeptische Leute, die wirklich sehr anstrengend sind und wir wirklich manchmal Geduld brauchen. Und da für Geduld haben, brauchen wir Liebe. Die Person annehmen, wie die ist, und da ist es ein sehr wichtigen Tipp. Und die Liebe Gottes ist sehr größer gewesen als alles anderes. In 1. Korinther 13, 13 steht: Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte. Amen. Ja, wir möchten ein bisschen erklären, was wir verteilen. Wir haben zum Beispiel Lektüre von Heukelbach, das sind treue Brüder, die wir regelmäßig Sachen bestellen und wir so viel bekommen. Zum Beispiel, das ist sehr, sehr, sehr wichtiges Lektur und da nehmen sehr viele Menschen mit. Es geht um Lebensentscheidungen und eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Es gibt ja zum Beispiel eine coole Geschichte, hat jemand gesagt, ich nehme das auf jeden Fall mit, weil ich muss eine Lebensentscheidung treffen. Und wir können nur beten und hoffen, dass diese Lektur ihn weiter geholfen hat. Und wir haben Bibel auf viele Sprachen. Wir haben Bibel auf Arabisch, wir haben Bibel auf Rumänisch, wir haben Bibel auf Deutsch. Wir verteilen die Schlachterübersetzung, das Neue Testament und das ist das Alte Testament. Und viele andere Sachen, zum Beispiel auf Dari, auf Spanisch, auf Englisch, auf und so weiter, was wir alles haben. Diese Arbeit wird von Spenden finanziert. Wenn du das Herz dafür hast, diese wunderbare Arbeit wie Evangelisation, wie YouTube-Arbeit, wie Jüngerschaft, wie Seminare, Menschen beizubringen, wie man das Evangelium weitergibt, kannst du uns gerne finanziell unterstützen. Bete dafür, ob das Gottes Wille ist. Ob das Gottes Wille ist, uns zu finanzieren, uns zu unterstützen. Du kannst mit einer regelmäßigen, mit einer einmaligen Spende oder mit Sachspenden uns finanzieren und unterstützen, damit wir diese Arbeit nicht nur für eine kurze Zeit machen, sondern langfristig, bis Jesus Christus wiederkommt. Amen. Privatspenden finanziert. Und wenn ihr wirklich betet zu Gott, fragt Jesus, ob es Gottes Wille ist, uns zu unterstützen. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, würden wir das sehr gerne annehmen. Wir haben unten in dem Link veröffentlicht, wie du uns unterstützen kannst. Eine einmalige Spende oder regelmäßige Spende. Damit wir diese wunderbare Arbeit mit dem Evangelisation und viele andere YouTube-Arbeit und Jüngerschaft weitermachen können, würden wir uns so freuen, wenn du uns unterstützt.
alle 2 Wochen live für unsere Zuschauer, um so alle Menschen in Deutschland zu erreichen. Wir organisieren professionelle Speaker für dich und du kannst dich mit deiner Meinung aktiv am Gespräch beteiligen. In alle unsere Streams geht es um die Themen Atheismus, Koran und Bibel. So, ich grüße euch alle wieder zurück. Ja, ihr habt noch die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Gerne noch ein paar mehr Fragen für den lieben Marvin, sowie auch für den Samra. Wir haben jetzt schon ein paar Fragen gesammelt. Wir möchten halt auch wirklich gute Fragen, die wo dann halt auch derjenige auch wirklich gefordert wird, drüber nachzudenken. Und wir bitten auch wirklich nochmal in den Chat, dass ihr wirklich respektvoll voneinander seid. Ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Seid bitte nett zueinander. Wir haben es bald geschafft. Vielleicht auch noch mal kurz einen Überblick. Also wir werden jetzt in die Fragerunde kommen. Danach, ich finde, das ist auch eigentlich mit für mich der spannendste Teil, werden die beiden ins Kreuzverhör gehen und werden sich gegenseitig noch mal eine Frage stellen. Also werden sich innerhalb von 10 Minuten Fragen stellen. Und da geht es halt wirklich darum, dass der andere dann auch auf die Frage eingeht. Ja, also da kann man dann wirklich wirklich festnageln und sagen, so, jetzt gib mir doch bitte eine Antwort. Wir haben aber auch ausgemacht, dass die Möglichkeit besteht, dass derjenige nicht auf die Frage, also dass er sagt, gut, ich möchte darauf nicht antworten. Ne? Niemand ist gezwungen, aber wir können natürlich uns dann auch in diesem Fall dann unseren Teil dazu denken. So, wie ich sehe, sind beide wieder zurück. Das freut mich sehr. Ich hoffe, die Gemüter konnten jetzt wieder so ein bisschen abkühlen. Wir werden jetzt in die nächste Runde gehen. Ich hole mal beide wieder zurück. Hallo Marvin und hallo Samba. Bei mir gibt es nichts abzukühlen. Ich habe ja nicht beleidigt. Samba, ich habe dich gerade nicht verstanden. War nicht. Ich habe gesagt, bei mir gibt es ja nichts abzukühlen. Ich habe ja nicht beleidigt. Ich wurde nicht einmal respektlos. Also derjenige, der Beleidigung getroffen hat, das können dann die Zuschauer entscheiden. Ich finde es aber sehr respektlos. Ich habe nur Observationen dargestellt. Ausreden lassen, bitte. Ich habe einfach nur, wir haben ja zusammen diesen Vertrag gemacht. Hier wurde mein Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als transsexuell bezeichnet. Er hat sich selbst zu einem Propheten gemacht, indem er gesagt hat, ich wäre ein besserer Prophet als dein Prophet. Das sind Respektlosigkeiten, die er gemacht hat, weil er keine Argumente hat. Er hat über mich gelogen, dass ich Sachen gesagt habe. Das kann er machen. Das ist kein Problem. Das ist ja kein Vertrag. Das wurde im Vertrag nicht festgelegt, ob er über mich lügt oder nicht. Das ist ja seine Religion. Das ist kein Problem. Aber ich meine nur, dass er den Propheten Muhammad a.s. beleidigt, zeigt einfach, wie klein er ist. Warum beleidigt er meinen Propheten? Was habe ich hier vor mir gegeben, dass er den beleidigen muss? Warum muss er diese Wörter treffen wie transsexuell und so weiter und so fort? Ich komme doch jetzt auch nicht mit Hosea Kapitel 1, Vers 2, wo Gott befohlen hat, eine Hure zu heiraten. Das mache ich doch auch nicht. Ich bleibe objektiv. Warum bleibt er nicht objektiv? Samuel, das muss ich kurz ganz gut reingrätschen. Also erstmal wichtig ist, wir haben alle ein Abschlussstatement. Dort könnt ihr dann beide, ich weiß, Marvin, du würdest jetzt gerne darauf antworten. Ja. Das ist mir bewusst. Wir haben ein Abschlussstatement. Und wir werden natürlich nochmal im Nachgang uns zusammensetzen und über die Punkte sprechen. Ja? Okay. Lass uns jetzt auf die Debatte bitte konzentrieren. Und wir gehen jetzt in den nächsten Teil. Und zwar, Marvin, werden wir mit dir anfangen. Wir werden jetzt 3 Fragen stellen, auf die du bitte eingehst. Mhm. Du wirst 2 Minuten Zeit haben, um auf die Frage einzugehen. Und Samra hatte nochmal 1 Minute Zeit, um auf deine Antwort einzugehen. Ja. Wenn du bereit bist, sag bitte Bescheid. Mhm. Wunderbar, gut. Dann kommen wir zur ersten Frage. Und zwar an Marvin. Ja. So, kurz nochmal die Zeit einstellen. Wenn derjenige wie Mose Jesus in Klammern Gott ist, müsste dann Mose nicht Gott sein oder zumindest göttlich, da Jesus vermeintlich Gott ist, beziehungsweise Teil der Trinität? Nee, eben nicht. Das ist eben der Trugschluss, den Samra jetzt sehr, sehr oft gebracht hat, weil einfach Kriterien genommen werden und quasi gesagt wird, okay, so muss Jesus sein, so muss Mohammed sein. Nein, es wird explizit im Text gesagt, in welchen Punkten er wie Mose ist. Und das ist eben, was sie schon gesagt hat. Er spricht im Namen von Yahweh. Er hat ihn direkt gesehen, also Panim, El Panim, ja, von Gesicht zu Gesicht, von Angesicht zu Angesicht. Das sind die Kriterien. Dann natürlich noch als Kriterium, dass er
entsprechend große Wunder vollbringt, was natürlich Jesus auch gemacht hat. Er hat Leute von den Toten auferweckt. Er ist selber von den Toten auferstanden. Ja, und das sind die tatsächlichen Kriterien, die gegeben werden, inwiefern er wie Mose ist. Und steht explizit, worauf Samra auch ja leider nicht eingegangen ist, aber kann ich schon verstehen, weil das ist nicht möglich, darauf einzugehen, mit Mikir Becha, mit Achecha und mit Kedef plus Ach. Also wir haben Mikir Becha mehr Achecha und das sagt explizit, es muss sich um einen Israeliten handeln, um einen Juden und das ist genauso Mose wie auch Jesus. Und das sind die Punkte, inwiefern er dann wie Mose sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil Jesus natürlich zwei Naturen hat, er ist wahrhaftig Gott und er ist wahrhaftig Mensch. Das heißt nicht, dass auch Mose das dann zutreffen muss. Ja? Das sind auch ganz andere Punkte, zum Beispiel, wenn man das mit Mohammed vergleichen würde. Wir haben auch ganz viele arbiträre Kriterien, die wir sagen könnten, inwiefern Jesus sonst noch wie Mose ist, die aber nicht genannt werden, was aber zum Beispiel auf Mohammed nicht zutrifft. Ja, zum Beispiel, dass sie beide von Ägypten sind ins gelobte Land oder dass sie als Kind fast umgebracht wurden. Und da könnte man auch jetzt so eine ganz lange Liste geben, natürlich von Sachen, aber das ist eben nicht, was im Text erwähnt wird. Und das ist die Antwort darauf. Vielen Dank. Marvin, wir werden es jetzt so machen. Ich hatte deine Zeit schon laufen lassen und habe dann erst die Frage vorgelesen. Hast du nicht tatsächlich. Ich habe drauf geschaut, die Zeit ging erst los. Also sehr schön. Gut, wunderbar. So, Samra, du hast jetzt eine Minute Zeit, um darauf einzugehen. Und wenn die Zeit startet, darfst du beginnen. Also ich habe ja schon aufgezählt, wie viele Gemeinsamkeiten, okay, der Prophet Muhammad a.s. mit Mose hat. Das könnt ihr auch sehen. Hier sind die ganzen Gemeinsamkeiten. Er sagt, er hat im Namen von Yahweh gesprochen. Jeder Prophet hat im Namen von Yahweh gesprochen. Was ist das für ein Indiz, dass er so ist wie Mose? Jeder Prophet hat im Namen von Yahweh gesprochen. Im Namen Gottes gesprochen. Jeder Prophet, was ist das für ein Vergleich? Er hat im Namen von Yahweh gesprochen. Er hat Wunder vollbracht. Der Prophet a.s. hat den Mond in zwei Hälften gespalten und Moses hat die zwei Meere in zwei Hälften gespalten. Soll ich jetzt sagen, beide haben zwei Hälften gespalten, das ist ein Indiz dafür? Das wäre ein Indiz, wenn ich so philosophieren würde wie du. Aber ich gebe dir klare Argumente, warum der Prophet Muhammad a.s. Musa a.s. gleicht und Isa ibn Maryam a.s. nicht gleicht. So, für dich ist Jesus ohne Sünde, auch im Fleische. Aber der Prophet Mose hat Sünden. Warum vergleichst du jemanden, der keine Sünde hat, mit jemandem, der Sünden hat? Bravo. Mach Jesus weiter klein. So, Samra, vielen Dank. Und wir werden jetzt die nächste Frage für Marvin einblenden. So, erkläre Josua 9,23 und Deuteronomium 25, 11 bis 12. Hast du das die Verse... Was mit dem Thema zu tun? Ja. Also geht es darum, um das Thema, ob Mohammed in der Bibel prophezeit wurde? Hast du den Vers vor dir? Wenn nicht, müssen wir nochmal ganz schnell nachschauen, ob das mit dem Thema zu tun hat. Ich gehe auch ganz schnell rein. So. Dass Jesus angeblich den gleichen Willen wie der Vater hat, war auch nicht beim Thema, hast du aber auch angesprochen. Und Jesus sagt aber in Johannes 5,30, er hat nicht den gleichen Willen wie der Vater. Nee, es ging da um die Frage mit dem Psalm. Nein. Und da habe ich dir das beantwortet und das gehörte zur Antwort. Alles gut. Genau. So, ich würde auch sagen, die Frage, vielleicht kann der Fragende uns nochmal explizit sagen, was er jetzt wissen wollte. Weil ich meine jetzt zu erwarten, dass Marvin jetzt einen Vers auslegt, ich sehe jetzt da auch nicht den Zusammenhang, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich vorschlagen... Ich weiß auch gar nicht, was ich da erklären sollte, ehrlich gesagt. Genau, dann lasst uns bitte die nächste Frage für Marvin einblenden. Dann zählt die ja gar nicht. Richtig. Ja, klar. Genau. Ja, dann bitte einmal die nächste Frage für Marvin einblenden. Und genau, super. Und zwar Schlachterbibel, 5. Buch Mose, 33, Vers 2. Marvin, erklär mal. Ja, kein Problem. Gut, einen kleinen Moment bitte. 5. Mose, 33, Vers 2, das hatte ich auch in meinem Opening Statement erwähnt. Da steht ja, er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihn aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Und diese ganzen Stellen, die hier genannt werden, also die vier Orte, sind ja nicht nur drei, wie Samra uns das versucht hat, ich weiß zu machen, aber hier sind vier Orte. Und die sind alle explizit Teil der Exodus-Route. Also die Orte, die die Israeliten durchlaufen haben, nachdem sie aus Ägypten rausgegangen sind. Das heißt, hier geht es um die...
um die Wanderung nach dem Exodus. Und mit dem feurigen Gesetz ist die Tora gemeint, weil nämlich explizit nach Deuteronomium 5, Vers 22 das Ganze aus dem Feuer heraus offenbart wurde. Deswegen feuriges Gesetz. Ja, also das ist quasi die Antwort dazu. Und wir sehen jetzt eben, wenn wir wirklich sagen würden, okay, das sind irgendwelche Propheten oder so, was nirgendwo im Text steht, ja, es ist explizit sogar so geschrieben, dass es sich auf die Vergangenheit bezieht, dann ist es eben der Fall, dass Meribat Kadesh, ja, das wäre dann ja nach der Logik ein vierter Prophet. Aber wer soll das sein, wenn der dritte von Paran, der angeblich Mohammed sei, obwohl Paran wo ganz anders ist, als irgendwie um Medina oder Mekka rum, dann ist halt der Fall, wer soll das dann sein? Weil da müsste ja ein Prophet danach kommen, obwohl Mohammed der letzte Prophet ist. Wie kann das denn sein? Entweder wird dann einer kommen und Mohammed wäre ein falscher Prophet, oder, wie es ganz einfach ist, hier geht es nicht um Propheten, sondern hier geht es einfach nur um die Orte, an denen die Israeliten waren. So, vielen Dank. Dann, lieber Samra, hast du jetzt eine Minute Zeit, um auf Marvins Antwort einzugehen? Ich blende die eine Minute ein. Er hat gelogen und hat den gelben Teil rausgelassen. Ich habe das sogar markiert, was er jedes Mal rauslassen wird. Immer wieder erwähnt Marvin das Grüne und nie das Gelbe, weil das Gelbe tut ihm weh. Er sagt, davon ist von keinem Propheten die Rede, richtig? Was steht da denn? Der Herr ist von Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist hervorgebrochen vom Berge Paran und ist gekommen mit viel tausend Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Wie hat er die Leute so lieb? Hier redet man von einer Person, nicht von mehreren Leuten, die auswandern. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand über eine Person. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Mose hat uns das Gesetz geboten, das Erbe der Gemeinde Jakobs. Hier geht es um eine Person. Und du sagst, hier geht es um ein paar Israeliten, die so ein bisschen ausgewandert sind. Du lügst. Das steht nicht im Urtext. Natürlich blendest du das Gelbe ein, weil das Gelbe tut dir natürlich immer wieder weh. Alles, was auf einen Propheten hindeutet, nehmen sie weg. Und ihr habt wieder die Philosophie gesehen. Er hat wieder selber gedeutet. Hier, ich habe Bibelstelle genannt, das ist eine Person bezeichnet. Er hat wieder nur philosophiert. So, Samra, vielen, vielen Dank. Dann bitte einmal die nächste Frage für Marvin einblenden, bitte. So, Marvin, Frage an dich. Ich, Z, fragt, wer ist der Prophet in Johannes 1,20 bis 21? Die Zeit läuft. Hast du? Ja, Moment, jetzt kommt's. Okay. Ja, das ist tatsächlich der Prophet aus Deuteronomium 18, ab Vers 15. Und damit ist tatsächlich Jesus gemeint. Jetzt ist natürlich, was Samra gesagt hat, aber hier steht doch, bist du Elia? Bist du der Prophet? Bist du der Messias? Ja, es werden als drei Fragen gestellt. Erstmal übrigens interessant, er wird nachgefragt, ob er der Prophet ist, obwohl Johannes der Täufer ein Jude war und kein Araber. Wie kann das denn sein? Haben die Juden wohl richtig verstanden, wie es im Hebräischen nämlich auch heißt und nicht so wie du. Und jetzt ist eben der entsprechende Fall. Die Juden haben nicht gesagt, hey, der Prophet ist definitiv eine andere Person, sondern sie hatten einfach verschiedene Konzepte, ja, und sie haben quasi separat gefragt, ob das der Fall ist. Sie haben nicht explizit gesagt, die eine Person ist nicht die andere Person, sondern sie haben nach verschiedenen Konzepten gefragt, ja. Und abgesehen davon, Juden haben, selbst wenn sie das so gesehen hätten, was in irgendwo drin steht, Juden hatten verschiedene falsche Vorstellungen. Ja, zum Beispiel auch vom Messias. Das müsst ihr auch so akzeptieren, weil Jesus auch laut dem Islam der Messias war. Ja, aber auch laut dem Islam hatte der Messias nicht das so gemacht, wie sie die Juden sich das damals vorgestellt hatten. Das heißt, es gibt hier definitiv einen Unterschied von dem, was Juden damals dachten, denn Juden waren auch nur einfach Menschen, die auch Fehler gemacht hatten, ja, und dem, was tatsächlich der Realität entspricht. Und wie gesagt, die sagen nicht mal, dass das definitiv zwei unterschiedliche Personen sind. Das sagt hier niemand. Und vor allem sagen sie nicht, dass das ein Araber sein wird. Das ist absolut gegen den Text und das sieht man sogar explizit in Johannes 1, wo sie einen Juden danach fragen, ob er der Prophet ist. Marvin, vielen Dank. Samra, du hast jetzt wieder eine Minute Zeit, um auf die Antwort zu kommen. Der Samra argumentiert nicht, der Samra liest die Bibel, was Marvin nicht macht.
Matthäus 21, Vers 42. Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und wenn er fällt, den wird er zermalmen. Allahu Akbar. Das heißt, hier sagt Jesus schon, es wird von den Juden genommen und einem anderen Volk gegeben. Wem? Nämlich den Arabern. Und er sagt, nein, damit ist Dings gemeint. Damit ist Jesus gemeint als Prophet. Noch einmal, Jesus hat keine Sünden gemacht nach Marvin. Moses hat nach Marvin Sünden gemacht. Wie kann jemand, der keine Sünde hat, einem gleichen, der Sünden gemacht hat? Wie kann ein Gott seiner Erschaffung gleichen? Wie kann ein Gott so sein wie sein Diener? So, Samra, vielen, vielen Dank für deine Antwort. Wir werden jetzt den Spieß umdrehen. Samra, jetzt bekommst du 3 Fragen aus dem Chat und Marvin hat jeweils 1 Minute Zeit, um auf diese Frage einzugehen. Ich werde einblenden. So, die erste Frage kommt von Two and the Mile. Frage an Samra. Wenn in Johannes 14,30 nicht Satan gemeint ist, wie erklärt sich Samra dann Johannes 16,11, wo dieser Fürst gerichtet wird? Samra, hast du den Vers Johannes 16 euch geöffnet? Ich kenne ihn schon. Alles kennst du schon, alles klar. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einmal die Zeit einblenden. Und wenn es losgeht, darfst du starten. Es geht hier dabei um das, was ich mit dem Fürst verbunden habe. Ich habe den Fürsten aus dem Alten Testament genommen und es damit kombiniert. Die Christen nehmen jetzt diesen Fürsten und verbinden das mit Korinther und verbinden das jetzt mit dieser Stelle, wo auch Fürst vorkommt, aber im negativen Sinne. Das heißt, Fürst kann 2 Bedeutungen haben. Einmal Fürst der Guten oder Fürst des Schlechten. Es heißt doch in der Bibel, in Korinther, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Und in anderem Sinne heißt es, Gott nehmen die Christen immer wieder wortwörtlich. Deswegen bin ich da jetzt vorsichtig. Nur bei Jesus nehmen sie es natürlich wortwörtlich. Dort ist gemeint, dass der Teufel der König, sozusagen der König oder der Befehlshaber, oder die Gewalt über die Welt hat, so diese weltlichen Belangen, dass zum Beispiel Unzucht passiert und so weiter und so fort, dass der Teufel dafür sorgt, dass so etwas passiert, dass die Welt sozusagen verkommt. Damit ist so ein Fürst gemeint. Aber es gibt doch den Friedensfürsten. Im Psalm steht doch der Friedensfürst. Und der Fürst wird von Jesus prophezeit. Warum soll Jesus jemanden prophezeien, ne, der schlecht ist? Jesus hat dort einen guten prophezeit. Das heißt, die Begrifflichkeit Fürst kommt einmal im positiven und einmal im negativen Sinne vor. Ich habe das mit den Psalmen. Marvin sagt doch immer so schön, er hat immer wieder die Psalmen zitiert. Jetzt auf einmal wird darauf keine Rücksicht genommen und sagen, nein, damit ist nur gemeint, dass der Fürst der Welt damit gemeint ist, also der Teufel und nicht der Friedensfürst. Ich habe das mit dem Friedensfürsten verglichen, mit dem Psalmen und nicht mit dem Fürsten, der für das Schlechte da ist. Ganz einfach und das ist auch biblisch, Psalmen. Du bist fertig, Samra? Du hättest es treiben? Alles klar, okay. Marvin, du hast jetzt 1 Minute Zeit, um auf die Antwort von Samra einzugehen. Wenn die Zeit eingeblendet wird, darfst du starten. 15 Sekunden. Mhm, ja, warte, los geht's. Okay. Ja, wie ihr seht, er hatte keine Antwort drauf. Er hat einfach gesagt, nee, das sind 2 unterschiedliche Personen. Ja, hat er sich irgendwie so versucht, so ein bisschen zurechtzureden. Aber hier sind die gleichen Worte, die benutzt werden. Ja? Tu kosmu arkon. Also, dieses tu kosmu im Genitiv. Ja, und dann Alkohol. Und hier in, also das war jetzt quasi in Johannes 14 und in Johannes 16 steht Ho Alkohol tu kosmo. Wieder genau das gleiche. Wieder Alkohol und wieder tu kosmo im Genitiv. Es ist exakt dasselbe, was da steht. Natürlich, jeder gesunde Leser weiß, bei so etwas, wenn da die gleichen Begriffe verwendet werden, dass es dann hier auch um das gleiche Konzept geht. Aber das kann Samra natürlich nicht akzeptieren, weil sonst hiernach natürlich Mohammed gerichtet wird. Genauso wie es auch dieser Text explizit sagt. Ja, aber das möchte er natürlich nicht akzeptieren. So, Marvin, vielen Dank. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage für Samra. Bitte einmal einblenden. Apologetischer Scharfschütze fragt, warum suchst du in Büchern wie Hohelied oder Jesaja nach Prophezeiungen? Im Koran werden ja nur Tora, Psalm und Evangelium als Offenbarung Gottes anerkannt. So, die Zeit läuft jetzt. Finde ich lustig, die Frage. Also
im Koran heißt es, dass in der Tora die Psalmen, ne, Sebur und auch Injil, das Wort Gottes enthalten ist und dass dort der Prophet Muhammad a.s. prophezeit wird. Diese Bücher gehören doch zum Alten Testament. Das sagt doch jeder, das gehört zum Alten Testament. Und der Tafsir von Imam Qurtubi, von Ibn Kathir, von Fakhreddin al-Razi sagen alle, dass damit, wenn Taurat angesprochen wird, auch die anderen Bücher wie Jesaja gemeint sind. Jesaja 42, das ich gleich auf meinem TikTok weiter erklären werde, das war so mein Ass im Ärmel, das habe ich bei Marvin leider nicht gebraucht, weil er zu schwache Argumentation hatte. Auf Jesaja 42 zum Beispiel, das ist eine komplette Prophezeiung nur über den Propheten Muhammad a.s. Aber das werde ich gleich bei mir auf TikTok zeigen. Und wie gesagt, der Tafsir von unseren Gelehrten sagt, dass wenn da Tora steht, dass damit auch die anderen Bücher gemeint sind. Das heißt Jesaja, Hohelied von Salomo und so weiter und so fort, Samuel und so weiter und so fort, dass das Wort Gottes darin enthalten ist. Das heißt, die Bibel, die wir heute hier haben, dort drin ist das Wort Gottes, okay, aber es wurde verfälscht. Was ist davon noch original nach dem Islam? Das, was dem Koran nicht widerspricht, das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist unsere Vorgehensweise bei der Bibel. Ich bin fertig. Alles klar, vielen Dank. Gut, Marvin, du hast jetzt eine Minute Zeit, um auf das Gesagte von Samra einzugehen. Ja, also Samra kennt sich anscheinend nicht mal so richtig aus, weil er nicht mal weiß, wie man als Muslim auf diese Frage antwortet. Aber was eigentlich als Antwort oft genannt wird, ist, dass Jesus auch zum Beispiel sagt, im Gesetz, ja, Honomos, im Gesetz steht quasi, und dann wird auf etwas quasi zitiert, was nicht in der Tora steht, sondern eben zum Beispiel in den Propheten. Das geht an dieser Stelle allerdings nicht, weil hier explizit unterschieden wird zwischen der Tora und dem Evangelium. Das heißt, wenn zwei verschiedene da stehen, dann kann sich Tora nicht auf den gesamten Tanach bzw. auf die gesamten Schriften beziehen. Ja, das geht nur, wenn wirklich ein Begriff da verwendet wird, wie dann zum Beispiel auch von Jesus später im Neuen Testament. Aber das geht hier nicht, weil explizit zwei verschiedene Begriffe verwendet werden. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, in diesen verschiedenen Büchern zu gucken, die nicht erwähnt werden in Sure 757. So, danke schön, Marvin. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage an Samra. Bitte einmal einblenden. Und zwar Swiss Apologetics fragt, wenn Mohammed in einer angeblich verfälschten Bibel prophezeit wurde, wäre das ein sehr schwaches Argument. Warum macht dein Gott schwache Argumente? So, die Zeit wird eingeblendet, Samra, und du darfst dann starten. Also das Argument, dass es schwach wäre, wenn es aus einem verfälschten Buch ist, da können wir ja ganz leicht die Bibel zitieren, okay? Denn es steht drin in Jeremia, Kapitel 8, Vers 8, wie könnt ihr sagen, Moment, einen Augenblick. Ja, das geht noch. Jeremia, Kapitel 8, Vers 8. Der Herr sagt, wie könnt ihr behaupten, wir wissen Bescheid, wir haben doch das Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn ist durch seine Ausleger völlig verfälscht worden. Diese klugen Leute werden sprachlos dastehen, wenn das Unheil sie trifft und man sie gefangen wegführt. Sie haben mein Wort verachtet. Was für ein Wissen haben sie da noch? Das heißt, wenn du das als schwach bezeichnest, dann musst du die gesamte Lehre als schwach definieren, weil in dem gleichen Buch, was von den Auslegern verfälscht worden ist, wird auch Jesus prophezeit. Also ob ich jetzt Mohammed a.s. von dort prophezeie, dann dürfte dir das nicht wehtun. Und außerdem sagen wir, dass die Spuren der Wahrheiten dort immer noch drin sind. Die Spuren der Wahrheiten. Und sie widersprechen auch nicht dem Koran. Wenn sie dem Koran nicht widersprechen, sind sie für uns gleichwertig. Aber für euch, also hat das gar keine Rolle, weil ihr glaubt ja nicht daran, dass der Koran Kalam Allah Azza wa Jalla ist, die unerschaffene Rede Gottes ist. Wir glauben daran, dass es so ist. Und das, was dort dem Koran nicht widerspricht, ist für uns heilig. Deswegen kann ein Muslim niemals eine Bibel verbrennen oder sonst irgendetwas oder das respektlos behandeln, weil das Wort Gottes immer noch drin ist. Und das sind natürlich keine schwachen Argumente. Das ist einfach nur deine Meinung. Also das ist jetzt keine objektive Darstellung. Keiner würde sagen, das ist ein schwaches Argument. Das ist für dich ein schwaches Argument, für mich nicht. Das heißt, das ist deine subjektive Meinung. Und wir reden hier nicht über subjektive Meinungen, wir reden hier über Objektivität. Samra, vielen Dank. Marvin, du hast jetzt eine Minute Zeit, um auf die Antwort einzugehen. Nun, frühe Muslime dachten ja auch, dass es eben nicht verfälscht sei. Das ist ja der Unterschied zu neuen modernen Muslimen, die das natürlich aber denken müssen, weil es ganz obvious ist, dass sich das Ganze widerspricht. Zu Jeremia 8,8
was er gesagt hatte, darum geht es nicht. Hier geht es um die Interpretation des Gesetzes durch die Schriftgelehrten. Also die Traditionen in ihren Kommentaren dann zum Beispiel, die das so hinzufügen zu dem Ganzen, das kommt aber nicht von Gott. Ja? Und das ist auch genau das, was Jesus auch zu seiner Zeit kritisiert bei den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Ja? Die Gesetze des Mose, also die Tora dann quasi, das mosaische Gesetz, das war zur Zeit Jeremias noch verfügbar, unverfälscht in der Schrift, wie wir sehen in 2. Chronik 34, 24 und auch deutlich später noch zur Zeit Daniels in Daniel 9, Vers 13 und zur Zeit Esras in Nehemia 8, Vers 2. Marvin, vielen, vielen Dank. Gut, Leute, wir haben jetzt den vierten Teil, die vierte Runde abgeschlossen. Wir kommen jetzt zur fünften Runde und das ist für mich persönlich die spannendste Runde, weil jetzt kommen wir ins Kreuzverhör. Das bedeutet, Marvin, du wirst anfangen. Du wirst jetzt Zamra 10 Minuten Fragen stellen und Zamra muss dir antworten. Ich werde erst nur dann angreifen, wenn jetzt wirklich jemand anfängt, laut zu werden oder den anderen jetzt wirklich hardcore beleidigt. Ansonsten, klar, es geht schon darum, dass man eine Antwort von dem Gegenüber bekommt. Aber wenn ihr das Gefühl habt, er möchte nicht antworten, er weicht aus, geht zur nächsten Frage. Nutzt diese 10 Minuten und macht das Beste draus. Ja, an euch beide. Gut, dann würde ich jetzt die 10 Minuten einläuten und Marvin, deine Zeit läuft ab jetzt. Okay, meine erste Frage ist, wenn Hohelied 5,16 über Mohammed ist, wer ist dann Schulamit? Du sagst die ganze Zeit, diese Stelle mit Mohammedim bezieht sich in anderen Stellen auf einen anderen Kontext. Und du willst jetzt damit fragen, wer ist Mohammedim in den anderen Stellen? Habe ich das richtig verstanden? Nein, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, wenn Hohelied 5, Vers 16 über Mohammed ist, wer ist dann Schulamit? Was meinst du mit Schulamit? Definier das. Was meinst du damit? Du willst sagen, Hohelied 5,16 ist über Mohammed und du weißt nicht mal, wer Schulamit ist? Ja, erklär das. Ja, gut. Das reicht mir. Das reicht mir. Ich gehe zu nächsten. Nein, du musst mir doch erklären. Ich brauche dir nicht ganz einfache Sachen vom Hohelied erzählen, ganz ehrlich. Hä? So. Du musst mir doch erklären, was damit ist. Ich frage dich doch. Hast du Angst? Erklär Schulamit ist die Person, die hier spricht. Ich gehe zur nächsten Frage. Genau. Jetzt kann ich das auch beantworten. Also. Ich kann es dir auch jetzt beantworten. Kannst du mir eine Stelle in der Tora nennen, wo Mikir Becha für irgendwen anders verwendet wird als Israel? Mikir Becha bezieht Israel. Ich habe dir gesagt, es bezieht sowieso nur Israel. Deswegen wird ja Israel angesprochen aus euren Brüdern. Wer sind die Brüder der Juden? Die Brüder der Juden. Es geht da um die Israeliten selbst. Ja, wer sind die Brüder der Israeliten? Die Israeliten selbst, das habe ich gerade gesagt. Die Brüder der Israeliten sind Israeliten. Wenn Sie aus denen sprechen, dann geht es um die Brüder unter ihnen. Ja, deswegen frage ich dich nochmal. Nein, ich stelle die Frage. Deswegen frage ich dich nochmal. Mikir Becha, bezieht sich das in einer einzigen Stelle auf jemand anderes als die Israeliten? Es geht nicht hier rum, dass es einfach nur von den Israeliten die Brüder sind, sondern dass die wirklich darunter sind, also die davon sind, dass die Israeliten sind. Darum geht es. Kannst du mir eine Stelle nennen, wo das anders ist? Du sagst die ganze Zeit, wo es anders ist. Ich sage dir, es bezieht doch die Israeliten. Sie werden angesprochen von Gott. Sie werden angesprochen. Und es heißt, aus euren Brüdern, die Brüder der Israeliten, fragst ich beziehe du mich nicht auf das Marvin ausreden lassen. Du hast gesagt, es bezieht die Israeliten. Ich frage dich gerade, wer sind die Brüder der Israeliten? Du sagst Israeliten. Es sind die Brüder unter den Israeliten. Lass mich ausreden. Guck mal, du blamierst dich, indem du sagst, die Brüder der Israeliten sind die Israeliten. Das ist so, wie wenn ich dich fragen würde, wer sind jede die einzelne Stelle in der Tora. Marvin, bitte ausreden lassen. Bitte, du kannst, du blamierst wenn er geantwortet dich, hat, kann sagst, er was, kannst du dazu was sagen. Bitte, Samra, ausreden lassen, Marvin, bitte. Genau. Du blamierst dich, indem du sagst, die Brüder der Israeliten sind die Israeliten. Die Brüder der Israeliten sind die Araber. Es und ich habe jeder die einzelne Stelle. Nee, Marvin. Okay, Leute, stopp. Lass mich meinen Punkt. So, Leute, ganz kurz. Ich muss euch jetzt kurz bei Samra ganz kurz. Marvin, wenn Samra spricht, lass ihn bitte ausreden. Du kannst nachdem Samra, guck mal, du stellst ihn eine Frage und wenn Samra antwortet, kannst du danach darauf eingehen.
ja, und sagen, dass es falsch ist, aber bitte lasst ihn ausreden. Grätscht euch bitte nicht rein, weil das bringt nichts. Ja, ich werde die Zeit gleich dann nochmal dazu machen. So weiter bitte. Nee, er geht auf meine Frage nicht ein, das ist der Punkt. Es geht darum, du hast Mitte, das ist Kedef. Und dann hast du Brüder, das ist Ach. Und wenn das zusammen ist, jedes Mal bezieht sich das auf Israel. Es geht nicht einfach nur um, ich spreche euch an und dann sind das die Brüder von euch. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht, was ich gefragt hatte. Meine Frage ist, wer dann daraus resultiert? Jedes Mal an jeder einzelnen Stelle in der gesamten Tora, sogar in dem gesamten Tanach, ist es immer Israel. Nicht einfach nur, ich spreche euch an, euch ist Israel und dann die Brüder von euch. Darum geht es nicht. Es geht darum, wer die Brüder von euch sind. Und jedes Mal ist das Israel. Darf ich jetzt antworten? Ja, ohne bitte, dass du mich unterbrichst. Wer wird angesprochen? Das Volk Israel, richtig? Ja. Ha, jetzt bleibt bei diesem Punkt. Israel, Gott spricht zu dem Volk Israel und sagt, aus euren Brüdern. Wer sind die Brüder der Israeliten? Die Araber. Immer, in jeder Stelle Israel. Ey, was soll das? Ich kann gar nicht aussprechen. Ich stumm ihn jetzt. Samra, ich stumm. Du hast doch gerade selber bestätigt. Selber. Du sagst, das Volk Israel wird angesprochen. Gott sagt zu dem Volk Israel, aus euren Brüdern kommt ein Prophet wie Mose. Ich hab's jetzt schon. Und lass mich doch aussprechen. Was ist dein Problem? Marvin, bitte. Gott spricht das israelitische Volk an und sagt, aus euren Brüdern wird ein Prophet wie Mose kommen. Wer sind die Brüder der Israeliten, frage ich dich. Du sagst Israeliten. Falsch. Die Brüder der Israeliten sind die Araber. Der Beweis, Abraham... Ich habe das jetzt schon zehnmal erklärt. Lass mich ausreden. Marvin. Aber Salam, ich bin hier... Marvin, ey, pass auf. Samra, pass auf. Wir machen das jetzt so. Samra und Marvin, bitte. Also, ich stopp ganz kurz die Zeit. Samra, ich weiß. Ich stelle die Frage. Richtig, genau, Marvin, du stellst die Fragen. Aber pass auf, wenn Samra am Antworten ist, dann musst du ihm die Möglichkeit geben. Aber er antwortet nicht, das ist der Unterschied. Ich wäre schon längst fertig. Aber schau mal, Marvin, bitte, wenn ich rede, redet bitte keiner. Sonst müssen wir das hier wirklich jetzt... Marvin, wenn du eine Frage stellst, dann muss Samra darauf antworten. Er kann 30 Sekunden antworten. Wenn du das Gefühl hast, dass er überhaupt nicht auf deine Frage eingeht, musst du ihn trotzdem ausreden lassen. Du kannst, nachdem er fertig ist, kannst du sagen, Samra, du bist überhaupt nicht auf meine Frage eingegangen. Und der Zuschauer entscheidet dann, ob Samra darauf eingegangen ist oder nicht. Aber es bringt nichts, wenn du... Das waren keine 30 Sekunden. Das waren 4 Minuten. Naja, nee, das war's nicht. Ich habe hier die... Uhr im Auge und das waren keine 4 Minuten. Also, wir probieren es jetzt nochmal. Samra, warst du jetzt fertig mit deiner Antwort? Ich antworte nicht mehr drauf. Okay, dann würde ich sagen, Marvin, bitte nächste Frage. Mhm. Okay. Was ist mit Psalm 119, Vers 120? Bist Antwort du da prophezeit und wenn nicht, warum nicht? Antworte ich nicht. Okay, nächste Frage bitte. Okay. Nächste Frage bitte. Gut, wenn Hohelied 5,16 über Mohammed ist, wer ist dann der Prophet Mamtak? Antworte ich nicht. Okay, beantwortest du auch nicht. Sehr schön. In Johannes 14, Vers 26 steht explizit, dass der Parakletos der Heilige Geist ist. Kennst du den Vers nicht oder warum behauptest du immer noch, dass es Mohammed ist? Antworte ich nicht. Auch sehr schön. Respektsplural. Nächste Frage. Warum respektierst du Mohammed mehr als Gott? Denn nicht mal für Gottes Namen, also Yahweh, wird das Ganze im Plural benutzt, sondern nur im Singular? Antworte ich nicht. Mhm. Sehr schön. Dann frage ich als nächstes. Jesaja 42. Wurde Mohammed als Bund gegeben? Also nicht, dass er einen Bund bringt, sondern dass er selber der Bund ist. Antworte ich nicht. Ganz kurz. Chris, immer wenn ich antworten werde, wird er das tun. Deswegen habe ich das Recht zu verweigern. Der Zuschauer weiß ganz genau, warum ich das jetzt mache. Was er fragt, ich antworte nicht. Samra, auch bitte mich aussprechen lassen. Schaut mal, Jungs. Ja, kein Problem. Samra, du siehst ja, ne? Ich sag auch, ich fand das jetzt auch gerade nicht in Ordnung, wie es gelaufen ist. Aber schaut mal, wir haben jetzt diese Zeit. Lass uns bitte diese Zeit nutzen. Das bringt jetzt nichts, wenn du jetzt 4 Minuten sagst, ich antworte darauf nicht. Es sei denn, du sagst jetzt direkt, du wirst auf keine Frage mehr antworten. Dann können wir eigentlich direkt dann die Fragerunde an Marvin weitergeben. Aber es wäre natürlich sehr, sehr schade. Weil wir haben uns jetzt alle die Zeit genommen. Wir haben hier fast 1000 Zuschauer, die sich freuen würden, dass Marvin Fragen stellt. Und gib Marvin bitte nochmal eine Chance. Ja, es wäre schön, dass du nochmal... Gib Marvin nochmal eine Chance. Marvin, ich bitte dich. Ich sage das nochmal vor allem. Jetzt kann ich es belassen. Und es wäre schön, wenn wir das wirklich hinbekommen könnten. Chris, der Marvin hat
Mohammed a.s.w. beleidigt, ich habe geschwiegen. Er hat dann noch weiterhin mich, meine Person, angegriffen, ich habe geschwiegen. Er hat eine islamische Quelle gebracht, die nichts mit dem Thema zu tun hat und die ich nicht erwähnt habe, ich habe geschwiegen. Aber wenn ich unterbrochen werde und das die ganze Zeit und du ihn sogar stumm musstest und er trotzdem weitermacht, dann ist das nur dreist und das ist eine Respektlosigkeit. Mit Kindern habe ich hier keine Lust, das durchzuziehen. Wie ein Kind hat er mich die ganze Zeit unterbrochen. Ich möchte hier ein Beispiel sein, dass man vernünftig miteinander reden kann. Ich habe diese Respektlosigkeiten nicht getan, die er gerade gemacht hat. Wenn er sich nicht benehmen kann, dann behandle ich so, wie er gerade handelt, wie ein Kind. Ich gebe ihm noch eine letzte Chance. Bitte, Marvin, wenn du mir eine Frage stellst, dann sei reif genug, um dir die Antwort anzuhören. Stell mir jetzt deine Fragen. Ich gebe dir eine letzte Chance. Bitte schön. So, einen Moment. Ich werde die Zeit einblenden und dann. Kein Problem. Gut. Dazu möchte ich nochmal das vom Anfang nochmal kurz aufgreifen. Denn der Punkt ist gewesen, dass ich gesagt habe, es geht nicht einfach nur um euch und davon die Brüder. Und das habe ich dir gesagt, warum das der Fall ist. Du hast es aber einfach konsequent weitergemacht und da ist die Zeit runtergegangen. Und deswegen habe ich dich unterbrochen, mehrmals. So, und jetzt nochmal die Frage. Wenn Mohammed in 5,16 prophezeit wird, was ist dann mit Psalm 119, Vers 120? Wirst du da prophezeit? Und wenn nein, warum nicht? Du nimmst einfach eine Sache von den Psalmen und sagst, damit ist Samra gemeint. Also das Thema ist Mohammed a.s. in der Bibel. Anstatt du die Sachen widerlegst, wo ich Mohammed a.s. zeige, das Erbe der Gemeinde Jakobs zeige, Abrahams Kinder zeige, die Araber zeige, arabische Quellen zeige und ein Gebiet nenne, die nichts mit dem Christentum zu tun haben, kommst du mit einer Sache, Samra, du bist prophezeit. Denkst du, ich nehme das ernst, was du gerade gemacht hast? Ich antworte doch nicht darauf, dass ich angeblich in der Bibel prophezeit worden bin. Was erwartest du hier? Das Thema ist Mohammed in der Bibel, nicht der Versuch von Marvin, Samra zu provozieren. Okay, schöne Antwort. Es geht genau darum, dass du meinst, Mohammeds Name ist da drin und dann zeige ich dir, dann ist dein Name da drin. Das ist die Antwort, die ich darauf gebe. Ja, eine von verschiedenen, auf die du alle nicht beantwortet hast. Aber, das hatte ich dir gesagt, und darauf kommt jetzt nichts. Wahrscheinlich, weil du die Stellen nicht kennst, whatever. Aber da steht genau der Name drin mit den Buchstaben. Ja, wie du das probieren möchtest bei Mohammedim angeblich, was da nicht mal steht. Und deswegen habe ich das genannt. Okay, nächste Frage. Wie ist es mit Johannes 14, 26? Da steht ja der Heilige Geist. Warum sagst du das, Mohammed? Johannes, Moment. Johannes 14, 26. Was? Genau, Johannes 14, 26. Du sagst, warum ich sage, damit ist der Prophet Mohammed, a.s.w. Gar kein Problem. Redet der Heilige Geist aus eigenem Antrieb oder im Antrieb Gottes? Warum das mit der Autorität da steht, erstmal ist interessant, dass du jetzt die Frage stellst, obwohl ich dir die Frage habe. Meine Gegenfrage ist die Antwort dessen, weil du sagst, ich beanspruche die Autorität. Darf ich jetzt auch mal ausreden? Ja, die Autorität, genau. Die Autorität ist die Subordination nicht in der Essenz, sondern in der Funktion. Darum geht es, jede Person der Trinität nimmt die eigene Position ein, die eigene Funktion. Jetzt wieder die Frage, was ist mit dem Heiligen Geist? Warum sagst du immer noch, das wäre Mohammed? Weil Mohammed sallallahu alaihi wa sallam im Namen Gottes spricht und der Heilige Geist bei dir Gott selbst ist und Gott selbst redet nicht im Namen eines anderen. Punkt. Gott redet, Gott befiehlt. Gott selbst befiehlt, andere etwas zu vollbringen. Gott redet nicht im Namen eines anderen. Er ist doch das Oberste, was es gibt. Wenn Gott doch der Oberste ist, von wem muss er etwas erhören, um zu verkünden? Deswegen passt dort ein Prophet hin und dieser Prophet ist Mohammed alaihi wa sallam. Okay, du hast also nichts beantwortet, du hast einfach nur gesagt, ich ignoriere diesen Vers, dass da der Heilige Geist steht und das mit der Autorität habe ich dir bereits beantwortet. Also ich weiß nicht, warum du das nochmal bringst. Okay, weil willst du also Johannes beantworten? Brief 1 gegeben habe. Dann möchte ich dich jetzt fragen mit als nächstes Respektsplural. Kannst du mir eine Stelle nennen, wo ein anderer Name, nicht ein Titel wie Elohim oder Adonai, das ist ein Titel, kein Name, wo ein Name im Plural ist von irgendeiner Person, vielleicht ein Prophet oder so. Der Prophet Mohammed, a.s.w. mit Mohammed. Samra, ganz kurz, Marvin, Samra, ganz kurz, und zwar, Marvin, nochmal 2 Minuten, weil die Zeit ist von durchgelaufen und wir hatten ja da gerade eine Diskussion gehabt. Du hast nochmal 2 Minuten, Marvin. Ich habe Zeit mitgemacht. Weiter geht's. Der Name von dem Propheten Mohammed, a.s.w., wird dort als einziger, als ein Prophet in Respekt, Pluralsform bezeichnet, weil sein Name direkt neben Allah subhanahu wa ta'ala steht. La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Deswegen hat er die Ehre bekommen, als einziger in der Bibel mit der majestätischen Pluralsform ihm dargestellt zu werden. Das macht ihn nicht zu Gott, sondern das erweist ihm den Respekt, dass er mehr ist als alle anderen.
Okay, also sagst du, er ist mehr als die anderen Propheten. Okay, ja. Fair enough. Aber warum ist er dann mehr als Gott selber? Weil nicht mal der Name von Gott ist im Plural. Was heißt Elohim? Elohim ist Gott, das ist der Titel. Aber der Name von Gott ist Yahweh und der ist im Singular. Das habe ich dich nicht gefragt. Elohim, das ist keine Frage an dich, das ist eine Gegenfrage. Nur zur Info, nicht, dass du dich wieder rausrettest. Diese Gegenfrage ist meine Antwort. Wenn du sagst, Elohim bedeutet Gott und ja, Elohim, was heißt denn Ella? Ella? Ella, was heißt das? Ella ist kein hebräisches Wort. Ella ist kein hebräisches Wort? Meinst du Eloah? Was hat Jesus am Kreuze geschrien? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Was heißt Eloi, Eloi? Mein Gott. Und was heißt Elohim? Das ist der Plural von Eloah, also quasi. Ah, danke schön. Das heißt, genau. Frage, aber es ist nicht der Name, mein Lieber. Ja, der Name ist Yahweh. Der Zuschauer hat die Antwort bekommen. Der Zuschauer hat die Antwort bekommen. Nee, ich frage dich. Warum, wenn es Yahweh ist, das ist der Name, Elohim ist nicht der Name, das ist ein Titel. Warum ist der Name von Gott nicht im Plural, wenn das bei Mohammed der Fall sein soll? Elohim ist zu 100% der letzten 10 Sekunden. Elohim ist auch der Name, ich kann das auch beweisen. Elohim ist nicht der Name. Ich kann es dir beweisen, Schofields Bibel hat die Namen von Gott aufgelistet. Und ich kann es dir direkt zeigen, dass Elohim... Ich kenne den Ausschnitt, da ist nicht, was du sagst. Marvin, da steht Marvin, bitte. Ich kann es dir zeigen. So, aber ich kann ja jetzt schon darauf antworten. Ja. Marvin, schau mal, was auch immer ihr antwortet. Das müssen dann die Zuschauer, du hast ja gesagt, dass das nicht der Name ist. Nee, schau mal, Chris. Wenn er jetzt über die Zeit hinaus noch was sagt, dann sollte ich darauf auch noch eingehen. Na, das machen wir nicht. Nein, wir waren noch in der Zeit, das ist jetzt vorbei. Er hat jetzt nochmal. Ja, deswegen, er macht ja jetzt gerade was. Ich zeige dir hier gerade Schofield Bible, hier werden die Namen von Gott aufgelistet. Darauf würde ich gerne eingehen. Ella, und dann steht dann auch noch Okay, Samra. Elohim gilt hier als Name. Samra, pass auf, Marvin, darf ich jetzt Marvin noch bitte die letzte, also dass er darauf nochmal antwortet, damit wir alle im Frieden sind, damit er sich nicht ärgert. Ich habe damit keinen Chris, okay, ich habe gar kein Problem. Gib ihm von mir sogar 5 Minuten. Ich habe gar kein Problem. Okay. Ich werde ihn nicht so unterbrechen, wie er mich unterbrechen hat. Okay, Marvin, du darfst gerne bitte nochmal darauf antworten. Was in der Schofield Bible steht, wird von Samra gerne falsch benutzt. Da steht eigentlich, weil er meinte ja auch noch so, da steht noch Allah dahinter, aber das ist nicht ein Name, der dafür ist, sondern da steht, dass Elohim vermutlich von dem hebräischen Wort für schwören abgeleitet wird. Das wird da vermutet. Und das ist eben, was da als Allah benutzt wird. Aber das ist nicht ein Name für Gott. Und das ist der Unterschied. So, alles klar. Vielen, vielen Dank. So, wir haben jetzt den ersten Teil dieser Runde geschafft. Ihr macht es mir nicht einfach. Ja, ihr macht es mir nicht ich einfach. Ich mache es dir nicht einfach. aber wir kriegen das hin. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben es bald geschafft. Leute, wir haben 1045 Zuschauer. Das ist auf jeden Fall eine Wucht. Preis den Herrn. Ich hoffe, Zuschauer, ihr habt Spaß, könnt wirklich diese spannende Debatte mit verfolgen und auch dann wirklich was für euch mitnehmen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bitte teilt diesen Stream, like diesen Stream. Wirklich verteilt, dass das wirklich alle Menschen das sehen. Wir haben hier wirklich tolle Gäste, die, wie ihr selber merkt, sehr, sehr viel Erfahrung haben, sich sehr, sehr tief mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das ist wirklich Gold wert. Deswegen bitte alle ein Like da lassen. Und wir gehen jetzt in die nächste Runde. Samra, du hast jetzt 10 Minuten Zeit, stellst Marvin Fragen. Marvin, du lässt Samra bitte ausreden und gehst dann auf seine Fragen ein. So, dann geht es los. Wenn die Zeit beginnt, Samra, darfst du starten? Wenn ich dir die Frage stelle, sagst du einfach nur, ich bin fertig. Und dann werde ich erst wieder anfangen zu reden. Ich bin höflich im Gegensatz zu dir. Wenn Jesus doch Moses erschaffen hat, weil du glaubst daran, dass Jesus der Schöpfer ist, wie kann Jesus dann so sein, wie jemand, der sündigt, niedriger ist als er und nicht wesensgleich ist? Er ist nicht wesensgleich. Da auch Jesus als Mensch die menschliche Natur keine Sünde hatte, aber Moses hatte nach den Christen Sünde und konnte das Gesetz vollkommen einhalten. Jesus hat das Gesetz vollkommen eingehalten. Er hat es nicht einmal gebrochen. Moses hat es nach euch gebrochen. Wie sagst du, dass Jesus, der Gott ist bei dir, so ist wie das, was er erschaffen hat und gesündigt hat? Mhm. Fertig? Okay. Ist ganz einfach. Und zwar, Jesus ist nach bestimmten Kriterien wie Mose. Und die werden da explizit genannt. Das sind die, die ich bereits genannt hatte. Ja, das sind die Kriterien. Und andere Kriterien werden hier nicht explizit genannt. Ja,
Natürlich, Mose hatte keine göttliche Natur, so wie Jesus. Aber das ist auch gar nicht der Punkt von dem, was wir hier in Deuteronomium 18 lesen. Sondern hier geht es um einen ganz anderen Punkt, inwiefern er wie Mose ist. Und diese Punkte, die werden da explizit genannt, weswegen es auch nicht Mohammed sein kann. Fertig. Das war nicht die Antwort. Ich habe gefragt, in was für einem Sinne gleichen sie? Du sagst gerade, es wird dort erklärt, wegen den Wundern. Oder er redet im Namen von Yahweh. Jeder Prophet hat im Namen von Yahweh geredet, oder nicht? Es hatte erstmal, natürlich hatten die Propheten im Namen von Yahweh geredet. Aber hier ist der Punkt. Es wird auch unterschieden zwischen, was steht denn in den Versen danach? Es wird unterschieden, woran man auch einen falschen Propheten erkennt. Und das ist eben jemand zum Beispiel, der nicht in den Namen redet. Ja? Und wenn jetzt jemand hier nach Deuteronomie 34,10 zum Beispiel im Angesicht, also von Panim el Panim, Angesicht zu Angesicht mit Gott redet, so ein Angesicht zu Angesicht, wie wir das bei Mose finden, das hatten wir bei den späteren Propheten nicht. Doch, der Prophet Muhammad a.s. hat in Isra al-Miraj mit Nurullah gesprochen. Und Moses hat auch Gott nicht gesehen. Er hat mit einem Dornenbusch gesprochen. Aber der Dornenbusch, wessen Stimme kam raus? Gottes Stimme. Und von Nurullah kam Allah subhanahu wa ta'ala's Stimme raus. Bei beiden haben sie Angesicht zu Angesicht gesprochen, ohne dass Gott selbst dort war. Was war dort? Die Worte. Und du hast meine Frage nicht beantwortet. Bitte gebe mir die Gemeinsamkeit von dem Propheten Jesus, der so sein soll wie Mose. Gebe mir doch ein Zeichen. Ich habe dir eine ganze Quelle gegeben. Eine ganze Quelle. Und so viele aufgelistet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Punkte habe ich dir gegeben in dieser Liste, wie krass Muhammad a.s. Jesus gleicht. Gib mir bitte Sachen, wo Jesus Moses gleicht. Jesus war ein Sünder. Jesus war kein Sünder bei dir. War Moses ein Sünder? Mose war ein Sünder, ja. Wie kann dann jemand, der keine Sünde hat, jemanden gleichen mit einer Sünde? Wie geht das? Das hatte ich bereits genannt, indem die Kriterien genannt werden. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel arbiträre Kriterien wieder nennen soll, die du dann zum Beispiel, so wie das bei deiner Liste der Fall wäre, dann kann ich dir mal ein paar nennen. Zum Beispiel, die wurden beide als Baby fast umgebracht, aber im Endeffekt gerettet. Sie haben direkt mit Gott gesprochen und das als Muster eben. Jesus war nämlich zum Beispiel in der direkten Präsenz vom Vater. Sie sprechen explizit in Gottes Autorität. Deswegen wird zum Beispiel Mose auch als Elohim über den Pharao bezeichnet. Die beiden beide Israeliten haben zum Beispiel beide den Sabbat eingehalten. Oder sie wollten sich beide als Opfer hingeben für die Sünden des Volkes. Hier als Referenz zum Beispiel Exodus 32, Verse 30 bis 32. Sie sind beide aus Ägypten gegangen, ins Heilige Land. Oder zum Beispiel die Sache mit den 40, Mose 40 Jahre in der Wüste, Jesus 40 Tage in der Wüste. Und das sind zum Beispiel arbiträre Kriterien. Der letzte Aber Punkt das sind nicht bitte? Die, die im Text genannt werden. Der letzte Punkt nochmal. Das mit 40 in der Wüste, also Mose 40 Jahre in der Wüste, Jesus 40 Tage Was in der Wüste. Was hat er 40 Jahre gemacht? Wer? Moses. Mose ist mit dem Volk Israel da rumgezogen. Ja, der Teufel hat ihn nicht verführt. Warum erwähnst du 40 Tage von Jesus, wo er von dem Teufel verführt wird? Lass mich bitte ausreden. Das ist, dass Jesus von dem Teufel verführt worden ist für 40 Tage, hat nichts damit zu tun, dass Moses 40 Jahre lang unterwegs war. Hat nichts damit zu tun. Warum vergleichst du sie? Hat doch nichts damit zu tun. Ich hatte gesagt, dass es ein arbiträres Kriterium ist. Genauso das, was du gesagt hattest. Samra, aber lass ihn jetzt Mavi bitte kurz reden. Ich hatte gesagt, dass es ein arbiträres Kriterium ist, genauso wie die Kriterien, die du in deiner Liste gegeben hattest. Ich würde es niemals als Argument dafür nehmen. Das ist einfach nur eine Liste von Sachen, die als arbiträr gelten. Aber die Punkte, die genannt werden, die stehen selber in der Prophetie drin. Und das ist eben, inwiefern Jesus Mose ähnelt. Und das wird explizit im Text gesagt. Mose ist dafür bekannt, dass er Kriege geführt hat, dass er die Führung über sein Volk hatte. Muhammad a.s. hatte die Gewalt, genauso wie Moses. Beide hatten die Führung über ihre Leute und beide wurden am Ende akzeptiert von seinem Volk. Jesus wurde nicht akzeptiert. Ich zähle dir auf. Politischer Führer, Moses und Muhammad a.s. Natürlicher Tod, Muhammad a.s. und Jesus Moses. Hatte Kinder, Muhammad a.s. und Moses. Beide hatten Vater und Mutter. Das hat nicht Jesus. Dann mit einem neuen Bund ist sowohl Moses als auch Jesus, als auch wer gekommen? Muhammad a.s. Aber ich frage dich eine ganz explizite Sache.
Die Lehre von Moses, was war das? Den Götzendienst zu bekämpfen. Das war die komplette Lehre. Das heißt, signifikant in der Tora, bei den ersten fünf Büchern, bei den ersten fünf Büchern von Mose, geht es darum, um Götzen sozusagen zu zerschmettern. Sie nicht mehr im Vordergrund zu haben, sondern nur an einen einzigen Gott zu glauben. Genauso wie bei Mohammed a.s. Keine Götzen anbeten. Bete direkt zu Allah. Nicht irgendwelche Statuen nehmen, dass sie dich zu Gott näher bringen und anbeten und so weiter und so fort. Genau das, was sie auch dort hatten. Genau das Gleiche. Das bedeutet, die hatten die gleiche Dauer, die hatten die gleiche Herangehensweise. Sie haben beide ihrem Volke beigebracht, keine Götzen anzubeten. Jesus Lehre. Erkläre mir bitte genau den gleichen Punkt. Ich habe dir gerade einen Punkt zwischen Mohammed a.s. Und Moses genannt. Bitte gebe mir einen Punkt in der Lehre von Jesus und Moses, das Wichtigste, was signifikant in den fünf Büchern von Mose ist. Bitte nenne mir eine Sache, die Jesus gemacht hat, so wie Mose, in der Lehre. Bitte. In der Lehre, noch einmal. Kannst du mir von diesen ganzen Kriterien, die du genannt hattest, irgendwas im Text zeigen, dass das als Kriterium gegeben ist? Das steht da nicht drin. Moses wurde geschickt, um die gefangenen Schafe zu erretten, denn sie dienten nicht Gott. Was hat Jesus gemacht? Worauf soll ich das jetzt beziehen? Was hat Jesus gemacht? Hat er das Gleiche gemacht? Ob er die Leute beiseite gelegt hat. Jesus hat natürlich die verlorenen Schafe geholt, oder was meinst du jetzt? Hat Jesus Götzendienst bekämpft? Ja oder nein? Natürlich hat er gegen falsche Sachen sich ausgesprochen. Falsche Sachen ist nicht Götzendienst. Beantworte meine Frage. Ist Götzendienst nicht falsch? Noch einmal, ich gebe dir gerade einen expliziten Punkt. Du gibst mir eine Allgemeinheit. In der Allgemeinheit kann ich auch sagen Kufur. Aber dann gebe ich dir zum Beispiel Allah zu beleidigen. Ist das Kufur? Dann sag nicht alles, was Kufur ist Kufur. Nein, ich will dann wissen, ob Allah zu beleidigen Kufur ist. Ich frage dich eine explizite Sache und antworte darauf. Hat Jesus Götzendienst bekämpft? Wo steht in Deuteronomium 18, dass es darum geht, Götzendienst zu bekämpfen? Gut, du willst nicht antworten, alles gut. Wo steht das Kriterium da drin? Das steht da nirgendwo. Ich mach's so wie du. Du willst nicht antworten, alles gut. Das kann ja alle anderen Leute entscheiden. Es heißt, das feurige Gesetz. Du hast gesagt, damit ist kein Prophet gemeint. Damit ist eine Auswanderung gemeint. Ich habe dir bewiesen, da wird über eine Person gesprochen. Welche Person hat ein feuriges Gesetz gebracht? Das feurige Gesetz wird explizit in Deuteronomium beschrieben. Das ist das mosaische Gesetz. Falsch. Nee, doch, da steht da explizit. Da steht da nicht drin. Komm, wir lesen es zusammen vor. Ich gebe dir die Stelle, warte. Ich lese es dir vor. Ich habe vorhin auch schon gesagt, welche Stelle das ist. Darf ich erst zu Ende lesen? Deuteronomium 5, Vers 22. Es geht nicht um 22. Es geht um 1 bis 4. Ich lese noch einmal vor. Dies ist der Segen, damit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israel von seinem Tode segnete. Und er sprach, der Herr ist von Sinai gekommen und ist hinaufgegangen von Seir. Er ist hervorgebrochen vom Gebirge Paran und ist gekommen mit 4000 Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Wie hat er die Leute so lieb? Wer ist dieser Er? Du hast mich gerade nach dem feurigen Gesetz gefragt. Ich habe dir gesagt, es steht explizit in 5,22, ja, das ist eine andere Stelle, dass das feurige Gesetz die Tora ist. Da wird es nämlich gegeben, weil es wird nämlich aus dem Feuer herausgegeben, das Gesetz. Deswegen ist das feurige Gesetz die Tora. Wer ist er? Wer ist er? Er hat doch die Leute so lieb. Wer ist das er? Welches er? Vers bist du jetzt gerade? 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 1 bis 4. Dort heißt es, wie hat er die Leute so lieb? Wer ist dieser er? Yahweh ist das. Das ist Gott? Ja, klar. Das heißt Gott wird kommen? Alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Gott sagt, er ist schon gekommen. Nein, es heißt. Das ist die Vergangenheit. Alles gut. Dankeschön. So, alles klar. Vielen, vielen Dank für die Runde. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Alles gut. Genau. Der letzte Punkt war nur. Wir werden jetzt explizit drin, Samra. Wir werden jetzt, Marvin, wir haben den Punkt jetzt besprochen oder wir haben die Runde abgeschlossen. Ihr könnt im Nachhinein, wie ich euch beide kenne, werden sicherlich noch Videos entstehen. Ihr könnt danach diskutieren, das Ganze auswerten. Wir werden jetzt zur Abschlussrunde kommen. Bevor wir aber in die Abschlussrunde gehen, werden wir noch mal kurz ein Video einspielen. Ich möchte, dass jetzt mal ganz kurz in euch geht, noch mal alles Revue passieren lässt
Und mir ist jetzt wichtig, dass ihr vielleicht in diesem Abschlussstatement, wofür ihr so 5 Minuten Zeit habt, dass ihr jetzt nicht darauf eingeht mit den Beleidigungen, sondern eher nochmal zusammenfasst, wie fandet ihr insgesamt die Debatte, was fandet ihr gut, würdet ihr nochmal wiederkommen, das interessiert mich natürlich auch, wie fandet ihr so die ganze Zusammenarbeit vom Erstgespräch bis zur Debatte und würde mich da wirklich dann über ein ehrliches Feedback freuen. Und ich werde jetzt kurz nochmal was einspielen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Bibel sagt eindeutig, dass der Glaube aus Verkündigung kommt. Wie sollen die glauben, wenn die nie von Wort Gottes gehört haben? Irgendwo sehe ich, wir Christen sind verpflichtet, das Wort Gottes regelmäßig an die Menschen weiterzugeben. Und wir sind jeden Samstag auf der Straße, damit wir Menschen erreichen, die nach der Suche nach der Wahrheit sind. Und damit wir diese Menschen mit dem Evangelium erreichen. Heute geht es um ein wichtigen Thema, nämlich Liebe. Liebe ist ein wichtigen Element der Glaube. Wir sollen jeden Mensch auf der Straße so annehmen, wie die ist, wie die sind. Und es gibt manchmal, es hört sich immer so schön an, Evangelisation, aber es gibt manche skeptische Leute, die wirklich sehr anstrengend sind und wir wirklich manchmal Geduld brauchen. Und da für Geduld haben, brauchen wir Liebe. Die Person annehmen, wie die ist, und da ist es ein sehr wichtigen Tipp. Und die Liebe Gottes ist sehr größer gewesen als alles anderes. In 1. Korinther 13, 13 steht, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte. Amen. Ja, wir möchten ein bisschen erklären, was wir verteilen. Wir haben zum Beispiel Lektüre von Heukelbach, das sind treue Brüder, die wir regelmäßig Sachen bestellen und wir so viel bekommen. Zum Beispiel, das ist sehr, sehr, sehr wichtiges Lektur und da nehmen sehr viele Menschen mit. Es geht um Lebensentscheidungen und eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Es gibt ja zum Beispiel eine coole Geschichte, hat jemand gesagt, ich nehme das auf jeden Fall mit, weil ich muss eine Lebensentscheidung treffen. Und wir können nur beten und hoffen, dass diese Lektur ihnen weiter geholfen hat. Und wir haben Bibel auf viele Sprachen. Wir haben Bibel auf Arabisch, wir haben Bibel auf Rumänisch, wir haben Bibel auf Deutsch. Wir verteilen die Schlachterübersetzung, das Neue Testament und das ist das Alte Testament. Und viele andere Sachen, zum Beispiel auf Dari, auf Spanisch, auf Englisch, auf und so weiter, was wir alles haben. Diese Arbeit wird von Spenden finanziert. Wenn du das Herz dafür hast, diese wunderbare Arbeit wie Evangelisation, wie YouTube-Arbeit, wie Jüngerschaft, wie Seminare, Menschen beizubringen, wie man das Evangelium weitergibt, kannst du uns gerne finanziell unterstützen. Bete dafür, ob das Gottes Wille ist. Ob das Gottes Wille ist, uns zu finanzieren, uns zu unterstützen. Du kannst mit einer regelmäßigen, mit einer einmaligen Spende oder mit Sachspenden uns finanzieren und unterstützen, damit wir diese Arbeit nicht nur für eine kurze Zeit machen, sondern langfristig, bis Jesus Christus wiederkommt. Amen. Okay, so, Marvin, vielleicht nochmal ganz kurz auch für den Chat. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass Marvin mit der Debatte beginnt, deswegen ziehe ich das jetzt so konsequent durch, dass ich Marvin immer mit alles beginnen lasse, also nicht, dass er euch wundert. Okay, Marvin, du hast jetzt 5 Minuten Zeit, ein Abschlussstatement zu gehen und ich würde mich vom Chat wünschen, dass ihr vielleicht auch ein paar Herzen für Samra und für Marvin da lässt, vielleicht auch nochmal ganz kurz schreibt, wie ihr die Debatten gefunden habt, wer eurer Meinung die besseren Argumente hattet und Marvin, wenn du soweit bist, würde ich dir die 5 Minuten jetzt geben. Ja, gerne.
Erstmal, was mir vorgeworfen wurde, ich hätte Mohammed beleidigt. Nein, habe ich nicht. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe einfach nur verschiedene Sachen gezeigt, die an verschiedenen Sachen stehen. Und wenn jetzt Samra meint, an dieser einen Stelle wird Mohammed prophezeit, dann müsste er, wenn er konsequent ist, das auch in den anderen Stellen sehen. Und nachdem müsste er dann akzeptieren, dass Mohammed eine Transfrau ist, die eben in der Zeit zurückgereist ist, um dann eben die Loverin von Salomo zu sein. Ja, und nehmen dann natürlich auch die Frau von Ezekiel. Und das ist eben der Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich gebracht hatte. Ja? Und jetzt will natürlich Samra hier den Gaslighting machen und quasi sagen, oh, du hast beleidigt, dies, das, anderes. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach nur die Daten vorgelegt und dir gezeigt, wenn du das so siehst, dann musst du das akzeptieren. Und das war der ganze Punkt. Hosea 1,2 kannst du gern so viel erwähnen, wie du willst. Das juckt mich nicht. Mit den Hadiths, das war auch nicht gegen die Regeln. Es war auch absolut zum Thema. Deswegen kannst du auch noch so viel rum dich beschweren. Das ist definitiv beim Thema gewesen. So, jetzt zu der eigentlichen Debatte. Samra hat die ganzen Punkte von meinem Opening Statement, ist ja auf nichts eingegangen. Ja? Weder im ersten Rebuttal, noch im zweiten Rebuttal, noch hat er die Fragen in der Cross-Examination beantwortet. Ich habe ihn zum Beispiel bei dieser Geschichte mit Mikir Bechar, ich habe ihn gefragt, hey, wir haben einmal die, die angesprochen werden und dann die Brüder davon. Ja, es muss sich bei den Brüdern um die Israeliten handeln, wenn wir jede einzelne andere Stelle anschauen, in der gesamten Tora, sogar in dem gesamten Tanach. Er hat es aber nicht beantwortet und er hat immer nur das Gleiche wieder gesagt, was ich schon beantwortet hatte, und zwar, dass die Brüder dann nicht wer anders sind. Und das ist eben auch, warum ich dann natürlich selbstverständlich dazwischen was gesagt hatte. Und deswegen finde ich gegen die Cross-Examination in dieser Debatte auch gar nicht. Das muss auf jeden Fall verbessert werden in Zukunft. Und dann natürlich der Punkt, Samra stellt Gegenfragen in meiner Fragezeit. Das geht auch absolut gar nicht. Ich muss bei solchen Stellen definitiv Samra nicht ausreden lassen, weil er einfach nur die Zeit an der Stelle klaut. Und das ist, was ich hier durchgezogen habe durch die Cross-Examination, auch in den ersten Runden, also nach dem Opening Statement, die Rebuttals, er ist auf nichts eingegangen. Er hat immer nur neue Sachen gebracht. Und natürlich ist die Zeit begrenzt. Das heißt, ich, wenn ich tatsächlich mal auf die Argumente von ihm eingehe, was er nämlich beispielsweise nicht gemacht hat, dann ist es der Fall, dass man die natürlich nach und nach und nach durchgehen muss. Wenn er dann wieder neue Sachen bringt, ohne auf die Gegenargumente einzugehen, ist er nämlich einfach nicht in dieser Debatte. War aber auch typisch, also das ist das Beste, was er machen könnte, weil du kannst es eh nicht verteidigen, ja? Du kannst das eh nicht verteidigen, deswegen musst du das so machen, wie Samra das gemacht hat. Also für Samras Position, die nicht vertretbar ist, ist es ganz klar, dass so wie er es gemacht hat, das auf jeden Fall perfekt war. Von daher auf jeden Fall Gratulation an deiner Stelle, an der Stelle eben, dass das auf jeden Fall du das perfekt für deine Position gemacht hattest. Aber, und jetzt ist der Unterschied, wenn es wirklich um die Argumente geht und man die durchgeht, dann siehst du, dass wenn die Gegenargumente kommen auf die Argumente, wo Mohammed prophezeit sein soll, es ist unmöglich, darauf einzugehen. Deswegen hat das Samra auch nicht gemacht. Und deswegen konnte er auch die Fragen in der Cross-Examination nicht beantworten. Und er hat dann einfach versucht, ein bisschen Zeit zu schinden, indem er das Gleiche wiederholt hat, dann natürlich so ein bisschen auf Gaslighting gemacht, um zu zeigen, er beleidigt die ganze Zeit, er redet die ganze Zeit dadurch. Aber der entsprechende Punkt ist, du bist auf die Sache nicht eingegangen, aber wie soll man es dir übel nehmen? So lehrt es deine Religion. Und abgesehen davon ist es ja auch der Fall, es gibt da keine Antwort drauf. Von daher kann ich dich schon verstehen an der Stelle. Ich hätte es wahrscheinlich an deiner Stelle nicht anders gemacht, aber zum Glück, Jesus sei Dank, bin ich gar nicht an deiner Stelle. Ja, und zu den ganzen Punkten, die jetzt noch offen blieben, weil natürlich irgendwie die Zeit begrenzt ist von den Redezeiten, werde ich auf jeden Fall noch in kommender Zeit Videos und wahrscheinlich auch Livestreams machen, wo ich die Debatte dann auch Punkt für Punkt durchgehe von den Sachen, die bisher noch nicht besprochen wurden. Ja, weil da waren natürlich noch einige Sachen dabei, zum Beispiel mit dem Eckstein die Geschichte oder noch ein paar Psalmstellen oder sonst was etc. pp. Das wird auf jeden Fall auf meinem Kanal noch stattfinden. Ich schätze mal, auf anderen Kanälen passiert auch noch was. Ich glaube, Alessandro von Trinity TV hat auch was geplant. Genau, werden wir auf jeden Fall durchgehen. Und an sich fand ich die Debatte ganz nett. Ich komme auch gerne wieder. Allerdings, die Cross-Examination ging absolut gar nicht. Würde ich jetzt aber gar nicht mal auf Chris blamen,
weil er ist dann natürlich nur einfach nur der Moderator. Muss man natürlich auch irgendwie schauen, wie man das Ganze dann regelt. Genau. Marvin, vielen, vielen Dank für dein ehrliches Feedback. Samra, ich würde jetzt dir 5 Minuten geben und würde mich auch über dein ehrliches Feedback freuen. Und die Zeit läuft ab. Jetzt. Also, Bismillahirrahmanirrahim. Also, das, was Marvin gesagt hat, nehme ich überhaupt nicht ernst. Also, jeder hat gesehen, dass er beleidigt hat. Ich brauche auch gar nicht drauf rumzureiten. Ich nehme ihn einfach überhaupt nicht ernst. Also, der hat mich enttäuscht. Ich dachte, der kann sein Stammbuch ein bisschen veröffentlichen. Ich habe hier so viele Beweise gegeben, dass es der Prophet Muhammad a.s. gemeint sein muss. Sein einziges Antrieb war, wo ist er denn dann in den anderen Sternen, wo es doch auch Muhammad dem heißt? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass überall der gleiche Kontext zu beachten ist. Ich habe dir gesagt, in dieser Stelle kommt Muhammad dem vor. Ich habe dir aber auch gesagt, dass es heißt, dass der erscheine, okay, Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Wer ist das Ersehnte? Ahmed. Auf Hebräisch heißt das Chamad. Bist du einmal auf Ahmed eingegangen? Bist du nicht. Du bist nur auf Muhammad dem drauf eingegangen und hast jetzt so getan, so, oh mein Gott, er wurde widerlegt. Erst einmal im Koran steht, dass der Name, wie er erwähnt wird, Ahmed heißt und nicht Muhammadim. Das war von mir. Das ist das, was wir euch bringen, dass Muhammadim dort steht, Mahmadim dort drauf steht, wie du es auch haben möchtest. Und alle anderen Stellen weisen auf Ahmed. Ich kann dir sogar Mustafa zeigen. Aber deine Argumentationen waren so schwach, dass ich diese Mustafa-Stellen und Ahmed-Stellen dir gar nicht bringen möchte. Weil ich dachte mir wirklich, dass du ein bisschen wenigstens in der Lage bist, das Christentum ein bisschen zu verteidigen. Aber jemand, der nur 66 Bücher annimmt und alle anderen Bücher ablehnt, kann man ja auch nichts anderes erwarten, weil du selber gehörst ja einer Sekte an. Das Christentum ist ja die katholische Kirche. Sie nehmen 73 Bücher an, du nimmst nur 66. Du gehst ja schon alleine gegen deine eigene Lehre und du folgst nicht dem Erben des Petrus. Aber egal. Ich lese zum Abschluss einfach nur die Stellen vor, die 100% Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beweisen. Jesaja 42, Vers 9 bis 11. Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Ruhm vom Ende der Erde bis brause das Meer und seine Fülle. Die Inseln und ihre Bewohner, die Stimme sollen erheben. Die Steppe und ihre Städte. Die Dörfer, die Kedar bewohnt. Du hast gerade so getan, als wenn Kedar eine Ortschaft wäre. Ist es nicht. Die Kedar bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Salah. Jauchzen vom Gipfel der Berge her. Das war dort, wo der Prophet Muhammad a.s. mit Abu Bakr as-Siddiq in Medina angekommen ist und sie gesungen haben. So, wir haben sogar einen Nasheed dafür. Dann heißt es, 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 11 bis 16. Dies ist das Geschlecht Ismaels, des Sohnes Abrahams, den ihm Hagar gebar, die Magd Saras aus Ägypten. Und das sind die Namen der Kinder Ismaels, davon ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Sohn Ismael, Nebajot, Kedar. Der Beweis, dass Kedar von Ismael kommt. Und du hast so getan, als wenn Kedar eine Ortschaft wäre. Du kennst deine Bibel nicht. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18. Er hat ein Argument gebracht, was ich unterschreibe. Er sagt, das betrifft immer die Israeliten. Ich sage, ja, Marvin, ja, es betrifft die Israeliten. Ach so, Schlaumeier, ich sage doch das Gleiche wie du. Es bezieht die Israeliten. Was sagt Gott zu den Israeliten? Aus euren Brüdern wird ein Prophet kommen wie Mose. Er nimmt einfach einen Teil, dass es die Israeliten betrifft, und lässt einfach den Teil mit Brüdern raus. Er sagt, das habe ich nicht gefragt. Das gehört doch zum gleichen Vers. Es heißt, ich will ihnen einen Propheten wie du, Moses, bist, erwecken aus ihren Brüdern, aus den Israeliten. Ich frage ihn, Marvin, wer sind die Brüder der Israeliten? Israeliten. Hä? Aber die Araber sind Israeliten. Die Araber sind doch die Brüder von den Juden, die haben doch den gleichen Stammesvater, Abraham. Er sagt, nein, die Brüder der Israeliten sind die Israeliten. Ja, das ist subhanallah. Er will einfach nicht einsehen, dass die Araber sind. Ich weiß, den Juden hat das auch wehgetan. Den Juden hat das wehgetan, dass der Prophet, so wie Mose, ein Araber war. Aber alhamdulillah, Rabbil Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Prophet. Der andere Beweis ist genauso, dass es um eine Person sich handelt. Du konntest darauf nicht antworten. 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 1 bis 4. Dies ist der Segen, damit Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israels vor seinem Tode segnete. Und er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgegangen von Seir. Er ist ihnen hervorgebrochen vom Gebirge Paran und ist gekommen mit 4000 Heiligen. Zu seiner rechten Hand ist ein feuriges Gesetz an sie. Wie hat er die Leute so lieb? Gott redet über eine Person. Und dieses, wie hat er die Leute so lieb, bezieht sich auf ein Koranvers. Mein Lieblingsvers, Sura At-Tauba, Vers 128. So, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen.
Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch, bestrebt zu den Gläubigen, gnadevoll und barmherzig. Deswegen habe ich diesen Koranvers genannt. So, diese Stelle zeigt einfach, dass der, es geht um eine Person, nicht um Leute, die einfach ausgewandert sind. Dann sagst du, und du hast dich widersprochen, du sagst einmal, es bezieht Gott, dann sagst du, also du hast gerade gesagt, damit geht es um Gott, dann sagst du, nein, es bezieht die Israeliten, die ausgewandert sind. Khair, inshallah. Samra, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr beide auch wirklich auf den Inhalt eingegangen seid, dass ihr euch dran gehalten habt. Daumen hoch von meiner Seite aus. So, Leute, ja, erstmal vielen Dank an alle Zuschauer, dass ihr dabei gewesen wart. Danke nochmal an Samra und an Marvin. Ich hoffe, euch hat die Debatte insgesamt gefallen und ihr habt beide nicht, obwohl doch, Marvin hat, glaube ich, also würdet ihr nochmal wiederkommen? Das würde mich noch interessieren. Samra? Ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Also du bist sehr respektvoll. Ich fand das auch gut, dass du eingegriffen hast bei Marvin. Was ich nur nicht schön fand, war einfach die Beleidigung, dass das einfach so durchgegangen ist. Im Vertrag stand eigentlich, dass er nicht beleidigen darf. Es ist eine Beleidigung. Dass er gesagt hat, er ist ein besserer Prophet als der Prophet Mohammed a.s. ist auch eine Beleidigung. Das wird einfach nicht so beherzigt. Aber ich gebe da nicht dir die Schuld. Also das wäre mir normal. Ich bin nur der Moderator. Es geht nur um den Gesprächspartner. Der muss halt noch ein bisschen reifer werden. Aber mit dir und Omar, ich habe damit kein Problem. Okay, das werden wir dann im Nachgang nochmal besprechen. Ja. Marvin, du hast, ja, würdest du nochmal wiederkommen? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich nehme die Aussagen von Samra gar nicht ernst. Hatte ich auch eben schon erklärt, aber. Genau. Ja, aber an sich natürlich würde ich wiederkommen hier. Sehr schön, super, vielen, vielen Dank. Ja, dann ein letztes Mal nochmal Dankeschön von unserer Seite. Wir wünschen euch einen schönen, gesegneten Abend und ja, ein schönes Wochenende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde euch dann einmal verabschieden. Es sei denn, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ich wollte mich bei dir bedanken. Und ich bedanke mich auch bei Omar. Ihr wart sehr respektvoll. Ihr seid auch sehr respektvoll umgegangen. Ich wünsche, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch die Herzen für die Wahrheit öffnet. Ich kann mich einfach nur bedanken, dass du respektvoll warst. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern, Samra. Alles klar. Dann bedanke ich mich an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao. So. Ich würde euch einmal rausnehmen. Genau, Marvin, dich auch. Gut, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Debatte durchgeführt. Ja, es war, ging ganz schön heute zur Sache. Es war an einigen Punkten nicht einfach gewesen. Ich finde aber, ich bin froh, dass wir jetzt die Debatte durchgeführt haben. Und was ich mir jetzt für euch wünschen würde, dass ihr jetzt nochmal in euch geht, ihr habt jetzt die beiden Argumente gehört, vielleicht muss man sich nochmal die Debatte anhören oder sich vielleicht nochmal einige Punkte anhören, trefft in eurem Herzen eine Entscheidung, nur eine Seite kann wahr sein und wir lehren natürlich ein, dass ihr Jesus Christus annimmt in euer Leben, dass eure Sünden vergeben seid und ihr dann vor Gott dann auch bestehen könnt. Und ich bedanke mich. Wir hatten heute unheimlich viele Zuschauer. Danke für die ganzen Likes. Ihr könnt gerne noch einmal alle auf den Like-Button drücken. Folgt uns auf Instagram, auf YouTube. Und wir wünschen euch einen schönen Abend. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss beten. Das habe ich leider auch am Anfang, bevor ich die Gäste reingeholt habe, habe ich das leider vergessen. Ich war selber aufgeregt. Da ist das leider untergegangen. Deswegen würde ich das gerne nachholen. Und dann würde ich euch dann auch mit den Segen Gottes in den Abend lassen. Ja, dann nochmal kurz in einem Gebet. Ja, himmlischer Vater, Dankeschön, dass du heute diese Debatte möglich gemacht hast. Dankeschön für die zwei Gäste, die du ja heute hier sprechen lassen hast. Herr, wir haben heute über ein wichtiges Thema debattiert und am Ende geht es darum, Herr, dass wir die Wahrheit erkennen und ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen von uns allen öffnest, Herr, dass du uns zeigst, was die Wahrheit ist. Wir legen diesen Abend in deine Hände und wir bitten dich einfach um deinen Segen für die kommende Zeit. Bitte segne alle Zuschauer, segne das komplette Hakika-Team. Hilf uns dabei, Herr, dass wir immer auf deinem Pfad wandeln. Und Herr, wir danken dir für alles, was du getan hast. Und in deinem Namen, Jesu, haben wir gebetet. Amen. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, bald haben wir die Debatte mit Roger Libby und Igor und wir freuen uns, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Debatte. Der Bruder Omar wird auch die Moderation übernehmen und bis dahin alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.